Dann könnte man. So probieren wir es. Und ich habe noch 15 Gold, Leute. Haha. Ripsaw Blade. 1,5 Stamina Costs. Ich habe gar nicht mehr so viele Slots. Wenn ich hier die Synergie nutzen will. Oh, das muss auch gut. Das Drachenei. Das ist auch nochmal zwei Slots. So. Komm, wir probieren's. Let's go. Eieiei. Das wird doch wieder nix, sehe ich doch schon. Ey, keine Chance habe ich gegen den, ne? Gar keine Chance. Oh, das Spiel regt mich jetzt schon auf. Halbe Stunde Gedanken gemacht für absolut nichts. Und man kann sich auch nie angucken, was der da... Ah. Jesus. Knapp. Aber gewonnen. So, wir brauchen Platz, Platz, wir brauchen Platz. Für die Banane. Platz, Platz. Banane! Banane! Banane macht nichts. Ach, so eine Scheiße. Du
Ede, du weißt aber, dass Waffen profitieren, wenn du sie mit mindestens einem Kästchen in deinen Rucksack legst? Hä? Was meinst du mit einem Kästchen in den Rucksack legst? Nimm mal eine Waffe mit der Maus und achte auf den grünen Rahmen. Okay, machen wir gleich. Oh, wieder knappe Kiste. Nee, doch, keine knappe Kiste. Nimm mal eine Waffe und achte auf den grünen Rahmen. Ja. Grün heißt, da passt sie, oder nicht? Ah, warte, meinst du diesen grünen Rahmen? Aber was genau heißt das? Jetzt ist der Rahmen grün, jetzt ist der Rahmen hellgrün. Und was bedeutet der Rahmen? Es wird ja auch nirgends was erklärt. Es wird ja einfach nicht gesagt, was das macht. Ranger Bag. Add 6 Backpacks. Items inside gain 5% critical hit chance for each luck. Ja, okay. For each luck. Und wie viel Luck habe ich? Sieht man auch nirgendwo. Gain 1 luck. Ja, sieht man im Kampf, aber das ist natürlich doof. Ich muss ja jetzt hier... Very high stamina. Na toll. Ich glaube, das Spiel ist zu kompliziert für mich. Easy. Warum habe ich so wenig Stamina und wie kriege ich mehr Stamina? Was verbraucht hier Stamina? 0, 1, 1, 1, 1. Mm-hmm.
Banane gleich Stamina? Oh. Okay. Shit. Gut, dass ich die als einziges draußen gelassen habe. Die Holzschwerter sind scheiße, oder? Kosten zu viel Stamina im Vergleich her. Ich krieg nur auf die Fresse. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ja, ich verstehe dieses Spiel auch nicht. Es erscheint mir komplett random. Jetzt habe ich richtig Geld. So. Zauberschüchen. Die sind, glaube ich, gut. Mehr Item Capacity. Es kommen halt auch keine geilen Waffen. Das muss man auch einfach mal ganz klar sagen. Holy Item. Da, was ist das? 10 bis 16, das ist doch mal was. Accuracy nur 60%. So, jetzt geht's ab. Jo, Nikola, ich mach das noch zu Ende und dann geht's los. Easy win. Oh, was ist das hier? Laserschwert. 1,2 Stamina kostet allerdings. Wieso ist denn da die. Warum sind da die Felder rot, die drei? Das verstehe ich nicht. So. Das verstehe ich nicht. Ja, aber weil da die Flöte lag? Okay. So.
Oh, was hat der denn da krass? Boah, ich mach den voll platt. Trotz, dass der eine Ananas hat. Easy. Guck mal noch. 1, 2, 3, 4, 5 Siege brauche ich. Das ist auch immer gut, die Dinger hier. Noch ein Drachen. Das wäre wirklich geil. Sieg! Oder? Leute, nur noch ein Leben. Es wird eng. Es wird knapp. Was ist das? Blood Amulet. So, jetzt wird's richtig geil, Leute. Das ist der entscheidende Kampf jetzt. Oh nein, wieder so eine Superhexe, ey. Guck mal, was die hier für einen krassen Dolch und so hier kann. So Sachen habe ich noch nie gesehen. Aber ich mach sie platt. Der Drache ist es, ich sag's euch. Es wird knapp, es wird eng. Was macht die Trompete? Nehmen wir. Da habe ich mir mehr versprochen. Sollte ihm eigentlich Stamina wegnehmen, aber immer volles Stamina. Die Items von ihm verbrauchen 0. Guck mal, was er hier für Kombination hat. Fortuna's Grace. 14 bis 17 Schaden. What? Dann hier Vampiric Armor. Der hat die richtig krassen Sachen. Shield of Valor. Boah. Tja, Leute. Ich hab's versucht. Es hat nicht geklappt. Verdammte Scheiße. Aber macht trotzdem irgendwie Spaß, das Spiel. Backpack Battles ist jetzt immer noch in der Early Access, glaube ich. Aber dafür, ich glaube, es ist umsonst sogar noch, ne? Ich glaube, es ist umsonst. Ich check's mal gerade ab hier. Ja, kann man umsonst runterladen. Könnt ihr mal ausprobieren. Ist auf jeden Fall ganz nett so für zwischendurch. Ich habe jetzt die Zeit überbrückt, denn jetzt gibt's hier gleich Bundesliga live, beziehungsweise wir gucken jetzt hier live die Konferenz. Ich gucke natürlich auch das Eintracht-Spiel solo und hoffe, dass es vom Timing so klappt, dass ich mich nicht spoile. Ich hoffe, Nico und Tobi und Nils kommen dann jetzt auch und dann geht es jetzt hier gleich richtig rund. Kurzer Bumper und dann geht es hier gleich los. Oder wie, oder was?
ja schon der Baum. Oh. Okay, warte mal. Lame, ja. Hallo, hallo. Und dann. Vorsicht, er kommt. Ja. Und dann kurz nach Abpfiff werden wir noch einmal eine kleine Ausgabe Bonusliga machen. Man hört euch, also ne? Endlich viel. Ja, ich weiß. Ja, ich erzähle ja schon, was passiert heute. Ich kann nochmal sagen, hallo auch alle bei Etienne. Wir gucken heute die Bundesliga zusammen. Und zwar gucken wir erst mal den Spieltag. Ich denke, nehme an, Etienne, du schaltest dir das Eintracht-Spiel rein. Wir pfeifen uns das Spiel die Konferenz rein. Und wenn dann abgepfiffen wurde, machen wir eine kleine, also wirklich nur eine kleine Ausgabe Bundesliga. Weil so viel haben wir jetzt auch nicht gesehen, müssen wir dann gestehen, am Ende des Spieltags. Aber es gibt auch ein, zwei Themen, die wir besprechen können. Ich schaue ja schon immer nebenbei auf den Bildschirm bei mir. Da verliert gerade Köln gegen Union und beschert uns wahrscheinlich die nächste Trainerdebatte dann über Weihnachten. Eine Frage. Also, wie machen wir denn das? Also, wenn ich jetzt nur die Eintracht gucke, kann ich natürlich dann gleich nicht so sonderlich viel mitsprechen bei den anderen Spielen. Ja. Das macht nichts. Wir werden dich immer mal wieder ansprechen und uns den neuesten Stand vom Eintracht-Spiel holen. Aber ihr dürft dann nicht spoilen. Wie? Wir müssen ja über das reden, was. Ach so, du meinst Eintracht nicht spoilen? Ja. Es sei denn, ich bin vor euch dann. Das können wir ja kurz dann mal checken. Das glaube ich nicht, dass ich bin nämlich mit Sky Go unterwegs. Also ich kann. Ich bin auch mit Sky Go unterwegs. Ah, okay. Also ich werde dir auf jeden Fall nicht spoilern. Das muss dann Nils, musst du dann sagen. Das werde ich nicht spoilern. Ist Nils nicht auch über Sky Go unterwegs? Sky Q. Ja, okay, da weiß ich nicht, wieder. Wieder. Ach, Hallerbach hat getroffen, ne? Den habe ich ja verkauft, weil ich noch ein bisschen Geld machen musste. Den hast du mir madig gemacht am Anfang der Saison. Hast du gemeint, der ist scheiße. 5., 10. Stürmer, hast du gesagt. Ja, du erzähl die Geschichte mal ganz, denn da gibt sie auch. Nee. Sehe ich euch eigentlich? Ach, da sehe ich euch doch. Ja, ich möchte mich gleich schon mal entschuldigen. Normalerweise streame ich ja auch nicht live Eintracht. Also normalerweise sieht man mich nicht dabei. Und ich werde jetzt natürlich mit dem Bewusstsein das Spiel gucken, dass hier auch Minderjährige zugucken. Ja, aber das musst du machen. Es hängt natürlich auch so ein bisschen von der Performance der Eintracht an, was hier durch den Raum fliegt. Ich habe aber dafür diese Taste hier. Dass du dich mutest, oder was? Ihr Arschleck. Oh, ich muss das noch lernen. Ich wollte gerade sagen, du musst noch ein bisschen üben. Ja. Dumm Fotzen. Oh. Ey! Auf jetzt! Ja, siehst du, das ist das Ding. Wenn ich die Taste falsch drücke, dann mute ich die guten Wörter und die schlechten kommen durch. Ja, das wollen wir ja nicht. Nee. Ey, Beste fällt aus bei Heidenheim. Nils ist richtig into it. Ja, glaube ich. Ja, ich merke das schon. Ich hol mir jetzt erstmal was zu trinken. Ich hab so Hunger. Nico wollte doch auch kommen. Der hat mir gestern noch gesagt, auf der Weihnachtsfeier kommt heute auch. Wisst ihr was darüber? Er hat doch gesagt, er hat Setup dabei. Ja, aber hat irgendjemand mit ihm gesprochen und ihn angeleitet? Ja, ich versuche gerade, ihn anzuleiten. Das ist aber, ich muss nochmal, Nikola muss ihn nochmal bei mir melden. Okay, ich hole mir erstmal was zu trinken. Brauchst du die Adresse von Discord oder was? Genau, er bräuchte nochmal Einladung und dann bräuchten wir den anderen Link auch noch für ihn einmal. Ja. Also ich muss mal kurz, bevor Fusi jetzt losgeht, würde ich auch noch mal kurz mal auf Toilette gehen. Und, na, klappt das? Perfekt. Damit ich das gleich nicht machen muss. Und dann sehen wir uns in einer Minute wieder, okay? Ihr baut das hier auf. Tobi, du bist jetzt Eddies und mein Stream. Bitte mal kurz mal übernehmen. Ja, ich wollte das aber auch auf Klo. Ja, okay, ja gut. Okay, dann muss Eddie ist wieder da. Eddie macht das jetzt. So, du kannst jetzt mal allen Leuten kurz eine geile Geschichte erzählen. Ich gehe auch kurz auf Klo. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mache mal eben mich kurz weg, aber ich bin gleich wieder da. Hey, da bin ich wieder. Hi. Was ist los? Nils, kein Bock mehr, habe ich mir gedacht. Ja, sofort geliebt. Was hast du denn da? Sieht gefährlich aus. Oha. Nur falls mir einer dumm kommt. Perfekt für Fußball heute. So, was machen wir denn? Ey, dieses Backpack-Battle, das raff ich noch nicht so ganz, ey. Naja. So, ich bin hier in der auch noch ein bisschen still. Ich muss hier noch nebenbei Nico anleiten. Mach ruhig. Es ist ja. Wie ist denn das? Landet das jetzt auf dem Bundesliga-Channel oder wo landet das?
Und landet das überhaupt irgendwo? Ich weiß nicht, ob das live, ob das überhaupt irgendwo landet. Da bin ich nicht informiert. Aber die Bundesliga landet auf jeden Fall bei landet auf dem Rocket Beans Channel nochmal. Da machen wir nochmal schön Werbung für den Bundesliga Channel. Mhm. Genau, und dann die nächste Ausgabe Bundesliga, glaube ich, dann im Januar, geht dann auf den Bundesliga-Channel. Gut, gut. Okay, wenn die Kurz auch kommt, müssen wir ein bisschen Platz schaffen in dem Overlay. Lass ich mal das Logo von Bundesliga mal weg. So, die dahin. Plopp. So, mal gucken. Hat er bei mir automatisch auf die Konferenz gewechselt? Das ist ja auch nett. Das ist mal ein Service. Das ist mal ein Service. Ich gerade noch Köln beim Verlieren zugeschaut. Und jetzt sehe ich da schon Spieler von Bayer Leverkusen rum. Dann. Ich muss einmal kurz gucken, ob meine Kickbase-Spieler alle aufgestellt sind. Sieht, glaube ich, heute ganz gut aus. Ja, Timecode. Ich gucke gerade mal auf die Aufstellung von der Eintracht. Ist schon wieder eine neue, also ja gut. Wobei, Eddie, bei dich könnte ich den Typecode einblenden. Das wird bei dich? Geben, oder? Bei dir. Hier bei mich? Ja, ja, man muss halt, Nils ist da nicht mehr zu sehen, aber ist für mich ein guter Trade. Timecode. Oh, da ist noch Frankreich drin. Victor Boniface. Victor Boniface sitzt nur auf der Bank. Patrick Schick darf von Anfang an beginnen. Knauf und Max, Ebimbe, Chaiwi, Marmusch. Ja, es sollte eigentlich ein easy win sein, aber... Ah, Nico ist da, sehr gut. Man kann ja die Eintracht nicht seriös vorhersagen. Hallo. Hi, moin. Können wir Nico hören? Oh, da war was. Hallo. Hallo. Boah, ganz leise höre ich hier irgendwas. Ja. Hört ihr mich nicht? Doch, aber leise. Ja, dafür höre ich euch ganz laut. Ja, weil wir haben unser Mikrofon ja auch richtig angeschlossen. Ach so, ein Mikrofon? Ah, nee, warte, jetzt hat hier, nee, warte. Stimme auf 200%, reicht das? Tobi hat dich auf 200% gestellt, jetzt höre ich dich auch. Sehr gut. Danke, Tobi. Sehen wir dich auch noch? Wo sehe ich denn euch? Weiß ich doch nicht. Ich auch nicht. Ich sehe die anderen, also ja, fast. Ja, Sekunde. Nikola macht das schon. Ich mache ja schon alles nebenbei. Kann ich euch sehen? Ich teile das Live-Bild mal hier in. Ah, super, jetzt lass die Cam. So, na Leute, geht ab. Hallo. Wo kann ich das sehen? Hey Nico! Ich teile es gleich hier in Discord. So Nico, Leute. Nico! Kommt schon. Na? Wie war die Party? Ich bin wie immer der Beste auf der Party gewesen. Ja, ich gute Party gut. Machen. Hast du gute Bewertungen gekriegt danach? Ja, man kriegt immer, wir haben so 4 Leute auf der Payroll, die nur dafür da sind, zu beurteilen, wie gut man Party gemacht hat. Klingt sehr gut. So. Die haben auch nur einen Job einmal im Jahr, ne? So sieht's aus. Also, ich mach mal eine kurze Einführung. Erstmal schön, dass alle da sind, die gerade da sind, sowohl bei Eddie als auch bei mir im Stream. Wir schauen jetzt gemeinsam Fußball. Ihr wisst ja vielleicht, heute ist der letzte Bundesligaspieltag der Hinrunde oder vor der Winterpause. Und wir haben das erste Spiel schon gehabt, Union gegen Köln. Union gewinnt 2-0. Jetzt gucken wir gemeinsam 5 Partien, die dort sind. Wolfsburg gegen Bayern, Leverkusen gegen Bochum, Frankfurt gegen Gladbach, Stuttgart gegen Augsburg und Heidenheim gegen Freiburg. Die Spiele haben jetzt gerade in dieser Minute begonnen. Wir werden die gemeinsam schauen, gemeinsam kommentieren. Und Eddie guckt eher Eintracht, ist aber trotzdem dabei. Einmal kurz bitte auf die Nase drücken mit dem Zeigefinger, wenn du uns hörst, Eddie. Nice, das war der Daumen, egal. Und genau, Tobi ist dabei und Nico ist dabei. Also die ganze Bundesliga-Truppe ist versammelt und wir gucken jetzt einfach Fußball und quatschen das. Wir können es natürlich. Das sieht aber schick aus bei Nico. Ist das wie ein Streamerzimmer? Ist auch ein Streamerzimmer quasi. Oh, warte, ich höre dich doppelt. Warum sehe ich euch nicht? Warum höre ich dich doppelt? Sekunde. Nico ist noch sehr leise, ja, aber wir arbeiten dran. Wir kriegen das hin. Das war's. So, jetzt dürfen wir Nico nicht mehr hören. Bei dir wahrscheinlich, Nils, sind schon die ersten 3 Tore gefallen, weil die erste halbe Stunde schon vorbei ist. Nee, also was? Ich kann ja mal sagen, bei mir ist 1:07, 1:08, 1:09, ist das dein Ernst? 10. Bei mir ist jetzt der Anstoß. Eintracht ist jetzt bei 1:03, 1:04, 1:05. Also das bitte nicht die Eintracht spoilen.
Erst wenn ich jubel oder motze, könnt ihr was sagen. Ah, okay. Guckt ihr Konferenz oder was? Ja, also ich Eddie nicht, aber 1,42, 43, 44 in Heidenheim. Das ist ja krass. Da kann ich ja hier immer quasi eine Minute später sagen, was bei euch passiert ist. 1,25, 1,26. Oh shit. Der ist aber schnell. Ey, ist klar, also. Dir ist schon völlig klar, dass ich früher oder später dich ärgert werde, oder? Ja, ist es. Was soll ich machen? Mich kannst du auch gut ärgern. Du kannst nichts machen. Du kannst einfach wirklich nichts dagegen tun. Und ich freue mich schon. Irgendwann werde ich das machen. Ich muss mir irgendwas. Ich habe so Hunger. Ich habe nichts gegessen. Ich muss mir jetzt nicht bestellen, mir Sushi oder so. Was kann man am ehesten das ist gut. Im Stream? Ich wollte auch noch zu essen bestellen. Ah, jetzt sehe ich dein Zimmer auch. Hast du das umgebaut, oder? Ich? War das so immer schon ein weißer Helm? Hast du den eingefärbt? Das hier alles, meinst du der da? Football-Helm und so, ja. Mhm. Ja, das ist alles schon seit 2 Jahren. Die habe ich in der Pandemie. In der Pandemie hatte ich die Idee, pass mal auf, man ist ja zu Hause, mache ich auch Streaming, habe mir ein Setup komplett gebaut. Ich könnte ja zeigen, auf wie viele Monitore ich gucke. Und ein komplettes Streaming-Zimmer quasi, also quasi ein Set gebaut. Und das hat, Tja, wie so sieht's aus. Hast du es genutzt? Nicht so oft, oder? 5-mal. So, ihr habt jetzt Nico und Tobi habt jetzt auch in Discord eine Ausgabe vom Programm. Stark. Sehr schön. Sehr gut. Da kann ich mir schon was sehen hier. Ey, habt ihr Ton? Oder guckt ihr stumm? Wenn ich Ton anmache, dann höre ich euch. Hört man das dann noch? Eddie, hast du Ton an? Ja. Hörst du das? Das darf man für den VfB. Das dürfen wir natürlich nicht, ne? Ja, aber hört ihr das denn überhaupt? Im Stream vielleicht, ja, warte. Nee, deswegen ist halt die Frage, ich überlege, ob ich auch so 1, 2 Lautstärke anmache oder ob das ich, das dürfen wir natürlich nicht den Ton streamen, ist ja klar. Warte, ich mute dich, als wenn man zu schaust. So. Die spielen schon wieder, es gefällt mir schon wieder nicht, was ich hier sehe. Ah, das Gute ist, die Eintracht wird in der Konferenz ja eh nicht gezeigt, deswegen, also wir können dich gar nicht spoilen. Stimmt. Ey, ganz kurz, ich habe eben erst mitgekriegt, dass Köln ja schon gespielt hat, weil mir Kölner Freunde geschrieben haben, dass Baumgart jetzt weg ist. Oder? Ist er jetzt offiziell weg oder ist das nur so? Nee, aber das überlebt er ja nicht, so nach dem Motto. Terzic wird es auch nicht überleben. Ja, Walter vielleicht auch nicht, gibt es eine Rochade. Glasner holt, Dortmund holt Glasner, sag ich euch. Ja, das kann passieren, ja. Das wäre ein guter Fit, glaube ich auch. Könnte klappen. So, was passiert bei den Bayern? Ich brauche gar nicht mit meinen Zehen zu kommen, weil bei euch ja schon seit Stunden die vorbei. Ich weiß ja nichts. Ich weiß ja nichts, was in anderen Stadien geht. Ihr müsst mir sagen, was in anderen Stadien geht. Bestimmt. Aber guckt doch einfach mal mit uns gemeinsam. Nee. Wieso nicht? Weil ich die Eintracht gucke. Bist du ein ignoranter Sack? Ja. Habe ich auch noch nie ein Geheimnis draus gemacht. Gibt es irgendwelche Überraschungen? Verwundert mich immer wieder. Boniface sitzt nur auf der gelbe Karte. Ja, Schick spielt. Hat mich schockiert. Ich habe Schick aufgestellt tatsächlich bei meinem Fußballmanager. Stark nicht. Ja. Ich habe Boniface aufgestellt bei meinem Fußballmanager. Aber da fehlt Goretzka ist verletzt. Spielt Kimmich? Nein. Nee. Oh, das ist so lame. Alter, was war das denn? Goretzka ist verletzt oder erkältet, deswegen musste ich auch umbauen. Und Beste fehlt leider auch. Das wusste ich aber vorher nicht, was mich mega nervt. Die halbe Mannschaft fehlt. Ey, sag mal, nur mal ganz kurz, wir gucken Konferenz. Seht ihr jetzt auch gerade alle Wolfsburg? Ja, ich bin bei 5 Minuten 12. Wir schalten sie jetzt 32. Zu Wolfsburg. Ja. Okay, alles klar. Das heißt, wenn das Tor fällt, bin ich der Erste, der es mitkriegt. Richtig. Also ihr müsst dann 20 Sekunden die Klappe halten, ne? Ey, Nils, wenn ihr bei der Eintracht seid, sagt mir mal die Zeit bei der Eintracht dann. Das machen wir sehr gerne. Die Eintracht haben sie bisher noch nicht gezeigt. Nee, da passiert. Aber so wie Eddie das kommentiert, passiert da ja auch nichts. Ja. Und so wie das bisher alles aussieht, könnte ich auch nebenbei noch ein bisschen zocken, oder? Ich muss noch ein bisschen FC üben. Ist das okay für euch? Ey, was ist FC? Oh, Digga, ist das dein Ernst? Ach, du sagst FIFA-Clubs, oder was? FIFA-Club? Nein, nee. Das Spiel heißt nicht mehr FIFA, das heißt jetzt FC. Wofür steht FC? Football Club. Muss ich dir gerade erklären, wie 2024 die Fußballsimulation von EA Sports heißt? FC, ich habe noch nie gehört, dass jemand FC dazu sagt, sorry. Sorry, Dr. Rap. Dr. Rap? Ich mache halt FC 24 Cups. Also ich habe gerade eine Chance von Bayern gesehen. Das ist so seltsam, wenn man da live guckt und ihr einfach
Wahrscheinlich denkt ihr euch, jetzt waren schon drei weitere Chancen vorbei inzwischenzeitlich. Oh, pass mal auf, ich mach's so. Das erste Tor ist gefallen. Ich nehme Wetten an. Du nimmst Wetten an? Schnell. Ich wette auf. Abuse deine Position. Was? Was sagst du? Ich sag Leverkusen. Du hast es ja schon gesehen, wahrscheinlich. Nee, Freiburg. Ein wunderbares Kontertor über die Flügel. Freiburg macht genau das, was sie die ganze Zeit machen. Tag. Ja, habe ich echt, richtig vorher gesagt? Ja. Nein, du bist ein Pisser. Ihr seid doch alle gemein. Es macht keinen Spaß jetzt, dieser Abend hier für dich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich auch ziemlich sicher. Ich werde gleich, glaube ich, irgendwie gucken, dass ich umziehe. Da noch hier einen Receiver her. Aber wie willst du jetzt in eine andere Stadt kommen? Ja, der dumme Buff. Den habe ich auch noch nie gehört. Stark. Aber ganz krass, ist es noch nicht im Ticker angekündigt hier. Du bist also, vielleicht der Zeit voraus sogar. Ich bin wirklich schnell. Ich habe so ein geiles Video irgendwie, ja, so. Ja, habe ich auch gesehen. Wo der Typ das voraussagt, oder? Ja, voll gut. Ja, ist schon echt gut gemacht. Ja. Stark, ne? Gleich fällt das Tor. Erzähl mal für die anderen, die es nicht gesehen haben. Ja, da geht's um Push-Up-Nachrichten und dann guckt er auf sein Handy und sagt, okay, hier fällt das Tor 1-0 oder so, bevor die Ecke ausgeführt wird. Und dann wird in der Ecke das Tor gemacht. Und dann, du musst dazu sagen, dass der im Stadion sitzt. Ja, genau, und sitzt im Stadion. Sonst kommt der Gag nicht so an, ja. Ja, hast du recht. Schlecht erzählten Gag, das ist der Grund, warum ich halt nur bei Bundesliga dabei bin. Jetzt ist bei mir das Tor. Jetzt sehe ich auch das Tor. Digga, ich sitze erstmal Frankfurt. Hier, Eddie, Abgleich 8, und? 18, 19, what? 20. Ich bin bei 7,55. Ey, dann mach doch mal kurz Pause bei dir für 10 Sekunden. Dann bist du nicht so weit vorne. Ich bin jetzt auch bei Eintracht. 8,14, 8,15, 8,16. Ja, wir sind nur 7 Sekunden auseinander. Nico ist irgendwie eine halbe Minute vorne. Der muss mal Pause drücken. 20 Sekunden. Den Vorteil lasse ich mir nicht nehmen hier. Aber Gladbach ist jetzt. Ja, aber kommen doch jetzt dumme. Ey, Leute, ey, dann kommen doch nur so dumme Anmerkungen und so. Braucht doch wirklich niemand. Oh, das ist der Grund, warum ich hier bin. Mach so lange, bis Gladbach das erste Tor gemacht hat, okay? Guck, ich wusste, dass es eine dumme Idee ist, das mit euch zu machen. Es war mir so klar. Komm mal, Musch! Der hört sich. Warte mal, ne? Hier ist ja auch bestimmt irgendwo ein Chat und so, ne? Sollte ich mir das mal angucken, was da bei euch los ist? Ja, unbedingt. Wo gehe ich denn hin? Wo ist bei dir wahrscheinlich am besten, ne? Nils? Ja, ich habe den auf jeden Fall einen sehr, sehr tollen Chat. Ist der beste Chat der Welt. Alter, Philipp Max! Der ist so schlecht, ey. Ja, ich hoffe, es wird noch ein torreicher Abschluss. Oder? Ich habe Hunger. Ich muss mich erstmal um mein Essen kümmern. Ich auch. Was essen wir? Was hast du für eine Idee? Ja, ich im Stream essen ist per se immer mega dumm. Aber das Einzige, was finde ich so halbwegs würdevoll ist, ist Sushi. Weil alles so andere ist. Oder Pizza geht auch gut, klar, so im Stream essen. Aber, weißt du? Oh, weiß ich nicht, Digga. Was sagst du denn? Bin nicht so der. Ich mag kein Sushi. Warum? Etienne, bevor die dann noch weiter über Sushi reden, nimm uns mal mit in deine Gefühlswelt. Wie sind die ersten 10 Minuten der Eintracht, deiner Meinung nach? Ja, Gladbach hat ganz gut, ist gut reingekommen, wirkt sehr motiviert. Jetzt hat die Eintracht so nach 10 Minuten, habe ich das Gefühl, ins Spiel reingefunden, übernimmt so langsam ein bisschen die Spielkontrolle. Und kommt jetzt so näher an den Strafraum ran, aber so eine, wirklich was Zwingendes war jetzt auf beiden Seiten, ehrlich gesagt, noch nicht zu sehen. Also, ich kann hier noch keine wirkliche Tendenz abgeben, aber es sieht, ich würde sagen, leichte spielerische Vorteile momentan. Bei der einer jetzt hier eine Riesenchance. Oh, da war keiner in der Mitte. Da wäre der Mittelstürmer normal gewesen. Knauf auf der rechten Seite durch, reingeschoben, so wie wir es bei Pro-Clubs immer machen. Aber da stand natürlich kein Nils Bohmhoff zum. Ja. Danke, das ist schon da. Ich glaube, wenn du die Eintracht siehst, dann kannst du mich erst überhaupt so richtig wertschätzen. Poirier hätte ihn gemacht. Können wir kurz über den Punkt von Werder Bremen gestern sprechen, Tobi? Nein, auf keinen Fall.
Wieso nicht? Weil du spoilerst. Und nächste Chance für die Eintracht. Wenn du versprichst, dass du 5 Minuten nicht spoilerst, dann ja, rede ich mit dir bei Werder Bremen. Abgemacht. Okay. Ja, war ein gutes Spiel, oder? Also hätte ich nicht gedacht, dass sie Leipzig so gut ärgern können. Ja, ne? Und ehrlicherweise, ich meine, die Tonalität mit hätten auch gewinnen können und so, das hat mich schon gefreut. Vor allen Dingen jetzt hat aber auch noch Werner gesagt, er möchte unbedingt Transfers haben im Winter. Bin ich gespannt, wen sie aus dem Hut zaubern. Ja, aber da spielt ja auch die Mannschaft gegen den Verein. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Er kriegt jeden Drittligastürmer, den er haben will. Wer jetzt? Terzic? Nee, wir waren bei Werner. Werner Bremen waren wir gerade. Wer ist denn Werner? Alter Spiel. Heißt so euer Trainer? Werner? Du meinst das alles nicht, meine ich ernst. Wer ist ja mit Nachnamen? Auch Werner. Werner? Ja. Nee, Bremen heißt er mit Nachnamen. Werner? Ey, das könnte ja wirklich sein, weil es Wolfgang Wolf in Wolfsburg ist immer noch die Benchmark. Und Nürnberger bei Nürnberg, aber Wolfgang Wolf bei Wolfsburg ist stark. Stark. Das ist stark, finde ich auch. Das kann man gut machen. Und um einen Denker des 21. Jahrhunderts zu zitieren, Digga, euer Trainer heißt Dino. True. Das stimmt. Dabei ist er noch so jung. Ich gucke gerade Bochum dabei zu, wie sie Bayer Leverkusen auseinander kombinieren. Ich habe meinen Stream neu gestartet. Ich bin jetzt bei 12, 38, 39, 40. Wo bist du? In Bochum. Bochum gegen Leverkusen. Dann bin ich da auch 40 Sekunden voraus. Wie, du bist bei 13 irgendwas oder was? Ich bin jetzt schon wieder in Wolfsburg. Das ist doch krank. In der Halbzeitpause werde ich mal schauen, ob ich nicht hier an den Fernseher wechseln kann. Da habe ich zwar keine ordentliche Kameraposition. Lustig. Tobi ist noch 90. Minute Bremen gegen Leipzig gerade. Schafft Leipzig noch den Lucky Punch? Ja. Oh, guck mal hier. Ich werde richtig begrüßt bei dir im Chat. Das freut mich ja. Jetzt sind ja nette Leute bei dir. Hallo. Ja, sag ich doch. Wir haben immer nur nette Leute. Hallo, nette Leute. Ich habe ehrlicherweise so in so Twitch-Livestreams auch schon so ganz andere Erfahrungen gemacht. So. Sind die alle lieb hier bei dir? Ich finde es so lustig, Eddie, bei dir gibt es auch so eine Regel, dass ich mich benehmen muss im Discord und so. Bei wem? Bei mir? Ja, da stand so ganz, ich muss ganz viel anklicken, dass ich auch lieb und brav bin. Sonst fliege ich raus. Das sind eigentlich nur Alibis für mich, um Leute zu kicken. Okay. Kommt eigentlich die Meldung bei dir auch, wenn du dich da einloggst? Nee. Eddie? Das ist ja mein Channel, da darf ich machen, was ich will. Es wäre aber sehr schön. Es wäre sehr schön, würde mich freuen. Ich lasse mich von euch nicht ärgern. Oh, ich versuche aber noch ein bisschen heute. Ja, aber ich lasse nicht. Lass ich nicht. Ja, es wird ein Moment kommen, wenn du gleich irgendwie sauer bist, weil es einen Elfmeter für Gladbach gibt. Ja, aber dann ärgere ich mich über die Eintracht, nicht über dich. Ja, genau. Und dann bist du aber verwundbar und dann piekst dich rein. Und dann bist du richtig sauer auf mich und schnauzt mich an. Und dann wirst du in ganz ruhiger Stimme sagen, finde ich nicht gut, dass du immer dich so aufregst. Und dann werden die Leute sagen, ja finde ich, Nils hat mal wieder recht. Wollen wir das genauso machen? Das haben wir schon alles hinter uns, 80 Millionen Mal. Ey, ich sehe gerade, Joshua Zirkzee ist 30 Millionen wert mittlerweile. Echt? Der ist bei Bologna und hat schon auch 10 Scorer. Ja, der war jetzt ja auch nicht voll blind irgendwie. Der hat halt bei Bayern natürlich jetzt keinen Stich gesehen. Aber den wollte niemand irgendwie. Auch in der Bundesliga wollte er nicht so richtig jemand. Ja, das stimmt, ja. Jetzt hat er doch nochmal. Ja. Der wirkt auch immer so ein bisschen überheblich. Ja gut, er kommt von Bayern, aber... Ja, der wirkte immer schon so ein bisschen, mein Weg ist vorgezeichnet. Aber ja, es gibt ja so einige, auch so Isak, ne? Der bei Dortmund war, Alexander der dann... Isak, ja. Ziemlich durchgestartet ist und es in Dortmund irgendwie nicht so hinbekommen hatte. Und Immobile auch. Die hatten überhaupt viele krasse Stürmer, die bei denen nicht so richtig. BVB, das Man United von Deutschland. Ja, ich glaube, die würden sich freuen, wenn sie den Trophäenschrank von Manchester United hätten. True. Auch immer mit der Gefahr, dass ich hinten, zu weit hinten bin, um irgendwas mitzubekommen. Bei Bayern, das ist noch so ein bisschen hin und her geschieben mit dem Ball. Ja, das sehe ich auch so. Da ist Wolfsburg ganz gut dahinter her.
Ja, aber das, ja. Aber also bei Wolfsburg, entweder die gewinnen da 2-1 oder die verlieren 5-1. Wahrscheinlich. Das sind durchaus zwei Möglichkeiten. Ja. Bei Wolfsburg ja eh mal ausgewürfelt. So, was esse ich denn jetzt? Oh, das ist eine gute Frage. Wie ich einfach nicht zu Potte komme. Das ist kacken. Der Hunger. Oh, war das abseits? Das ist ziemlich ein ausgeglichenes Spiel hier. Könnte auch so ein dreckiges Unentschieden sein, was keiner sehen will. Am letzten Spieltag. Ist wieder ein Tor gefallen. Oh. Ich nehme Wetten an. Ich bleib bei Leverkusen. Kann aber auch Stuttgart sein. Tobias Escher. Stuttgart hat gerade hier eine Ecke bei mir, aber das dauert noch, bis der ausgeführt ist. Aber das kann gut hinhauen, dass es diese Ecke ist, die zu einem Tor führt. Dann guck sie an. Ich bin nicht ein Zauberer, Leute. 2 von 2. Aus! 2 von 2. Aber mir ist das Tor noch nicht gefallen. Stiller, aber das sah auch echt billig aus. Also irgendwie wurde der gar nicht verteidigt gerade, oder? Also was gute Eckenvariante, die du einfach mal machst, wenn der Gegner nicht mitspielen will. Ja, aber was machen nice. Die da? Guck mal, der steht komplett, der hat 2 Meter um sich Platz, da ist einfach niemand. Bei dem heißesten Stürmer der Bundesliga gerade so, ja, Undorf, ja, der macht ja eh nichts. Den lassen wir mal, Alter, ist das lame verteidigt. Ja, das gibt's ja nicht. Wie gesagt, das ist so Kneipentruppe, gestern Weihnachtsfeier gehabt. Boah, heute schon wieder spielen und dann steht er da doof rum. Das ist ja eine Frechheit. Ich mag die Eckenvariante, auch so mit 3-mal vorher aufkommen, bevor er am Ball kommt und so. Aber wie easy er das macht aus dem Winkel auch, das ist ja krass. Ey. Hat er schon gut gemacht. Er wollte ihn aber auch so haben, nicht? Ja, ja. Das einer für den HSV, genau, würde ich sagen. Warum spottest du über meinen Verein? Ich spotte nicht, das ist Fakt. Okay. Ist das keiner für den HSV? Okay. Nee, also wenn du das ernst meinst, das finde ich das natürlich echt gut. Das sind wichtige Punkte für mein Kicktaste-Team. Geh doch, du hast doch Platz. Meine Güte, ey. Oh, ich bin da so raus, ne? Kickbase. Nachdem er mich am Anfang der Saison so unten halten wollte. Dann gib die Spieler her. Nee, die halte ich aus Absicht. Die halte ich aus Absicht. Die halte ich aus Absicht. Halte ich aus Absicht. Ey, bestellt ihr auch manchmal so Frühlingsrollen, weil ihr Angst habt, dass das Essen nicht reicht und dann eigentlich sind die aber voll eklig? Nein. Ich finde die lecker, aber die sind immer zu viel für mich. Pures Fett, sowas mache ich nicht. Unfassbar viel Hunger. Komm, Skiri. Schön, starke Dreh. Ja, spiel doch in die Mitte, Mann. Ich weiß einfach nicht, was ich essen soll. Oh, ich muss Trainer werden, glaube ich, bei der Eintracht, damit es läuft. Ich kenne einen, der dich da vermitteln könnte. Zieh ab! Gute Chance für die Eintracht, aber ich weiß nicht, wie man so kläglich... Den hätte ich so reingenagelt, ey. Er wollte nochmal rüberpassen. Ja. Oh, das kann so dumm sein. Ey, weißt du, was mich ein bisschen durcheinander bringt? Wie der Kollege, der im Hintergrund arbeitet, wie heißt der? Nico Backspin. Richtig, Nikola, ja. Du bist ja. Bist du hier auch mit. Schreiben die dich auch im Chat da an oder schreiben die mich mit C, wie sie es sonst auch immer gerne falsch machen? Also sprechen die mit mir oder mit dir? Ich bin mit C und du bist mit K. Genau. Das heißt, wenn Leute im Chat mit C schreiben, meinen sie dich, ne? Ich denke schon, ne? Also, vielleicht fällt es mir noch hoch drauf, aber... Leute. Achtet, Leute. Ich, Nico mit K und Nico mit C. Jetzt wird's spannend. Nikolai oder Nikola? Nikola. Du willst wissen, wie viele Monitore ich habe? 8. Inklusive Handy. Da kommen nochmal 3 dazu. Und die Smartwatch. Smartwatch und diesen Alexa-Monitor. Mann, du Mutter. Ey. Noch 2 Handys. 3. Oha, hier hängt eine Menge.
Ich sag ja, hier war die, also in der Theorie war hier die große Streaming-Takeover Ecke. War hier geplant. Eintracht ist besser. Geil. Das heißt nichts, aber es ist so. Das freut mich. Ich habe ja in der Vergangenheit häufiger das Gefühl gehabt, dass du unzufrieden bist mit der Performance deines Vereins. Und das ist schön zu hören, dass du irgendwie dein Glück gefunden hast. Meint ihr, dass Walter entlassen wird? Oder glaubt ihr, bleibt? Weil wenn, dann jetzt. Oh, geh doch hin. Ich habe keine Drucker mehr übrigens hier stehen, nur mal das für den Chat. Ja, wenn, dann in der Winterpause jetzt. Ja, es würde keinen Sinn ergeben, Walter jetzt weiter zu beschäftigen und ihn dann nach 2-3 schlechten Spielen rauszuschmeißen, weil wenn, musst du einem Trainer ja jetzt die Vorbereitung geben. Aber das wäre doch voll ja. HSV-Weg, oder? Nee, ja, HSV hat seit 2,5 Jahren, das ist Bullshit. Das sind so diese alten Klischees, ne? Kann ich ja nichts für, wenn so Klischees bei Leuten haften bleiben, die nicht mit der Zeit gehen, wie so Boomer. Der HSV hat seit 2,5 Jahren denselben Trainer. Das ist doch. Ja, wer ist denn auf dem Markt für den HSV dann? Terzic? Also, Baumgart? Wenn die zweite Liga wechselt. Ja, ich weiß, also eher vielleicht irgendeine kreative Lösung so, aber also so natürlich so Leute wie Fischer. Klaasner oder so kriegst du ja nicht. Was mit Urs Fischer? Urs Fischer, aber der spielt halt, der Fußball passt nicht zum HSV, den der spielen lässt. Man muss nämlich sagen, die Performance auch gegen Nürnberg war teilweise nicht zum Anschauen. Aber irgendwie ist ja jetzt das Ding eigentlich, ich glaube, dem HSV wird gut tun, wenn sie nicht gut Fußball spielen, aber einfach Spiele gewinnen. Ja, da gehe ich mit dir, aber nee, also erstmal, dass sie Spektakel bieten, das hat ja auch was bewirkt, ne? Stadion ist immer ausverkauft und so, das ist ja, Stimmung ist geil, ist ja auch irgendwie nice. Und du musst auch irgendwie natürlich versuchen, auch gerade mit der Mannschaft musst du Tore schießen, aber du kannst halt nicht in jedem Spiel 500%ige des Gegners zulassen. Und auf Glück hoffen, das geht halt nicht. Schwierig. Aber was gibt's auf dem Markt? Äpfel, Birnen. In dieser Sekunde habe ich mich für 10 Sekunden eben dazu entschlossen, mit dir ernsthaft darüber nachzudenken. Nee, ich weiß, das ist auch einfach nur Automatismus. Das bin ich. Das ist mein Parasit. Ja, das bist du. Zeitfenster. Das bist du ungefiltert. Kennst du dieses mit den Raumzeit-Konfugien, wo sich dann so die Spalten Continuum kurz öffnen für 15 Sekunden? Mhm. Dieses Zeitfenster hast du gerade verpasst. Ja, aber wir können ja da anknüpfen. Nee, ich weiß, also der Witz ist. Ich bin für Walter soll bleiben. Wenn ich eine Antwort hätte, könnte ich, also ich habe wirklich, ich kann dir nicht sagen, wer es macht oder so, aber es gibt nicht diesen einen Kandidaten, wo ich sage, ja klar, der muss es jetzt übernehmen, so, weißt du? Ich würde dem Trainer einfach ein bisschen weiter vertrauen, ehrlicherweise. Oh! Da muss man auch mal mutig sein. Alter, was eine Flanke, ey, das ist doch einfach. Aber das meinst du jetzt ernst oder ist das jetzt so, du ärgerst mich? Bumse, ey. Meinst du nicht ernst, Nico, oder? Nee, meine ich ernst. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn der HSV aufsteigen will, muss er sich von diesem Trainer trennen. Auch wenn ich natürlich ehrlicherweise ziemlich gerne beobachtet habe, auch als ne, du weißt, ein bisschen weiter weg, dass sie diese Konsequenz seit 2 Jahren haben oder seit 2,5 Jahren und immer weitermachen. Aber weißt du, was für mich eigentlich das größte Argument ist, nicht mit ihm weiterzumachen? Ja. Größte Argument ist, es gibt 2 Szenarien. Das erste ist, er steigt mit dem HSV auf und geht dann mit diesem Spielstil in der Bundesliga gnadenlos unter. Stimmt. Und dann musst du ihn entlassen. Und das zweite ist, er steigt nicht auf und dann musst du ihn entlassen. Und deswegen, ich sehe da nicht eine Situation, dass der Verein, selbst wenn sie aufsteigen, mit dem Walterball, und der ist ja einfach stur, also der hat ja keinen Plan B, der wird ja auch in der Bundesliga nicht anders spielen, weil er gar nicht anders kann. So kannst du ja als Aufsteiger nicht agieren. Stell dir das mal vor, die würden so spielen mit den Räumen und mit, ach, okay, du verlierst jedes Spiel 8-0.
Ist das nächste Tor gefallen übrigens? Ich nehme Wetten an. Leverkusen. Ich sag jetzt so lange Leverkusen, bis Schick getroffen hat. Irgendwann musst du recht haben. Ich muss auch mal überlegen. Was haben wir noch gar nicht gesehen? Oh, oh, krass. So. Leverkusen. Ich weiß nicht, Leverkusen. Oh. Meine Serie ist zu Ende. Das ist doch so lächerlich, ey. Wir machen das jetzt zu dritt weiter. Okay. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, wo das Tor gefallen ist. Ja, ziemlich sicher. Es ist so lächerlich. Es ist Spiel auf ein Tor, eine Standard und es ist schon wieder drinne, ey. Das ist so eine Scheiße. Fairerweise muss man sagen, ich habe dir gesagt, Wilber ist der König. Wilber ist der Abspieler. Das ist so unfair. Ich muss hier gleich raus. Oh nee, die war nicht. Wie, du musst raus? Nee, war ein Witz. Ich wollte einen doofen Witz machen, den spare ich mir. Sparst du dir auf, oder? Nee, ist schon durch. Ich lege irgendwie das Kofeld, der HSV wartet nur auf, dass Kofeld endlich frei wird. Der arbeitet ja dran, ne? Also der hat es ja allen Ernstes auch geschafft, in der belgischen Liga im Moment. Ja, im Abschlusskampf zu sein. Nee, das geht nicht. Also Kofeld, der hat einfach noch keinen Nachweis erbracht, dass er ein guter Trainer ist. Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich witz. Oh, es gibt einen Elfmeter. Macht Spaß, euch einen Tick voraus zu sein. Ich glaube, ich weiß, wo. Wo ist der Elfer? Ich werde Halbzeit nicht mehr bieten. Ich werde gleich wechseln. Wo ist der Elfer? Schnell. Ich sag Frankfurt. Nee, Frankfurt nicht. Ich sag für Freiburg. Beide falsch. Ah. Aber immer zwei. Es hat zu lang gehalten. Sag mal Leverkusen. Leverkusen. Oh, oh, oh. Ja, aber der Riemann ist auch ein Elferkiller, ne? Ob das einer ist? Da frage ich mich, könnte man da die Diskussion... Ja, komm, ja, lass, also er... Ja. Warte mal. Lass mal... Das, also. Ja, doch. Also er steigt ihn. Er steigt ihm auf Beinchen. Ja, aber er berührt ihn ja. Also, ich meine, bei dem Tempo, klar, ich weiß, was du meinst, aber bei dem Tempo, wie er da reingeht, also... Darf ich mich in dem Chat kurz auf den reagieren? Enter. Oh, da kann er mehr wegziehen, kann er. Kofeld-Take von Nico, schlechtester Bundesliga-Take ever. 100% groß sein. So. Nee, nach Nick Woltemade wird Durchstarter auch. Den habe ich aber nicht so ganz ernst gemeint. Aber Kofeld, da habe ich mich, das ist so ein bisschen wie diese Schneeballsysteme, da habe ich mich einfach, ins Rabbit Hole gefallen. Hör doch auf, hier Geschichtsklitterung zu betreiben. Nick Woltemade war dein Ernst. Nein, war kein. Jetzt ist er mein Ernst. Das war kein Gag. Natürlich war es ein Gag. Mhm. Guck dir die Sendung nochmal an, guck in meine Augen, dann wirst du merken, dass das ein Gag war. Ich gucke in deine Augen. Du hast geguckt, wer ist denn noch in der Jugendabteilung von Werder und hast den einzigen genommen. Genau, und hab irgendwas Talent rausgenommen. Ja, genau, aber das mach ich doch nicht ernst. So. Tor gefallen. Was glaubt ihr, wo? Das Elfmeter-Tor von Leverkusen, oder was? Ey, aber mal ganz kurz. Also erstmal freut mich das, weil ich habe Schick aufgestellt. Aber was ich sagen wollte, ist, habt ihr da eben mal drauf geachtet, dass der Schiedsrichter nochmal zu den Spielern geht, da zu Frimpong und so, und dem sagt, hier, pass auf, dein Fuß ist einen halben Zeh mit auf der Linie. Du musst ihn zurücknehmen, sonst pfeife ich das ab. Habt ihr das gerade mitbekommen? Nee, aber nach deinen Statuten ja vollkommen korrekt. Ja, Tobi, achte mal drauf. Und dann sind sie wir hatten drin. Neulich beim HSV diese Diskussion und es ist super auffällig, wie seit dem Spiel, jetzt hör doch mal auf zu stöhnen und bleib mal, du kannst auch mal eingestehen, wenn du dich geirrt hast, Mr. Roboter. So, seit dem Spiel sind die total piensig drauf, die Schiris, und achten drauf, dass die Spieler eben nicht auf der Linie stehen. Was ja eigentlich ein Eingeständnis ist. Das ist, also du willst es nicht, ne? Du willst mir einfach nicht recht geben wollen. Da haben sie doch immer schon auf der Karte bei 11 Metern. Nee, aber nicht so, dass du eine Schuhspitze da auf der Linie stehst. Das mit Sicherheit noch nicht. Es gab da mal die Zeit, wo sogar der VAR jedes Mal halt zurückgepfiffen hat, bis sie irgendwann gesagt haben, dass der VAR nicht mehr bei jedem Elfmeter eingreifen soll. Das war bei der Frauen-WM war das, glaube ich, damals. Oder Frauen-EM, EM war das, glaube ich. Egal, ich lass es ruhen. Ja, weil du jetzt plötzlich Argumente gegen dich hörst. Was? Das war ein Argument? Das war doch kein Argument. Ja, natürlich. Oh. Tor in! Oh, also so Sag wie du wo. Jetzt gespielt. Ja, Frankfurt.
so wie du redest. Tobi. Ja, so wie du redest, klingt es nach Frankfurt, aber. Oh, ho, 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 ho. Wolfsburg, Tor für Wolfsburg. Nee, so nice. Klingt. Nein. Aber und Tor für Bochum? Also, ja, einfach nur. Also. War das abseits, Nico? Ja, aber war er da schon aktiv? Nee, dann lernen die neue Spielsituation. Wie wird denn das? Ah, schickes Tor. Es ist so lächerlich, dass du da deinen Schick aufgestellt hast. Der hat doch jetzt schon wieder 548 Punkte, oder? Das ist so lächerlich. Es war überhaupt. Ja, gut, es war vielleicht damit zu rechnen, dass der spielt. Nee, aber es war schon ein Gamble von dir, oder? Ja, klar war das ein Gamble. Aber ich habe halt gedacht, also erstmal war englische Woche. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht gibt es eine kleine Chance, dass er startet. Dann habe ich mir gedacht, selbst wenn er nicht startet, er kriegt ja auf jeden Fall eine halbe Stunde. Und zu Hause gegen Bochum kann das mal reichen. Für ein Tor, dass er jetzt natürlich zwei Tore trifft, ist natürlich auch ein bisschen Glück. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihn aufgestellt hätte, wenn Goretzka nicht krank gewesen wäre. Tor in Frankfurt. Bielefeld. Wieder noch. Jetzt ist mal Bayern jetzt mal dran, langsam. Oh, Bayern. Ja, die Bayern. Ich ganz vergessen, dass sie auch noch spielen. Oh, Musiala mit dem Kopf. Aber ganz kurz, da, also Eddie ist ja nicht der neutrale Fußballbeobachter, wie wir alle drei das sein können. Wir sind uns schon alle einig, dass bei Leverkusen das schon machen soll, ne? So für den Fußball, ne? Oder? Ja, also. Also Saison und so. Ja, würde es tatsächlich dieser Mannschaft gönnen einfach und dem Trainer, weil die einfach Spaß machen. Und ich bin jetzt weder Bayern-Fan noch Leverkusen-Fan, von daher, also was das angeht, mal eine Abwechslung. Ich meine, also die Saison ist, das Jahr ist noch lang, die Saison ist noch lang, Afrika-Cup hier und so weiter, aber ich würde es dieser Mannschaft gönnen, die machen echt Bock, einfach machen Laune. Ja, einfach. Ich habe ja so die romantische Vorstellung aus, die schaffen das, die kommen durch, werden eine Jubelmeisterschaft spielen, keine Ahnung, wie das auch mal Werder Bremen gemacht hat, Stuttgart hat das mal gemacht, Kaiserslautern früher, und dann fällt die komplette Mannschaft auseinander. Trainer übernimmt Real, sechs Spieler gehen nach England und zu Real oder alle zu Bayern. Ja, oder ja das, Ahnung, also ist klar, kann das passieren. Ich meine, die meisten haben, glaube ich, Verträge. Also selbst Wirtz hat noch Vertrag. Ja, das ist ja so ein bisschen, das ist ja denen mit viel Geld egal. So ein bisschen Napoli-Style letzte Saison. Ja, genau. Ja, wäre schon heftig, wenn das passieren würde. Aber trotzdem wäre es eine romantische Geschichte. Und weißt du, mein Content-Herz hofft die ganze Zeit, dass im heimlichen Kämmerlein irgendjemand bei Leverkusen auf die Idee gekommen ist, vielleicht mal eine Kamera laufen zu lassen während der ganzen Saison. Warum? Ja, damit du dann danach All or Nothing Leverkusen gucken kannst. Ach so, ja, das wäre nice. Aber ich glaube, das würden die wahrscheinlich eher nicht. Ich meine, es wäre sinnvoll, weil du damit dieser Mannschaft, also diesem Verein, eine Identität und eine Farbe noch geben könntest. Soweit sind die alle noch nicht. Da müssen erst die Vermarktungsrechte veräußert werden, damit dann auch so eine Plattform kommt. Ja. Ich weiß, dass du ein Riesenfan von diesen Sportdokus bist, Nico. Du nicht. Aber gerade diese Vereinsdokus finde ich mittlerweile so stinkend steinbein langweilig. Ja, aber das heißt ja nicht, dass du es nicht gut machen kannst. Nee, das stimmt, aber machen sie nicht gut meistens. Weil du eben doch nur das siehst, was du sehen sollst und doch nur immer das Positive siehst und nicht die Momente, in denen es halt kracht oder woran. Wie soll so jemals ein Tor fallen? Das erschließt sich mir nicht mit dieser Spielanlage. Das ist so schlecht. Du musst uns abholen, ne? Wir kriegen von Frankfurt nichts mit. Weil ja, sag mal mehr als das, genau. Sag mal so, warum ist es schlecht? Ja, so. Es ist einfach ideenlos. Du siehst den Spielern förmlich an, dass sie nicht wissen, wohin mit dem Ball. Da fehlt irgendwie komplett. Ich erkenne einfach nicht. Also bei Gladbach ist klar, die kontern. Und damit sind die auch relativ erfolgreich. Die stellen sich hinten rein, warten, bis die Eintracht den Ball herschenkt, was 100% immer passiert. Und dann haben sie immer mal wieder so Nadelspitzen oder was auch immer. Gut, es war jetzt ein Eckball, den sie reingemacht haben, aber. Und die Eintracht, der wird ja
Ball überlassen, dann kombinieren die sich über die Mittellinie und dann glotzen sie sich alle dumm an, lassen klatschen nach hinten, bis einer einen dummen Pass spielt und dann, das geht die ganze Zeit in jedem Spiel. Ich weiß auch nicht, ob das an einem fehlenden Stürmer liegt oder was es ist, ich kann es dir nicht sagen, es ist, macht einen wahnsinnig. Ja, aber ey, ich verstehe das, ich fühle dich, will dir auch nicht deine Analysen Abrede stellen, weil du ja auch viel mehr siehst als ich. Aber ich bin bei der Eintracht so von außen, denke ich mir die ganze Zeit, die haben so viele neue Leute und die haben so viel Geld. Das heißt, die werden auch noch mal im Winter jetzt nachlegen, haben sie ja schon mit Van der Dingsbums. Und dann werden sie noch einen Stürmer holen, dann werden sie vielleicht noch den Kehrer holen oder was auch immer. Also die Mannschaft ist so krass in einem Umbruch, dass die einfach Zeit braucht. Und ich kann mir, also das Potenzial ist einfach sehr, sehr groß derzeit bei Frankfurt. Und da muss man, glaube ich, auch so als Fan, so weh das auch tut. Ja, aber du kannst dich die ganze Saison abschenken. Es geht ja, aber die schenken sie ja auch nicht ab. Aber du kannst auch nicht gewisse Sachen erzwingen, wenn dir der komplette Kern sozusagen erneuert wird, ein neuer Trainer, neue Ideen und so. Und ich glaube, dass da muss man auch Rückschläge einpreisen. Und sie stehen ja tabellarisch gar nicht so schlecht da, wenn man mal die Umstände bedenkt. Also wie viele Neuerungen, wie dass der Stürmer nicht da ist. Und so, dafür sind sie ja eigentlich noch gut positioniert. Und wenn du dir anschaust, wie viel Luft da noch nach oben ist, und zwar auf allen Ebenen, glaube ich, dass man einfach auch ein bisschen Geduld haben muss. Ein bisschen Geduld ist ja auch okay, aber es ist halt, trotzdem ist das ein unglaublichen Gamble, den die Eintracht hat. Fast nur Talente verpflichtet. Du konntest auch nicht davon ausgehen, dass ein Larsson zum Beispiel oder ein Chaibi so schnell oder ein Marmoush sich so entwickeln. Also das ist ja eher noch Glücksfall. Es gibt fast keinen Verletzungspech. Also die haben schon richtig, die sind ein richtig hohes Risiko gegangen. Dann nimmst du einen Trainer, der komplett unerfahren ist. Du könntest ja auch sagen, für so einen Umbruch nehmen wir lieber jemanden mit mehr Erfahrung oder so. Stattdessen nehmen sie jemanden, der noch gar keine Bundesliga-Erfahrung hat. Also da wurde schon alles auf eine Karte gesetzt und weiß ich nicht. Aber meinst du nicht, irgendein Schlüsselspieler sorgt dafür, dass das alles auf einmal anders aussieht? Also mal richtig Geld in die Hand nehmen, zwei richtig teure Leute und dann. Ja, ist auch nicht so einfach. Die Eintracht macht ja trotzdem keine 40 Millionen Transfers oder so. Und im Winter kriegst du halt auch nicht viel, weil welcher Verein gibt seinen geilsten Spieler jetzt ab? So? Und dann auch noch für einen akzeptablen Preis. Also es ist auch nicht so leicht, sich im Winter so zu verstärken. Deshalb sind jetzt so Namen wie Geraldo Becker oder so im Gespräch, was natürlich, ja, keine Ahnung, ist jetzt vielleicht nicht der schlechteste, aber ist jetzt auch nicht der erste Stürmer, an den ich denke, wenn du Kolumuani für 95 Millionen verkaufst. Der hat noch kein Tor geschossen in dieser Bundesliga-Saison. Also weiß man auch nicht, ob da dann das Spiel auf ein neues Level kommt und ja. Aber dann weiß ja auch gar nicht, ob das überhaupt ein Name ist, der wirklich auf der Liste steht oder ob den sich irgendwer ausgedacht hat. Ne? Ja, fehlt heute angeblich wegen disziplinarischer Maßnahmen in Union. Wie gemacht für die Eintracht? Das ist doch das. Ja. Das also ich sage ja auch nur die Namen, die gehandelt werden. Kann natürlich noch jemand ganz anderes werden. Aber so die Namen, die da hast du ja Durosinmi irgendwie, der hatte gerade 3 Monate Knieverletzung, kommt aus, wo spielt Pilsen? Viktoria Pilsen, Tschechei? Ja, ich glaube. Malediven. Also da weißt du halt auch nicht, wow. Der hat einen Marktwert von 2 Millionen, da weißt du halt auch nicht, was mit dem geht. Verkauft die Eintracht in 2 Jahren eh wieder für 60 Millionen an irgendwie. Ja, wäre schön. Aber ja, viel Geld wurde auch einfach fürs Stopfen von irgendwelchen Corona-Löchern dann benutzt und so. Also es ist, natürlich haben die Kohle, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die freie Auswahl haben. Dann muss das alles ins Gehaltsgefüge passen, das ist auch dann wieder so eine Sache. Also, ja, ich kann für, es ist, was soll ich sagen, es ist am Ende des Tages ist halt einfach auch nicht, ich glaube halt auch dieser Ballbesitzfußball, den Dino Topmöller da irgendwie gerne spielen lassen würde, da muss man halt auch mal überlegen, ob man dafür die Spieler dann halt auch hat. Weil, ich meine, das kann Bayern halt machen und für die ist es ja auch manchmal schwer gegen tiefstehende Gegner. Ja, aber wenn es funktioniert, siehe Leverkusen, kann oder auch, ich meine, Stuttgart mit ihrem Pressing und so weiter, das kann ja auch, wenn es klappt, auch richtig geil aufgehen, ne? Wenn die Mannschaft da mal
in die Automatismen kommt und Sachen und dann richtig anwendet. Mal gucken, bei Geraldo Becker, also falls dieser Name wirklich gehandelt wird, da muss ich natürlich auch direkt so dran denken. Der ist natürlich auch eher ein Konterstürmer, ne? Sehr, sehr schnell. Aber jetzt auch nicht so ein Girassi oder so, ne? Mhm. So, nicht so ein Strafraumwühler, aber das könnte natürlich ganz gut passen, wenn du so den schnellen Leuten Larsson und Chaibi und Mamouche und so, aber das, dann bist du halt, das ist dann natürlich eher so eine Kontermannschaft, das ist das Gegenteil von Ballbesitz. Ja, vor allem musst du, darfst nicht vergessen, dass sowohl Chaibi als auch Mamouche und Skiri alle Afrika-Cup sind. Mhm. Oh, also, Tor in? Das ist natürlich auch nochmal. Tor für Bayern, würde ich sagen. Ja. Ecke Frankfurt auf jeden Fall. Ist es das, was Nico hier anspricht? Aber wir machen keine Eckballtore, deshalb kann es nicht sein. Ja, 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 vielleicht. Naja, aber wenn ich immer dieses Oh, dann denke ich natürlich, okay, der kann jetzt auch nicht ständig so Oh rufen. Ah, interessant. Kennt ihr diese Spielchen, mit so, wenn ihr Konferenz bei Sky guckt und dann durch den Torruf quasi wissen, für wen das Tor ist? Ja, man versucht dann immer ja, sagt die Dramaturgie in der Stimme. Ja, genau, Tor in Freiburg, ja. Dann weißt du, dass das 4-0 auswärts und dann sagt, ja. Tor in Freiburg, ja. Das 1-0 gegen Bayern. Soll ich das mal versuchen ab jetzt? Das kannst du gerne versuchen. Ja, bitte. Okay. Ich hab's jetzt wahnsinnig gerne. Boah, Alter, ey. Aber Harry Kane gesagt, aus 20 Metern ist auch eine Seltenheit, ne? Ich habe mir jetzt auch gesagt, ich lasse mir das länger bieten von dir, Nico. Wieso? Ich habe mir jetzt die Flash-Score-App runtergeladen. Ach, Alter Schwede. So weit ist es schon gekommen. Kannst auch einfach, nimm doch Kicker.de oder so, ist wahrscheinlich genauso schnell. Nee, die ist nicht so schnell. Nee? Schönes Tor aber. Ja. Komm, ja. Hier. Guck mal, solche Sätze wollte ich immer sagen, aber ich habe ja meine Streaming-Karriere halt so ein kleines bisschen versaut, was das angeht. Ted, sag mal, was ist denn der beste Ort, um gerade ungefähr auf meiner Höhe zu sein, was den Ergebnisstand angeht? Nico. Es ist so schlecht, ich gehe jetzt in meine Eintracht-Gruppe Leicester. Was mir noch bleibt. Diese Score-Apps haben ja teilweise tatsächlich Leute im Stadion, damit sie halt noch schneller da sind als. Damit sie wissen, bevor das Tor kommt, ne? Ja, damit sie halt als allererste das Tor ansagen. Ich muss mal eure Meinung hören, bevor meine Stimme ganz weggeht hier. Ja. Die Konferenz. Richtig. Als Institution. Ja. Das ist ja eine Sache, die mir normalerweise relativ fremd ist. Ich liebe sie. Ich schaue am liebsten Einzelspiele. Ja, ich verstehe aber die Faszination nicht. Also ich verstehe die Faszination daran, zu sehen, wenn halt Tore fallen. Aber die schalten ja immer rüber, wenn halt irgendwo gerade in der Abwehr die Bälle sich zuschieben. Dann schalten sie weiter nach Heidenheim. Da schiebt sich Heidenheim hinten die Bälle zu. Das hat ja mal die Dynamik so von so einer, was weiß jetzt, ich. Tobi, reiß dich mal ein bisschen zusammen jetzt, okay? Tobi, ich versuche dir Emotionen zu erklären. Nein, ich verstehe die Emotionen, aber ich verstehe nicht, warum die halt nicht öfter rumschalten und sowas. Nee, das meine ich jetzt. Okay, ja gut, das ist aber eine andere Frage. Nee, ja, weil die Leute schon. Man schießt doch einfach! Von ihrem Spiel haben wollen. Junge, baller doch. Du siehst doch eh nichts von den Spielen, also du kannst doch eh keinen Eindruck von irgendeinem Spiel da machen. Ja, aber zum Beispiel jetzt, ich bin jetzt hier bei Wolfsburg gegen Bayern. Bis die Ecke ausgeführt wird, dauert eine Minute. Aber du willst keine taktische. Ich will nur mal einmal kurz mich beschweren. Ich will meinen Beschwerdepunkt kurz zu Ende bringen. Und dann will ich gerne antworten. Willst du eine Frage? Also war das eine Frage, auf die du eine Antwort willst, oder willst du dich eher auskotzen? Ich will mich einmal auskotzen, dann könnt ihr mir das gleich ja wirklich versuchen zu erklären. Aber ich will mich einmal zu Ende auskotzen dürfen, weil jetzt ist hier Bayern gegen Wolfsburg, Ecke. Es hat eine Minute gedauert, bis sie die Ecke ausgeführt haben. Wir haben zum vierten Mal das Tor von Kane gesehen. Warum schaltest du da nicht zu einem anderen Stadion, wo irgendwas passiert? So. Und deswegen die Frage, wieso guckt man sich diese undynamische an? Man hat keine Dynamik drin und die Emotion hast du doch auch beim Einzelspiel eh viel besser. Also, erstmal guckst du, glaube ich, als einer der wenigen sehr, sehr analytisch und versuchst ein Spiel auch zu lesen und wirst natürlich dann jedes Mal, es ist so, als wenn du fünf Bücher gleichzeitig liest und immer wieder wechseln musst.
Boah, krass. Ja, das ist schon klar, das habe ich schon verstanden. Aber, ja, ja. Genau, aber und was ich halt an der Konferenz so liebe, ist, dass da sind auch viele Spiele bei, die einen jetzt nicht hundertprozentig interessieren, aber du weißt, du verpasst nichts, es ist super kurzweilig, es wird immer hin und her geschaltet, du kriegst von allem zumindest einen kleinen Eindruck, es wird ja normalerweise auch vom Kommentator immer so ein bisschen wieder abgeholt, was ist in der Zwischenzeit passiert, werden nochmal Chancen nachgereicht und das ist super kurzweilig. Und schönes Tor. Ja, schönes Tor. Man kann theoretisch immer noch nebenbei irgendwie was anderes machen und chillen. Aber das ist so. X-Goals 0,38 zu 0,2. Die mit 0,2 führen. Natürlich. Ich nehme das gleich wieder auf von dir, Nils, weil du hast ja auch recht. Aber ich möchte einmal kurz Nico kritisieren. Dein Tor in Wolfsburg war nicht gut, fand ich. Da hätte ich jetzt eher gedacht, das ist ein Bayern-Tor. Das hätte eher so, Tor in Wolfsburg! Ja, aber das ist die Frage. Wieder ranschreien dann mache ich es genau so. Tor in Leverkusen. Tor in Leverkusen war gut. Mhm. Jetzt, was aber Nico, weißt du, darf ich dir mal was sagen? So du gefällt mir das sagen, nicht. Was du willst. Weil du hast angefangen mit, oh Tor, was glaubt ihr wo? Und jetzt machst du die ganze Zeit Tor da, Tor hier und nimmst komplett die Spannung raus. Also das lieber oh Tor. Okay, machen wir. Ja, gehen wir wieder zurück, weil du musst mal leider sagen, da hast du jetzt auch nicht performt einfach. Das ja, ist okay. Und jetzt zu deinem Punkt, ja, ich verstehe das alles. Ich verstehe auch, warum die Leute gerne die Konferenz gucken, auch wenn das natürlich eine ganz andere Art ist, Fußball zu gucken, wie ich es schaue. Aber ich bin ja auch nicht komplett unempathisch geboren. Also ein bisschen menschliche Regeln habe ich da noch. Aber ich finde es halt einfach im Deutschen nicht besonders gut gemacht. So. Ich weiß halt nicht, ob es im Ausland besser gemacht wird, aber ich denke mir immer so, wenn halt gerade nichts passiert in diesen Konferenzen, geben sie dir halt auch nicht den Eindruck, als ob was passiert. Weißt du, die sind immer komplett abhängig davon, dass irgendwo ein Tor fällt. Mhm. Die sind nicht bereit, spontan darauf zu reagieren, wenn irgendwo was passiert. Und gerade halt, wenn irgendwo eine Ecke oder ein Freistoß ist, würde ich halt sofort wegschalten, weil warum guckst du, das ist selbst, wenn ich halt die Spiele mir live anschaue oder auf Abruf anschaue, dann ist ja das, was ich vorspule. Das ist ja das, was ich nicht angucken möchte, wie die Leute den Eckball vorbereiten. Würdet ihr sagen, der FC Bayern spielt besser ohne Goretzka und Kimmich? Und was sagt das über die Nationalmannschaft? Wir haben ja gerade noch ein Gegentor kassiert. Also. Ja. Ich finde, ehrlich gesagt, finde ich das eine sehr, sehr deutsche Diskussion. Dass man schießt sich so auf Kimmich ein oder auch auf Goretzka. Das ist, ich weiß, ich check das gar nicht so. Alter, Schick hat 3 Tore gemacht? Ja. Mhm. Ach, Nils, ey. Ist doch geil. Habe ich natürlich, also ich freue mich, dass das passiert ist. Ja, ey, weißt du, das ist so eine Diskussion, das finde ich irgendwie, weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie nicht. Vor allen Dingen, weil ja auch gerade, zumindest wenn man das so kurz gesehen hat, das war ja auch ein Tor aus dem Sechserraum raus von Arnold. Also da, wo eigentlich normalerweise irgendjemand ihn hätte attackieren müssen, der Kimmich oder Goretzka heißt. Und ja. Also von daher ist es schwierig zu sagen, dass sie jetzt besser sind oder schlechter. Das heißt aber schon, dass wir uns, dass quasi das Problem der deutschen Nationalmannschaft bei Bayern München losgeht. Ja, natürlich. Das ist ja aber immer das ist ja immer das Ding. Und das ist mir gestern wieder aufgefallen, als ich Dortmund gesehen habe, dass du ja viele Probleme in der Nationalmannschaft, keine 6, keine Außenverteidiger auf internationalem Niveau, Chanceverwertung, die kannst du 1:1 auf Dortmund übertragen, lustigerweise. Und natürlich, wenn Bayern ist der größte Verein, da spielen zahlreiche Nationalspieler. Wenn die einen Schnupfen hat, dann bekommt die Nationalmannschaft eine Grippe. Ja. Ja, ich freue mich natürlich über diesen fantastischen Hattrick von. Ey, ist einfach, jetzt ist wirklich gelaufen. Kickbase, jetzt brauchen wir nicht mehr mal gucken, ey. Muss ich nicht mehr einloggen. Kickbase ist auch so ein bisschen, muss man leider sagen. Nee, ihr seid alle unfähig. Außer mir seid ihr alle unfähig. Ihr spielt so scheiße, allesamt. Wie kann der Nils sich für 9 Millionen Schick kaufen und keiner von euch bietet? Wie kann das sein? Was spielt ihr denn da? Wieso spielst du nicht? Alter, ich bin schon 2. Platz und hab dem Nils mit Sicherheit am meisten spielerstrittig gemacht. Ich kann halt nicht auf jeden bieten. Ihr mit euren Gammelkadern, mit irgendwelchen Verletzten, die ihr 6 Monate durchschleift. Oder Nico, der irgendwelche Werder Bremen Reste-Rampe-Spieler lieber kauft. Timo Bornheimer, der nur Dortmunder kauft, egal in welcher Form sie sind. Jedes Mal, wenn ich nicht auf einen Spieler top biete, sehe ich am nächsten Tag, Nils hat ihn gekauft. Weil ihr einfach nicht mitspielt.
Mann. Der hat Kane, Openda und Schick. Und ihr fühlt euch nicht verantwortlich. Ja, weil Schick überhaupt nicht gespielt hat. Schick hat aber es war doch klar, dass der, es war doch, verfolgst du nicht das Geschehen? Der war im Aufbautraining. Es war doch klar, dass der Spielzeit bekommt. Es ist klar, dass Boniface beim Afrika-Cup ist. Es ist klar, dass Schick in der Rückrunde spielt. Und keiner bietet auf den. Ja, das Ding ist aber einfach, ihr habt halt einen Markt, ihr habt halt einen Kaderwert von, Nils hat fast 400 Millionen, du hast 250 Millionen. Ich bin halt sehr schlecht, was das Managerspiel angeht. Ich kann mir das richtig, aber nicht leisten, das ist exakt das, was ich sage. Ja, aber ich kann mir überhaupt keine Spieler leisten, also, weil ich halt das Managerspiel überhaupt nicht. Ja, wir haben ja alle mit der gleichen Kohle angefangen, Tobi. Ja, das stimmt. Wie lange hast du, wie heißt der? Ich, aber vier hier, Wochen später. Wie hat der Verletzte? Olmo. Ja, Olmo hast du durchgeschleppt, aber auch nee, der Olmo hier von, sofort verkauft. Von Bayern, der, wie heißt er? Guerrero hast du durchgeschleppt, das stimmt. Ja, Guerrero hast du durchgeschleppt. Selbst wenn der fit ist, ist ja, der nicht Stammspieler. Doch, der macht das Punkt ordentlich. Na klar, ist der Stammspieler. Was? Für wen? Für Davis? Der spielt doch momentan Stamm. Ja, der spielt, weil Goretzka und Kimmich nicht spielen. Ich glaube schon, dass er auch danach spielen wird, weil der ein Liebling von Tuchel ist. Ist auch egal. Ja, okay. Also. Ja, ist aber für wen? Ja. Ja. Es ist völlig unnötig, dass du so eskalierst. Du bist ja noch vor uns. Ja. Das Ding ist, Kickbase ist nach 10 Spieltagen gelutscht. So, ich bin auch, mache immer noch mit und sowas, aber das ist gelutscht, weil derjenige vorne, der kriegt halt so viel Geld in den Arsch geschossen. Nee, und, der kriegt Spieler ja, wir haben ja alles ausgestellt, wodurch es noch Bonuskohle kriegt. Der kriegt nur für die Punkte Geld. Der kriegt für die Punkte Geld und die Spieler werden natürlich teurer einfach, weil die Punkte machen. Und dann hast du viel mehr Möglichkeiten. Ja, ja, also wir haben schon tatsächlich. Du hast einen Kaderwert von fast 400 Millionen, Nils. Ja, weil er dauernd Spieler kauft. Ja, aber das ist doch der Feld. Niedrig kauft und hoch verkauft. Du fällst doch die Treppe hoch da. Wenn du erstmal einen wirklich hohen Kaderwert hast, dann kannst du ja auch viel mehr investieren und dann kannst du halt wieder, wenn du halt dann 1% mit deinen Spielern machst, machst du allein schon viel mehr als die armen Säue wie wir, die halt nur einen Kaderwert von 200 Millionen haben. Ja, ich meine, klar ist es bei Kickbase wie bei allen Managerspielen so, dass wenn du vorne bist und wenn du vor allem einen guten Kaderwert hast, dass du tendenziell dich schneller vergrößerst als Leute, die das nicht haben. Aber wir haben bei uns in der Liga tatsächlich alle Prämien ausgestellt. Also normalerweise kriegst du Prämien für, du machst Gewinn mit einem Spieler. Wenn du 3 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen Gewinn machst, kriegst du nochmal Punkte obendrauf. Wenn du den Topscorer hast, kriegst du Punkte obendrauf. Wenn du den Spieltag gewinnst, kriegst du Geld obendrauf. Das heißt, du kannst theoretisch mehrere Millionen am Spieltag, pro Spieltag oder pro Transfer oder so, nochmal obendrauf kriegen. Und dann ist die Schere zur Halbserie schon so weit auseinander, dass natürlich die Motivation für Leute, die weiter hinten sind, nicht mehr so groß ist. Das haben wir ja alles ausgestellt, um das zu verhindern, dass diese Schere auseinandergeht. Aber klar hilft es, wenn du. Ja. Aber es aber gibt schon. Der Fall Schick jetzt zum Beispiel, wenn ich mich jetzt nicht anhören, dass ich nicht drauf geboten habe, weil ich kann mir nicht eben 10 Millionen auf einen Spieler bieten, der nur vielleicht spielt. Ich habe keinen extra, dann muss ich einen Spieler verkaufen, der spielt. Und dann habe ich einen Spieler von einem Kader, von dem ich nicht weiß, aber spielt. Also ich kann keinen nicht mehr Spieler haben. Aber ich bin auch sehr schlecht in dem Spiel, das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich sage euch da manchmal, ich bin sehr, sehr schlecht in diesem Manager-Spielen, weil ich sehr, sehr schlecht in dem Geldaspekt bin. Aber es ist doch immer so, also zumindest bei uns so, wie wir es gespielt haben, derjenige, der nach 10 Spieltagen vorne war in der Saison, hat immer gewonnen. Also das war Albrecht, als er noch mitgespielt hat, der dann immer schon seinen 400-Millionen-Kader hatte, weil der das wirklich wie ein Managerspiel gespielt hat. Ja. Das war letzte Saison, war das Etienne, und diese Saison bist es du. Nee, letzte Saison war es. Ich war es vorletzte Saison. Und die davor. ich habe auf Patrick Schick geboten, aber auch nur 7 Millionen. Habe ihn halt nicht gekriegt. Ich kann ja nicht einfach mal 3 Millionen über Marktwert bieten. Ja, aber manchmal musst du halt in dem Spiel, das ist halt das Abwägen, du musst halt einen Schritt zurückgehen, um zwei nach vorne zu gehen. Dann machst du halt vielleicht 2 Wochen weniger Punkte, hast aber dann für die Rückrunde einen Top-Stürmer. Also da muss man natürlich auch mal ein bisschen ins Risiko gehen. Außerdem ist dein Kader fast genauso viel wert wie meiner. Dann hast du ja gut 30 Millionen mehr, aber Nils, ich ging auf Nils jetzt vor allen Dingen, das ist halt einfach, der ist halt einfach 400 Millionen fast wert, der Kader. Ja, aber unter anderem, weil er ganz viele Spieler für Niedrigpreis gekauft hat, wo klar war, dass die sich entwickeln. Weil da keiner draufgeboten hat. Das ist ja genau mein Punkt.
Ja, klar. Aber wie gesagt, der hat ja auch nur du am Anfang. Auch Punkt. Ich kann das einfach, diese Strategie würde ich auch gerne machen, aber ich kann sie leider nicht machen. Der hat ja am Anfang auch, wenn er der hat ja alleine Kane gekauft für fast, was weiß ich nicht, 80 oder 90 Millionen. Das heißt, er hat ja für 10 weitere Positionen, hat er nur noch 110 oder 120. Das heißt, er kann ja nicht jeden Topspieler kaufen. Warum sind die dann trotzdem alle bei ihm gelandet? Die wollen einfach auch einen guten Trainer und. Ja, blablabla. Du kannst jetzt natürlich hier vom hohen Ross, ist ja klar, aber in Wahrheit weißt du genau, dass du davon profitierst, dass lauter Lappen, außer mir, musst du niemanden fürchten in dieser Liga. Und das weißt du ganz genau. Ja, hab ich da jemals widersprochen? Alle, die es ernst genommen haben, sind gegangen. Albrecht ist gegangen. Wer ist noch gegangen? Jetzt habe ich eine sehr große Motivation, dich zu schlagen. Aber in echt oder im Spiel? Im Spiel. Okay. Ja, das wirst du halt nicht schaffen mit deiner hanebüchenen Taktik. Das wirst du halt niemals schaffen, Tobi. Niemals. Ach, weiß ich nicht. Mal schauen. Wie willst du das schaffen? Ich gucke mir gerade deinen Kader an, ich lache. Ja. Wie willst du denn mit deinem Kader? Du hast Boniface ist im Afrika-Cup. Ist dir auch egal, weiß ich. Wirst du trotzdem 3 Monate halten. Selbst wenn er mit Kreuzbandriss zurückkommt. Das Ding ist, ich bin halt immer raus, wenn wir das Spiel geht. Letztes Jahr habe ich halt dauernd Spieler verkauft. Dieses Jahr habe ich es andersrum doof gemacht. Du hast im Mittelfeld Düran will. Ja, den habe ich aufgestellt, weil du hier auf der Anklagebank bist und ich seit 10 Minuten verteidigen musst und das auch noch machst, ist so geil. Weil ich in der Schlager sich angeschlagen gemeldet habe, kurz vor Spieltagsbeginn. Mann, ich war nicht so Gosens, klein da. Lass dich nicht so anschlagen. Ja, warte, komm, Nico, dann machen wir dich mal ein bisschen klein. Gucken wir uns mal deinen Kader an. Brauchst du nicht, kannst du machen, ist mir vollkommen egal. Nächster Krückenkader. Ich habe das erste Mal davon mitgekriegt, dass die Saison gestartet wurde, 4 Wochen, nachdem ihr angefangen habt. 155 Millionen. Du hast es wirklich geschafft, in diesem Spiel 50 Millionen an Wert zu verlieren. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Das ist wie Mankomania, wenn du es noch kennst. Ja. Aber da war das Ziel. Ja, also ich verstehe dein Rant. Du hast ja natürlich auch eine Inkompetenz der Leute in der Vergangenheit auch natürlich, wenn du als du gewonnen hast, profitiert, weil das die waren ja auch nicht besser. Vorletzte Saison, da gab es halt natürlich mit Albrecht und Pete und so, natürlich Leute, die auch vernünftig gespielt haben, aber die sind nicht mehr da. Aber man muss zum Beispiel wirklich zu Nico sagen, er hat das wirklich, weil wir das nicht kommuniziert, also keiner von uns das offensichtlich richtig kommuniziert hat er 4 Wochen nach uns angefangen und das ist natürlich ein derber Nachteil. Und dann hatte er die Situation, dass er wirklich sehr unglücklich einmal ein Minus war, wo man ihm auch mit ein bisschen mehr Wohlwollen auch die Punkte hätte lassen können. Weil natürlich zu der Zeit hat er gut gepunktet wegen Girassi und so weiter. Da hat man natürlich gedacht, scheiße, wird er einem hier noch gefährlich aus Versehen. Und dann hat das ganze Spiel keinen Sinn mehr gemacht. Und das ist natürlich, jetzt verstehe ich, dass für Nico dann die Motivation nicht mehr so riesig ist, aber ich bin im nächsten Jahr müsst ihr alle besser sein. Ja, das ist komplett lame, aber ist egal. Aber Tobi, lass mich mal ganz kurz, weil ich spiele ja auch Fantasy League Football und Basketball und so. Da ist halt geil, dass du diese One-on-One-Matches hast. Und da kannst du ja selbst mit, also ich mach die, mein Musterbeispiel ist, ich habe einen Fantasy-Ring gewonnen, ich habe eine Liga gewonnen, NFL, und ich bin jetzt nicht der Mega-Experte. In einer Runde voll mit Experten, 14 Leute. Ich habe ihn gewonnen, weil ich hatte an 13 Spieltagen oder an 15 Spieltagen weniger Punkte als der Beste dieser Liga. Nur an einem Spieltag hatte ich mehr als, das war im Halbfinale. Weil ich mich dahin gearbeitet habe. Ich bin mit auf der letzten Rille in die Playoffs. Ich stand 3-8, bin dann 8-8 oder irgendwie sowas, bin in die Playoffs rein. Aber dann wirst du belohnt, obwohl die ganze Saison scheiße warst. Und habe im Halbfinale, aber ich habe angefangen zu spielen. Bei 3-8 habe ich angefangen zu spielen. Habe ich mein Team, habe mich damit beschäftigt, habe ausgetauscht, habe darum gekämpft, habe Siege geholt. Und im Halbfinale habe ich es geschafft und im Finale gewinne ich. Das gewinne ich ja nicht, weil ich dann zufällig Glück gehabt habe, sondern weil ich mich dann wieder ums Team gekämpft habe. Jetzt ist bei diesem Spiel ist es wirklich so, und ich spiele das ja in allen verschiedenen Varianten. Das ist mit der Halbserie ist das Thema durch. Entweder es gibt oben 2, 3 Leute, die beieinander bleiben, aber wenn du 10 bist, Platz 4 bis 10 ist egal. Und dann kann alle Spieler freigeben, damit die ersten 3 sich aussuchen können. Ja, das ist auch nicht Sinn des Spiels. Dann spielt ihr das nächste Mal. Herzlichen Glückwunsch. Ist ja auch logisch, weil natürlich der Erste den einfach den meisten Marktwert hat, weil die Spieler machen Punkte, der Marktwert der Spieler steigt, die Spieler unten machen keine Punkte, der Marktwert sinkt. Das ist ganz einfach. Ich kenne auch übrigens, deswegen einmal kurz, es gibt auch Ligen, ich kenne auch Ligen, wo sie es tatsächlich so machen, dass sie zur Halbserie, also wenn zur Winterpause einmal resetten. Also dass sie die gesamte Liga resetten, Punkte bleiben, aber dass du dann nochmal quasi die Kader neu machen musst.
mit 200 Millionen jeder nochmal anfängt und Kader neu macht. Ja, wieder, zurück zu NFL Fantasy und sowas alles. Weißt ja selbst, das ist ja genau wie im Wirklichen. Wenn du dann sind ja Spieler irgendwie auf dem Markt, den du kriegen kannst. Und der Schlechteste hat halt die erste Waiver, der kann halt den ersten Spieler kriegen. Und dadurch kriegst du wieder eine bisschen. Aber Moment, ich muss da nochmal einhaken. Das Spiel, aber unabhängig davon, dass jetzt Nico etwas später gekommen ist, ist ja gerecht. Alle fangen ohne Spieler mit 200 Millionen an. Ja, ist ja nicht das so, dass der Nils irgendeinen Bonus oder sonst was hatte, sondern der hat einfach auf die Spieler Nübel. Der hat sich Nübel gesnackt, weil er gewusst hat, der wird ziemlich sicher wechseln. So, und dann hat er einfach für fast lau einen 15 Millionen Euro Torwart sich gekauft, während ihr 25 Millionen für Neuer ausgebt. Das ist doch, da kann man ihm doch kein, da kann man doch nicht sagen, das ist unfair, dass der jetzt vorn ist, sondern da haben alle anderen gepennt. Das ist ein eigenes Versäumnis. Und diese Chancen gibt es aber ja nicht nur einmal, sondern diese Chancen gibt es dutzendfach im Verlauf einer Saison. Ich rede jetzt nicht von Kane, das ist natürlich auch ein Stück weit Glück, weil man nicht weiß, wie viel die anderen bieten. Da musst du halt über eine Schmerzgrenze gehen und hoffen, dass das reicht. Aber es gibt so viele Spieler, Schick ist ja auch nur ein Beispiel, wo man sieht, okay, der verfolgt das Geschehen, der verfolgt den Transfermarkt, der verfolgt die Verletzten-Historie und dann wird er natürlich dafür belohnt, dass er entsprechend Schnäppchen holt, die dann irgendwann sich entwickeln. Ja, aber einen teuren Spieler kaufen kann ja jeder. Aber deine Kritik erzündet sich halt daran, dass ich nicht Schick gekauft habe und ich lasse mich gerne dafür kritisieren, dass ich Guerrero zu lange gehalten habe, dass ich den Anfang scheiße gespielt habe. Aber was ich jetzt mache, ist komplett egal. Also ich spiele es noch weiter und ich mache es, aber ich gebe mir auch noch Mühe und sowas. Ja, natürlich, jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen. Ja, natürlich, aber ich kann jetzt einfach nicht auf Schick bieten. Nicht, weil ich dich ärgern will oder weil ich ein scheiß Spieler bin, sondern weil ich am Anfang so viele Fehler gemacht habe, dass ich jetzt halt nicht mehr Nils die Spieler malig machen richtig kann. Das ist und komplett, das ist aber komplett, ich rede ja jetzt auch nicht von jetzt, ich rede ja schon von den tausend. Das ist ja nicht erst jetzt, Schick war ja auch vor Monaten auf dem Markt oder aber vor Wochen. Aber dann wäre es nicht so clever gewesen, den zu kaufen für 8 Millionen, was er da kostet. Dann komme ich wieder zurück zu meinem Beispiel, dass bei mir war Halbserie durch, ich stehe da, kacke. Und ich komme aber ins Spiel wieder reinkommen, weil ich eine Chance habe, wieder reinzukommen. Und hier hast du keine Chance. Es ist egal. Es ist egal, was ich jetzt mache. Ich könnte jetzt alle Spieler verkaufen, versuchen mir neu. Ich habe keine jetzt gibt es halt keine Spieler mehr. Keine. Ja, du hast einfach keine Chance. Ja, ey, aber der Satz. Wir sind am 17. Spieltag. Es gibt keine Spieler mehr. Was sollst du denn jetzt machen? Dieses Spiel ist durch, wenn du nicht am 17. Spieltag mitspielst. Ja, es wäre halt ausgeglichener. Nils wäre jetzt nicht so weit im Kader vorne, wenn mehrere Leute das Spiel besser spielen würden. Weiß ich nicht. Kann auch trotzdem immer noch sein, dass Nils einfach die richtigen Spieler gepickt hat, die keiner. Ja, aber dann wäre halt nicht so eine Riesendiskrepanz meiner Meinung nach da. Egal. Wir werden aber können wir uns mal ganz kurz über was wirklich Wichtiges unterhalten? Fußball geht weiter. Habt ihr mitgekriegt, dass Max Kruse sein Karriereende auf Instagram live verkündet hat? Ja, das ist irgendwie, hätte man sich das spektakulärer vorgestellt, ne? Mal so irgendwie so, das so klammheimlich durch die Hintertür. Aber ich habe mich entschieden, dass heute der Tag gekommen ist, an dem ich dem Profisport Adieu sage. Es fällt mir nicht leicht, für mich ist eine Zeit gekommen, mit 35 einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Was sagt ihr? Deutsch. Dschungelcamp diesen Winter? Nee, diesen Winter noch nicht. Oder Big Brother zum nächsten Sommer. Aber mit ich sehe ihn eher bei Couple Challenge mit seiner Ollen. Sei nicht so respektlos. Seiner Ehefrau. Okay. Was ist denn Couple Challenge? Digga. Sommerhaus der Stars. Ja, sowas wie nur assiger. Wie Sommerhaus der Stars. Ist aber schon schade, da geht einer. So, also Fusi geht weiter, mal ganz kurz. Bei mir ist Konferenz hier gerade Frankfurt gegen Gladbach. Und ich bin bei 46,33. Dann bist du 3 Sekunden vor mir. Ich bin bei 46,15. Gut, also Eddie guckt nämlich nur Frankfurt, wir anderen gucken Konferenz. Und nochmal ganz kurz, es war uns diesmal nicht möglich, uns so gut zu synchronisieren. Natürlich würden wir am liebsten alle drei auf demselben Zeitstempel sein. Das Problem ist aber, dass wir auf unterschiedlichen Weisen, auf Art und Weisen schauen. Also ich schaue jetzt irgendwie Sky Q, ihr schaut Sky Go und so weiter. Und das kann man nicht so easy synchronisieren, weil man auch nicht so gut pausieren kann, glaube ich, oder? Ja, ich habe übrigens gemerkt, ich gucke Magenta TV. Und das ist so krass. Und das ist schneller als die Ticker. Das ist wirklich gut. Ja. Ich bin wirklich da. Das ist wirklich gut. Tut mir sehr leid. Die kannst du doch mal deinen. Aber dann spiel ihn doch in die Mitte. Was soll ich machen? Dann den Timecode nochmal sagen.
Die haben wir ja mein Timecode ist 4723 24 25 in 26 Frankfurt, ne? 28 Perfekt, 29 30. Da müsste da ihr Essen kommen. Kannst du das entgegennehmen? Hast du Trinkgeld in der Tasche? Ey, bei mir bitte auch. Ich hab, meine App sagt, die ist jede Sekunde da. Können wir schön zusammen essen, Nico? Ja, lass mal das. Ich schmatze gerne während sowas. Ja, ich auch. Ich hoffe, ich höre das Klingeln. Geht los. Was darfst du nicht erzählen? Ich bin hier im Livestream. Ich darf nicht erzählen, dass ich hier nebenbei noch andere Sachen mache. Das kennen wir doch aus dem Bundesliga-Studio. Ja. Dünnes Eis, Herr Gatti. Ganz dünnes Eis. Hä, nur habe ich mir einmal Socken bestellt oder so und dann wird es ja gleich gegen mich verwendet. Ich könnte alles aber auch gegen mich verwenden, was ich selber auf deinem Display sehe. Nee, da gucke ich immer nur Stats. Alter, du hast 3 Screens, 6 WhatsApp-Bildschirme, 2 Handys. Keine Ahnung, was du alles während einer Sendung machst. Ich weiß ja schon, was du machst, während du Auto fährst. Ey. Ja. Das ist unglaublich. Podcast hören und mit dir sprechen. Mhm. Wann fahren wir wieder irgendwo hin, Jungs? Ich möchte das weiterhin. Ich finde jetzt, wo wir ab 1.1. quasi unser eigenes Reich hier bauen, ich möchte, dass wir das mit Leben füllen und wirklich gemeinsam so richtige Bro-Touren machen. Groundhopping. Ja, so richtig mit. Eddie, ich möchte mit dir in den Niederungen der Regionalliga West mir Freitagabend im Regen irgendwie Herne gegen. Weiß ich nicht. Herne gegen Remscheid angucken oder so. Bist dabei? Weißt du, was wir machen? Wir fahren mal, du hast ja früher immer so Hip-Hop-Interviews, wo du mit den Leuten irgendwie durch die Stadt marschierst. Wir fahren mal nach Frankfurt, ich zeig dir meine City. Kenn das alles. Ja, aber du kennst dich aus meiner Perspektive. Kennst ja nicht meine Hotspots. Mhm. Das Gym. Gym Block oder was? Gym Block. Gym Block. Wer ist Gym? Oh, hier hat es einen erwischt am Kopf. Passiert bei dir was? Torhüter mit eigenem Abwehrspieler zusammengeknallt. Finde ich sehr stark hier. Hier gleich angeboten. Regionalliga Nordost. Alten Lienicke gegen Meuselwitz. So was will ich sehen. Da sehe ich uns. Oh, wer da ist es? Und dann sehe ich Tobias Escher da irgendwie die Formation von Meuselwitzig angucken. Boah, abgeräumt vom eigenen Torwart, ey. Okay, ja, ich merke schon wieder. Ich kann es nicht erkennen. Die Begeisterung hält sich hier im Keller. Kann vielleicht irgendjemand sonst aus dem Chat versuchen, die Leute hier mit zu motivieren, dass sie mit mir groundhoppen? Triffst man dich da häufiger, auch bei niederklassigen Spielen? Also früher viel. Ich habe also eine Zeit lang ja echt so mit Jungs im Prinzip alle paar Wochen so Sachen geplant. Dann stand ich bei Karlsruhe, Jena an der Kurve und so ein ganzer Kram. In Holland, Italien, zweite Liga. Bist du auch jemand, der Buch führt über seine Grounds? Ja, das ist lustig. Es gibt diese geile Footballogy-App und ich habe Tickets gesammelt. Und ich mein allererstes Ticket in einem Stadion und das ist beim HSV. Weil mein Vater damals mitgekriegt hat, dass ich Fußballfan bin und dann meinte er, oh, dann gehen wir mal mit ihm ans Stadion. Und dann hat er mich halt nicht zu St. Pauli, sondern zum HSV auf die Ehrentribüne gesetzt. Das weiß ich noch ganz genau. Erste Ehrentribüne. Ich habe quasi schon in der Loge angefangen, Fußball zu gucken. Logenboy. Und deswegen erzähle ich das, ich habe seitdem alle Karten von allen Spielen, bei denen ich gewesen bin. Und ich habe die aber noch nie so digitalisiert. Und ich will irgendwann mal Social Media mäßig so das einfach mal richtig zelebrieren, das alles mal rausholen. Ich habe mir sogar, als ich mal auf Guadeloupe war und da zweite Liga geguckt habe, habe mir sogar dann im Nachgang noch aus dem Häuschen von ihm sowas wie ein Ticket geholt. Wer ist denn Guadeloupe? Guadeloupe ist eine Karibikinsel. Ich dachte, das ist eine Person. Ja. Das ist beides, sie ist nur sehr groß. Haben die eine eigene Liga? Ja, erste und zweite Liga. Das war sehr lustig, das war sehr lustig. Sind wir hin, abends, das war auch wirklich in so ein bisschen Ghetto und so. Und die haben uns angeguckt wie Autos. Was zur Hölle macht ihr hier? Warum? Was macht ihr Fußball? Wo kommt ihr her? Warum? Das war sehr lustig. Und sowas mag ich. Ich habe aber zum Beispiel auch so, auf diesem Wege habe ich Tonali gefunden, der bei Parma zweite Liga gespielt hat. So hast du ihn entdeckt.
Ja, quasi. Also das ist kein Witz. Man, jeder, der mal so unterwegs gewesen ist, der weiß, was ich meine. Du guckst dir das an, du guckst Parma zweite Liga, freust dich über das Stadion und so, und dann guckst du dir den, dann guckst du dir irgendeinen Spieler aus, von dem du Bock hast, den so ein kleines bisschen zu oh, Tor, ratet mal wo. Dass der Spieler des Abends heute ist. Und das machen wir gleich. Und dann haben wir ihn quasi so ein bisschen gespottet und seitdem beobachten wir seinen Weg. Und ich war sehr stolz darauf, als er dann in die Nationalmannschaft gekommen ist, weil ich habe das damals schon gesehen. Ja, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, ne? Sorry. Ich mag den Chat hier. Bin ich der Einzige, der mit dem Chat eigentlich agiert? Nico. Ja, ne? Ja? Was glaubst du, wer getroffen hat? Das habe ich schon vor 30 Sekunden gesehen. Ich glaube, das ist selbst bei mir schon angekommen, Nils. Ja, ich weiß. Aber Bremen. Ich wollte nur mal das Gespräch drauf lenken, dass einfach dieses Stürmerkarussell. Frankfurt hat keinen Stürmer verleiht, Boré an Bremen. Bremen hat keinen Schirmer verleiht, Dingschi an Heidenheim. Dingschi schießt hier die Liebe auseinander. Ja. Ich habe ihn bei Kickbase verkauft. Ja, aber das sind ja genau die Sachen, über die wir geredet haben. Ja, das ist immer mein Ding. Aber er hat auch in den letzten 5 Spielen kein Ding mehr gemacht und keine Punkte. Also. Ja, das stimmt. Aber man erwartet ja auch irgendwie von Heidenheim nicht, dass irgendwer punktet, ne? Außer Beste. Ja. Das ist wieder so ein Fall, da kann jetzt wieder Etienne uns einen Vortrag halten, wenn er nicht vertieft wäre in das Spiel, warum ich die hätte Beste abkaufen sollen. Da hast du mich zweimal überboten bei Beste gleich. Na gut, wollen wir nicht mehr über Kickbase reden, aber über Freiburg. Ich hatte den auch schon am Anfang der Saison, aber auch nicht gehalten. Heidenheim ist schon nicht schlecht, dass jetzt da noch einen Punkt holen. Also ja, das Spiel ist noch nicht vorbei, aber Heidenheim ist wirklich stabil, das muss man wirklich sagen. Stabil. Wenn die das in der Rückrunde so weitermachen, dann kann das schon mal ein sensationeller Klassenerhalt sein. Wir haben jetzt 18 Punkte aktuell. Och, Junge. Ich hab mal eine Frage beantwortet. Bin ich der Einzige, der mit dem Chat agiert? Dann kümmere ich mich um den hier. Ich hab hier richtig so Freunde gefunden. Nee, mach das auf jeden Fall. Das Problem ist, mein Bildschirm ist da und mein Chat ist hier. Ach, hast du auch 8 Bildschirme? Nee, na, ich muss Fußball auf dem großen Bildschirm gucken, weil ich das kriege ich nie auf den Browser gelegt, so, deswegen, ich musste immer so ein bisschen nach da gucken. Aber ich komme sonst gerne häufiger bei dir vorbei, können wir ein bisschen was zocken, kümmere ich mich um Chat nebenbei. Du, mein Chat ist fantastisch, das sind die freundlichsten Menschen. Oh, wäre schön. Das ist ja, ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ne, das ist bei allem drum und dran, das war das, was mich an diesem Twitch Business so eigentlich am meisten so... Zieh doch mal ab jetzt aus der zweiten Reihe, hätte, Junge. Und wo ich aber nicht so das nicht Durchhaltevermögen hatte. So. Ist das schlecht. Wirklich so... In meiner bunten Welt, aus allen Welten, in denen ich unterwegs bin, so eine Gruppe zu finden, die wirklich Bock haben, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was ich da den ganzen Tag mache. Und die dem auch folgen können. Nicht so wie ihr, die immer keine Ahnung haben, in welcher Zeitzone ich gerade bin. Aber habe ich nicht hingekriegt. Deswegen muss ich jetzt mit deinem Chat arbeiten. Ja, was sagt denn der Chat, liebe Social Media Kraft? Das erzähle ich dir nicht. Das ist unsere Social Media Kraft. Ja, wie sagt man das denn? Das ist doch früher mal gewesen. So. Ach, guck mal hier. Oh, ich habe in die Wunschbundesliga, ich habe die Eintracht Braunschweig in die Wunschbundesliga gepackt, ne? Da hätte ich gerne mehr zu erzählt. Das wäre schön. Ja, schöne Grüße. Finde ich, gehört einfach dazu. Liebe Grüße, Dankeschön. So ein Video müssen wir wieder machen. Das ist tatsächlich bisher das erfolgreichste auf dem Bundesliga-Kanal. Welches? Das mit der Wunschbundesliga. Ja, gerne mit mir. Können wir ja jede Woche machen. Vielleicht ändert sich das. Unser Wunsch Bundesliga 2. Ja. So. Guck mal. Ich habe da noch eine Idee, die man machen kann. Alles im neuen Jahr. Oh, ich glaube, das Essen ist da. Mein Essen ist schon da. Wie sieht es bei dir aus, Nils? Ey, da steht seit 10 Minuten, mindestens seit 10 Minuten steht da, der ist jetzt da. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass ich das Klingeln nicht höre. Oh, Bochum Alleingang aufs Tor. Hast du kein, oh, hast du Killer kein Personal, Grätsche. Dass dir dein, aber abseits. Dass dir dein Essen anreicht? So. Nee, ich bin eine One-Man-Army. Guck mal, sehr gut, da kommt die Hand. Das ist deine Erdnusssoße. Ich habe Reis. Reis und Ente und du hast Hinkt. Reis ist heiß. Man bringe mir eine Gabel. Ja, jetzt, wo du das sagst, Reis ist auf dem Markt, ne? Nicht, aber der wird ja beim HSV nicht. Boah, Trainer für guten Appetit. Oder? Guten Appetit, Nico. Dankeschön. Ich habe ein bisschen das Gefühl,
Ich glaube, ich gehe mal eben kurz hochgucken. Ich glaube ein bisschen, dass der, vielleicht hat er mein Essen vor die Tür gestellt, weil ich habe dem gesagt, wenn ich das Klingeln nicht höre, soll er es vor die Tür stellen. Ich muss mal eben gucken. Gerne, aber es gibt, glaube ich, keine kalte, doch eine Cola Zero würde mir, und eine Spezi-Zero würde mir. Ich soll dir schöne Grüße hier vom Chat ausrichten übrigens. Vom Chat hier bei Nils. Ich arbeite hier das erste Mal im Leben wirklich mit einem Chat zusammen. Ey, ich bin gleich wieder da. Ich gehe mal kurz vor die Tür gucken. Keine Sorge. Auf Wiedersehen. Ich bin gleich wieder da. Ich lasse. So, liebe Leute im Chat, Nils ist weg. Ihr könnt völlig ausrasten, eskalieren. So, lass uns sprechen. Jetzt ist Nils nicht da. Jetzt können wir über Nils sprechen. Dankeschön. Guten Appetit. Tut mir leid, wenn ich mich nicht schmatze, aber ich muss wirklich was essen. Ich habe Hunger. Eigentlich kann ich jetzt auch Konferenz gucken. Die schießen eh kein Tor mehr. Mach das doch mal, komm mal mit zu uns. 58, 36 bei der Eintracht bin ich gerade. Damit dieses Rumgebolze kaum angucken, ey. Also immer, wenn sie mal in der Konferenz draufschalten, hat Eintracht den Ball. Naja, das ist auch nicht schwer, da, wenn du immer hinten rumschiebst und jetzt noch tausendfach den Ball haben. Oh, 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 hier, Arne Banane, ne? Reiß dich mal ein kleines bisschen zusammen. Hürzeler zu Dortmund, Alter. Der steigt schön mit St. Pauli auf, damit wir uns da einig sind. Er muss fairerweise sagen, Gladbach hat auch bislang keine einzige Chance gehabt, außer diesem Eckball, aber reicht halt. Pass auf, jetzt geht's los. Gladbach Alter, ist halt sehr gut bei Standards. Jetzt geht's los. Das ist jetzt auch keine Überraschung. Ja, das Gerücht ist da, das stimmt schon. Wer da? Man muss auch mal ehrlich sagen, wenn wir. Ja, und so war das, als ich damals neben Nils auf dem Klo stand. Oh, er ist wieder da. Entschuldigung. Zweitliga-Trainer Hürzeler, ne? Tobi Escher, Experte. Würdest du sagen, das ist wirklich so ein krasser. Darf ich so sagen? Also, das, was er bei St. Pauli gezeigt hat, ist schon sehr krass. Ich finde das geil, wie er da ein System gebaut hat und das dann immer wieder abwandeln kann, je nach Gegner, je nachdem, wer gerade zur Verfügung ist. Das ist schon ziemlich nice. Ist natürlich immer die Frage, wie du das skalieren kannst auf. Ja. Ich sage das mit so ein paar naiven Blick drauf, ne? Ich habe St. Pauli, glaube ich, in 20 Jahren nicht mehr so Fußballspielen oder seit Stanislavski nicht mehr so Fußballspielen sehen, wie sie es jetzt unter Hürzeler machen. Die dominieren Fußballspiele. Das passt mit St. Pauli nicht zusammen. Und ein Irvine, der ja eigentlich aussieht wie so ein typischer St. Pauli-Bolzer da irgendwo im Mittelfeld, der so die Dinge hoch und weit bringt, Sicherheit wegballert und sowas alles, der spielt Fußball. Ich weiß nicht, ob er das vorher gemacht hat, aber unter Hürzeler macht das. Und das finde ich alles ziemlich beeindruckend. Ja, das Alex ist schon krass. Ich muss mit dem Chat reden, Entschuldigung. Aber Alex fragt, mache ich noch Hip-Hop-Interviews? Ja, ich mache noch Hip-Hop-Interviews, aber nicht mehr so viele. Weil ich viel mehr lieber Zeit mit meinen... ich gebe lieber auf die Freundschaft mehr mit meinen Freunden hier und rede über Fußball. Aber gibt es da überhaupt noch neue Sachen so beim Hip-Hop? Oder ist das nicht auch schon alles auserzählt? Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, warum ich... guck mal, ich habe, glaube ich, bestimmt 1500 Hip-Hop-Interviews gemacht. Das ist dann irgendwann auch... dann habe ich es oft genug gemacht. Ich werde das immer wieder machen, habe auch Bock drauf. Aber dann halt rede ich vielleicht eher mit den Leuten, die Breakdance nach Olympia bringen und nicht mit dem Rapper, der mir zum 20. Mal erzählt, warum er der krasseste Rapper ist. Habe ich mehr Bock drauf. Ja, verstehe ich, ne? Irgendwann ist jeder Reim gemacht, ne? Rede ich lieber mit euch über Fußball. So, Marco hat den Schuh ausgezogen. Was ist da passiert? Oh, Musiala hat den Schuh ausgezogen. Ja. Leipzig okay. Derby, Lok gegen Chemie, da bin ich auch dabei. Oh, ja? Sollen wir da zusammen? Nee, der Chat fragt, der Chat schlägt gerade vor, finde ich super, machen wir. Ja. Aber das war doch gerade erst, oder? Ja, wann kommt das? Wir kommen ja immer wieder. Ich habe in meinen Augen fangen wir jetzt hier gerade etwas an, was uns auf Jahrzehnte hier verbinden wird, ob ihr das so wollt oder nicht. Da habe ich jetzt mich gefühlt wie Thaddäus Tentakel in der SpongeBob-Folge, wo sie gemeinsam streiken. Jetzt zieh halt ab! Oh Gott. Ey. Für alle SpongeBob-Konnoisseure, die haben die Referenz verstanden. Auf ewig. Auf ewig. Ich habe mal gerade geguckt, Etienne, weil wir jetzt auch Expected Goals 0,44 zu 0,27. Das ist ein Riesenspiel, was ich hier gucke. Ja. Hast du immer noch nicht umgeschaltet? Macht richtig Spaß. Wenn Gumu kommt jetzt, es wird alles anders.
Bei Gladbach, ja. Mhm. Ich habe mit Gummo ja zum Spieler der Saison. Nee, habe ich doch nicht. Hast Tobi nicht hat den. Ich habe das damals. Mhm. Ja, stimmt. Ich habe ja schon erzählt. Ich habe damals nicht einen Gummo, weil er zu dem Zeitpunkt auf dem Transfermarkt Tor. War. Ich wollte. Wo? Tor? Wo? Hier, ich habe eine Message für Nico aus meinem Chat. Das geht an Nico. Mittlerweile ist Deutschrap ohnehin komplett gestorben. Es gibt keinen Künstler mehr, der raussticht. Alles hört sich nach Shisha-Café an. Kannst du dem überhaupt noch irgendwas abgewinnen und dich selbst motivieren? Ich habe Deutschrap den Rücken gekehrt. Dann hör dir OJ Kimo an. Hör dir Tom Hanks an. Hör dir auch DP an. Kwame. Aber ich verstehe voll, was er meint. Und ich fühle gerade eine Zeit von, dass es so ein paar Jahre gab, wo genau dieses sich quasi eine eigene Karikatur sein, mich auch ein bisschen davon entfernt hat. Und ich aber jetzt gerade merke, wie so eine neue Generation entsteht, auf die ich richtig Bock habe zu begleiten. Ob ich das jetzt noch aktiv vor Kamera mache oder einfach nur als Teil von dem ganzen Kosmos, das weiß ich noch nicht so genau. Aber es gibt ein paar gute Leute. Ich habe so vor 2 Jahren war, glaube ich, kein Deutschrap-Song in meinen 100 Songs bei Spotify. Jetzt hat Deutschrap auf jeden Fall neben UK Drill wieder die Überhand genommen. Ich sage euch gerne ein paar Songs. Auch die. Was ist mit Chiagu? Ist überhaupt nicht meine Baustelle. Aber der Typ ist Hip-Hop, insofern ja. Und hat Otto Vargas auf Splash gebracht. Ja. Tor! Die ganze Zeit, ja, ist es. Ihr habt eben auch nicht geraten. Ne? Ist das Leverkusen-Tor zurückgenommen worden? Ich bin auch noch da. Ich bin noch beim Leverkusen-Tor und das ist war gerade abseits verdächtig. Ja. Ey, mein Essen ist immer noch Tor nicht da. Ich finde das auch Freiburg, oder? Ja, jetzt 11 Meter, ne? Ja. Ja. Bei mir hängt es ab und zu ein bisschen, deswegen ich rücke immer Sekunde für Sekunde nach hinten, weil ich ständig so Ladekreise bei mir habe. Tja. Oh ja, okay. Was ist das hier mit meinem Essen? Alles ist scheiße. Dann müssen wir natürlich das gesamte Lob, das wir vorhin über Heidenheim gegossen haben, wieder zurücknehmen. Heidenheim ist eindeutig ein Abstiegskandidat. Ich nehme jeden. Such dir 3 aus. Oh, mein Essen. Ha, Hauptsache gleich wieder da. Ihr dürft wieder ausrasten, Chat bei Nils. Vappuccino hat noch nie Deutschrap gehört. Stark. Ich mag das eh so, wenn so Leute da überhaupt nichts mit am Hut haben. Sag mal, was hast du denn sonst so? Was hörst du denn für Musik? Du bist echt begeistert von dieser Chat-Funktion. Voll, mache ich ja sonst nie. Ich kümmere mich darum. Ich weiß auch gar nicht, wer das spielt. Ist mir egal, ehrlicherweise. Aber es könnte tatsächlich doch ein Spieltag so ein bisschen für Werder Bremen sein, oder? Mhm. Klar, Union hat gewonnen. Hm? Der Union-Sieg, der ärgert mich ein bisschen. Ja, aber ansonsten hat er da unten nichts gewonnen, wie es jetzt gerade aussieht. So. Kann ich endlich hoffe, entspannt sein. Bist. Wie bitte? Ich hoffe, dass du jetzt glücklich bist. Ja, ich habe auch schon Angst gehabt, dass da nichts mehr kommt, ehrlich gesagt. Ey, ich habe neulich T-Shirts, weiße Unterhemden bestellt, Größe XXL. Während Bundesliga, oder? Und die waren zu kurz. Ich habe die sogar gesehen. XXL. Ganz von kurz. Ist es ein Problem, das ich habe, oder ist es ein Problem, dass die T-Shirts haben? T-Shirts. Ja. T-Shirts, ganz eindeutig. Ja, ist ja so. Also, ich finde, du hast abgenommen. Ja. An Motivation vielleicht. Nee, aber das geht nicht. Also auch zu kurz vor allen Dingen. Also wie soll das denn gehen? Das, meinst du, dein Bauch hat so nach außen gewölbt? Ja, dass der die Strecke auffrisst. Ja. Nee. Aber XXL, wie kann das zu kurz sein? Ja, musst du zurückgeben, sind einfach keine guten T-Shirts. Das ist echt, die sind eigentlich top, bis auf die Länge. Das und das finde ich echt scheiße. Toll. Ja, jedes T-Shirt ist ein Top, ne? Wow. Respekt. Ich esse jetzt lecker. Und ich hoffe, auch. Das ist okay für alle. Ich kann mich auch mein Mikro muten. Würdest du, wenn wir Nein sagen, nicht mehr essen? Also. Ja, würde ich mein Mikro muten, tatsächlich. So. Ich meinte auch den Chat, auch die Leute da draußen jetzt. Ich meinte weniger euch, ja, als die Leute da draußen. Schön, wie dir unsere Meinung zählt hier. Leute, ey, es ist so bitter. Es ist so bitter, ey. Es ist so bitter.
dieses Warten darauf und man weiß genau, es kommt, es ist auf, wie auf einen Bus warten, der ausfällt. So fühlt sich's an. Ey, das war früher das Beste, wenn der Schulbus ausgefallen ist. Wie oft stand ich an der Bushaltestelle und der Bus hatte Verspätung und ich habe gedacht, oh geil, bitte, hoffentlich kommt er nicht. Und dann kam er irgendwann um die Ecke gefahren und man hat, oh fuck, hat man gedacht. Das ist, glaube ich, ein einziges Mal, wenn mir in der gesamten Schulzeit passiert, dass kein Bus gekommen ist. Mir ist es mal passiert, pass auf. Da haben wir eine Mathe-Klausur geschrieben oder Physik oder sowas. Und ich hatte nicht gelernt und wie immer und hatte einfach Schiss und keinen Bock. Und dann kam ein Schulkamerad, der in derselben Bushaltestation wie ich eingestiegen ist. Und dann haben wir irgendwie ausgemacht, ey, pass auf, wir steigen nicht in den Bus ein und sagen, der Bus ist nicht gekommen. Und fahren erst zur zweiten Stunde hin und sagen, ja, der Bus ist nicht gekommen. Wir haben uns dann ja quasi, wir hatten ja dieselbe Geschichte und dann musste man einem das ja glauben. Und dann sind wir irgendwie rumgebutschert und sind dann mit dem Bus zur zweiten Stunde in die Schule gefahren und haben dann so, sind dann zum Lehrer und haben gesagt, so, ey, ja, sorry, der Bus ist nicht gekommen. Und dann sagt er, ja, das weiß ich schon. Ihr schreibt die Klausur jetzt. Und dann ist der Bus tatsächlich an dem Tag nicht gekommen. Das ist doch unfassbar, oder? Unangenehm. Und dann musste ich die Klausur schreiben. Und aber ich habe tatsächlich eine sehr ähnliche Geschichte. Ich glaube, das machen Lehrer so. Also wir hatten das auch mal, dass wegen Schneefall ist der Bus nicht durchgekommen, bei der Hälfte stehen geblieben. Wir sollten eine Arbeit schreiben und dann sind wir irgendwie in der dritten erst gekommen. Aber hat der Lehrer gesagt, ja, ich habe schon mit dem anderen Lehrer geredet, wir haben Stunden getauscht, die Arbeit findet in der vierten Stunde statt. Mhm. Das scheint so ein Lehrerding zu sein. Oh, jetzt ich sehe gerade hier VfB Stuttgart, wie sie wieder hinten rauskombinieren. Das ist so wunderschön. Erfreut dich das? Natürlich freut mich das. Ist doch schöner Fußball. Mal nicht bolzen, sondern flach herausspielen. Was glaubt ihr, wo? Wofür Leverkusen? Sag ich. Ehrlich gesagt, nur weil Ansuil das geschrieben hat. Das ist jetzt schon das. Ich habe ja die Flash-Score-App aus, deswegen sehe ich die Scores. Und das ist jetzt schon das zweite Mal, dass Stuttgart und Leverkusen zur selben Zeit treffen. Mann, jetzt hau das Ding da rein, bitte, ey. So, Boniface hat sich gedacht, scheiße, Schick trifft dreimal, ich habe keinen Bock auf die Bank, ich muss heute noch was machen. Und schießt natürlich gut. Jetzt das 4-0. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Mhm. Ach, Mann, ey. Wird's wieder natürlich mit der Vorlage. Krass, ey. Jetzt Boniface ist auch ein geiles Duo. Ja. Er wird es einfach eine Maschine. Der Typ ist so geil. Das ist ja so ein bisschen das, was ich befürchte. Zürich, ne? Wenn jetzt dann plötzlich es heißt, ja. Ja. Groß soll wieder zurückkommen. Ne? Ja. Ja, dass dann plötzlich Wirtz oder. Oh, auch ein geiles Tor von Führich, glaube ich, oder? Ja. Das ist doch gleich Doppeltor für meine Kickbase-Mannschaft. Da muss ich da mal. Ich befürchte, Nagelsmann wird das Duo Wirtz muss ja da nicht bringen. Ja, ich finde das einerseits ist natürlich geil, ja, bla, von wegen EM, Heimat, da müssen wir geil sein. Andererseits kannst du auch nicht irgendwie komplett jegliche Zukunftspläne auf Eis legen. Ja. Und sagen, wir machen gar nichts mehr. Das ist dein letzter Overrad-Ding. Wisst ihr noch? Ja. Ja. Nee, Netzer Beckenbauer war das doch, oder nicht? Nee, Netzer Overrad. Netzer Overrad war dann bei der WM 74, wo dann aber Netzer ähnlich in Form war und keine Minute gespielt hat. Es hieß halt immer bis 72, dass Netzer und Beckenbauer nicht zusammen spielen können. Dass zwei zu viele dafür sind. Und ich glaube, wie war denn das? Overrad hat 72 gespielt und, nee, Netzer 72 und Overrad 74 oder andersrum. Genau, ja. Ich glaube, wir haben sie 74, 20 nicht sogar alle gespielt, aber 70 war doch Netzer auch nicht dabei zum Beispiel. 70 war dann Overrad. Ja, also es verdichten sich die Zeichen, dass Kroos zurückkommt, weil es wirkt schon so, als wenn das alles so ein bisschen so stückweise der Weg dafür bereitet wird. Aber ich finde es auch, das ist für das Turnier vielleicht irgendwie ganz cool, aber dann spielen wir mit Hummels, Müller,
groß und man denkt sich so, ja, aber das hat ja eigentlich auch nicht funktioniert, ne? Ja. Wisst ihr, was ich daran witzig finde? Dass das ja, also ich, ist ein Hot-Tag, aber das ist der wahrscheinlich der beste oder sagen wir so der erfolgreichste, beste ist dann so Fußballer der deutschen Geschichte. Groß, ja. Und der hat so ein, der dank Uli Hoeneß und der Bildzeitung so eine ultra schlechte Lobby in diesem Land. Ja. Dass er dann aber auf einmal, wo Fußball-Expertise auf der Position rumläuft und irgendwie der Meinung ist, wir müssen vielleicht irgendwas machen, damit wir in der Europameister spielen, dann auf einmal Thema wird. Und jetzt nach so vielen Jahren auf einmal die Kohlen aus dem Feuer holen soll, nachdem Deutschland gesagt hat, du bist so scheiße und er danach viermal die Champions League mit Real Madrid gewonnen hat. Also bei Deutsche Goat würde ich dir, glaube ich, widersprechen. Solange wir halt noch Beckenbauer, Fritz Walter, auch noch gewissermaßen Lothar Matthäus haben. Lass doch mal die Titel zählen. Es geht nicht um Titel, aber es geht auch darum, dass du. Aber mir ist es erfolgreich. Mir ist es halt der Beste. Ja, also du meintest erfolgreich, du hast auch gerade Beste gesagt. Nee, ich habe Beste oder sagen wir Erfolgreichste, um genau diese Diskussion. Der Beste im Erfolg haben. Ja. Beste im Erfolg haben, ja. Und frei nach Haftbefehl, der Beste ist der, der am meisten verdient. Oh. Du kannst ja noch sagen, dass Beckenbauer hat ja noch einen EM-Titel. Hat nur dreimal Landespokal der Meister gewonnen. Aber okay, du hast also auch zu diesen Menschen, die Toni Kroos, nicht den Hack, das Hack geben wollen, dass er ganz kurz, das habt nicht. Ihr das gerade gesehen? Eine Sekunde. Habt ihr das gerade gesehen, wie die Ecke, die Wolfsburger gerade fabriziert haben? Ja. Der Torwart schießt, der Verteidiger streckt ihm noch den Po entgegen, damit er ein größeres Ziel bietet. So, nächster Spieler von Gladbach, Daun Wöber. Warum ärgerst du mich? Nee, wirklich. Das war sehr schön. Das war sehr poetisch. Mit Götze zusammengeknallt. Habt ihr das vorher gesehen, wie der Augsburger Spieler den Ball beim Einwurf auf den Rasen gelegt hat? Wie was? Das war auch, fand ich, der war irgendwie Einwurf und der Augsburger Spieler nimmt den Ball mit auf den Rasen und packt den heimlich rauf, sodass das Spiel nicht weiterlaufen kann. Wo du auch denkst, das ist auch eher unnötig beim Stande von 0-3. Ich glaube, es gibt keine Sportart, bei der die Spieler so durchtrieben sind wie beim Fußball. Also ich zumindest nicht so leicht zu beobachten dann. Nicht mal beim Eishockey oder so kenne ich das. Das ist eine interessante These, ja. Es ist wirklich krass, was die versuchen rauszuholen durch alle möglichen Dinge und Tricks und Sachen. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ganz lustig, im Chat gibt es in Richtung Groß auch wieder ein bisschen die Diskussion über seine Pässe. Das ist ich liebe uns. Halt die Art und Weise, wie der Fußball spielt. Aber Tobi hat es ja in der Sendung auch schon gesagt, es sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Fragen. Das eine ist Tobi ist groß, ein fantastischer Fußballer und da wird jeder sagen ja und das andere ist, macht es oder ergibt, lass mich doch mal zu Ende reden. Oder ergibt es Sinn, ihn zurückzuholen und zu welchem Preis? Das sind zwei unterschiedliche Fragen und ich finde, Toni Kroos ist natürlich ein überragender Fußballer, aber wo ich mich noch schwer tue, ist, bringt es uns weiter? Ne? Ja, aber die erste Frage ist ja schon falsch beantwortet. Die erste, du sagst ja, nein, die sind alle nicht der Meinung, dass er überhaupt ein Fußballer ist. Ja, das hast du doch gerade selber, du hast doch gerade selber gesagt, jetzt musst du ja nicht auf Krampf widersprechen, du hast doch gerade selber gesagt, jetzt wo er die ganzen Titel geholt hat, wir finden in Deutschland ihn alle geil und früher nicht. Hier im Chat wird ja genauso darüber diskutiert, dass kein Mensch ihn braucht. Ja, aber das waren doch gerade deine Worte, oder nicht? Was glaubt ihr? Ich finde, das ist ein überragender Fußballer. Aber die allgemeine Meinung zu Toni Kroos ist immer noch Querpass-Toni. Ja, das ist aber auch wieder so eine völlig falsche Wahrnehmung. Der Typ hat irgendwie 20 Millionen Follower, wird geliebt. Nur weil es halt so ein paar Hater gibt, die wieder laut sind, ist das doch nicht dann auch gleichzeitig die Mehrheit. Wenn es danach gehen würde, müsste ich ja davon ausgehen, dass die Leute mich nicht mögen. Welcher deutsche Spieler, Quizfrage, hat die meisten Titel aller Zeiten gewonnen? Nochmal was? Welcher? Deutsche Fußballer hat die meisten Titel gewonnen. Thomas Müller. Korrekt. Tatsächlich. Gut, Thomas Müller. Oh, Jessica Gangkam kommt. Jetzt wird alles anders. Jetzt kommt die krasse Sturmoffensive. Oh, Philipp Max ist sauer für die Auswechslung. Weil du gespielt hast wie ein Lauch, Junge. Sei froh, dass du überhaupt noch spielen darfst. Im Winter, tschüss, kannst du nach Kiel wechseln oder so. Scheiße da. Auf welchem Platz ist noch was los? Bayer Leverkusen 4-0 gegen Bochum, das Ding ist durch.
Genauso Stuttgart gegen Augsburg 3-0. Die werden beide ganz weit oben in der Tabelle überwintern. Bayern München 2-1, relativ dominant, aber da kann ja trotzdem noch irgendwie der Lucky Punch passieren. Wir haben noch Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach, wo, wenn man Ede glauben kann, die Eintracht kein Tor mehr schießen wird. Ja, und wir haben Heidenheim gegen Freiburg, wo es auch 1-2 steht, wo es auch relativ knapp noch ist. Sie schalten in der Konferenz auch relativ selten zu Frankfurt, habe ich das gehört, oder? Ja, aber es gibt auch absolut gar keinen Grund, dahin zu schalten. Das Wichtigste ist doch, ist Wilber in Ordnung. Ja, der wird jetzt getaped, irgendwie trägt Turban. Ey, ganz ehrlich, wenn ich das nicht müsste, würde ich es auch nicht gucken. Warum musst du es denn gucken? Ja, es ist halt so. Muss ich halt. Nicht jedes Eintracht-Spiel gucken. Das eindeutige Structures Foul. Was in der Eintracht-Truppe geht, ey. Wer ist denn da so alles drin? In deiner Eintracht-Truppe? Ralle auch? Nee. Der ist ja jetzt. Der steht auf der Payroll, da kann ich keine objektive. Naja, aber gerade dann muss man da ja rein, um ein bisschen Mäuschen zu spielen, was die Fanbase sagt, ne? Ja, der liest ja auch meine Tweets. Der guckt ja auch Bundesliga, also der weiß ja auch, was Phase ist. Ja, so ein paar Leute unter. Guckt gerade die Sendung an, also weißt du das oder guckt er die Sendung noch? Guckt er ab und zu mal rein? Oder? Ich glaube, der guckt die. In meiner Vorstellung guckt er die. Ja, lass okay, doch mal testen. Ja, lass mal testen. Wir machen jede Ausgabe machen wir eine Nachricht an Ralle. Wieso Post von Wagner, ne? Wir stellen ihm jedes Mal eine Frage. Mal gucken, ob er sie in der Gruppe beantwortet. Oha. Mal. Oha. 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 Nee, doch nicht. Ach, Nico. Das ist ja jetzt echt albern, solche. Oh Gott, ey, ist das schön. Schöner Lattenknall. Nur weil du da schlechte Laune bei anderen, musst du das nicht an mir auslassen, ja? Nee, du versuchst ja jetzt irgendwie so künstlich Spektakel reinzubringen. Ja, ich werde hier. Na, wofür ist denn dieser Stream hier da? Damit wir dir dabei zugucken, wie du schlechte Laune hast? Wow. Da geht der oder Express ab. Und was macht er? Ach, Milot macht alleine, ne? Oh Mann. Ja. Nicht schnell genug, ne? Manchmal habe ich das Gefühl, dass deutsche Mannschaften so verlernt haben, zu kontern. Oder einfach Überzahlsituationen auszuspielen. Ja, zumindest wenn man HSV-Spiele guckt. Auch da wieder, warum geht er denn da so hin? Naja, egal. Wenn er einmal abschoppt, dann muss er sofort den Pass folgen lassen. Milot jetzt, oder was? Ja. Sagt man eigentlich Milo oder Milot? Milo, ne? Milo, würde ich sagen. Milot. Aber ich bin nicht vertrauenswürdig, was Spielernamen angeht. Ich glaube auch, dass Andreasen Andrösen heißt. Warum? Kennst du es nicht? Nee. Das war mal so ein Ding mit Klopp. War doch damals in diesem berühmten Zeigler-Interview mit Klopp, wo er darauf angesprochen wurde. Es gab irgendeinen Kommentator, der hat immer Andreasen Andrösen genannt. Ach so, Andresen. Andrösen. Da haben es auch Klopp und Zeigler die ganze Zeit gesagt. Ja, wo ist denn jetzt hier noch der Meister? Also Wolfsburg kann noch mit einem Lucky Punch hier den Bayern so einen kleinen Upset beibringen. Das wäre natürlich interessant. Ja. Aber sonst ist fast alles, na gut, Frankfurt noch. Ja, Stuttgart-Leverkusen. Heidenheim-Freiburg noch, ja. Aber Stuttgart-Leverkusen ist durch. Ist ja auch natürlich, Freiburg würde dann auch einen guten Sprung machen in der Tabelle.
Vor allem wäre das was, vierter oder fünfter, nee, vierter Sieg in Folge in der Bundesliga, ne? Ja. Für Freiburg, wenn sie noch ein Tor machen. Sind dann auf einer Stufe mit Borussia Dortmund. Ja, das ist schon interessant. Oh, Helge kommt rein. Jetzt Achtung. Der wird jetzt noch die Gladbacher zerschießen. Vielleicht rennt er auch einfach mit dem Ball ins Aus. Eins von beiden wird passieren. Ich stelle mir das gerade vor, wie deine Stimmung aussehen würde, wenn du Werder Bremen-Fan wärst. Das Ding ist, nicht viel anders. Das ist bei, ich habe das ja miterlebt. Das ist immer nur eine Frage der Erwartungshaltung bei Eddie. Und wo er auch so sich verortet. Was er so. Und wenn der Klassenerhalt vor der Saison glücklich macht, dann reicht das, was Bremen gerade macht. Und wenn man aber Champions League gespielt hat und Titel geholt hat, dann reicht das natürlich nicht mehr. Ja. Oh, Tor. Wo denn Tor? Ja, sag doch, gerade doch. Frankfurt. Nee, glaube ich nicht. Das hat er anders angekündigt. Jetzt mache ich auch mal diesen Kommentator-Leseding. Ich glaube Heidenheim. Er ist bei mir ja gerade Tobias Escher, du bist einfach the motherfucking man. Ich habe auch nicht geguckt auf meiner App. Tatsächlich. Das war richtig? Ja. Es war, du hattest in dem Ton so, es war schon irgendein wichtiges Tor. Ja. Aber es war nicht das Frankfurt-Tor. Und Wolfsburg konnte es auch nicht sein, weil das war gerade eingeblendet. Da war eindeutig kein Tor. Da fällt der nächste Mal. Alter Swede. Heidenheim geht in Führung. Nee, 2-2. Ich möchte mich entschuldigen, weil klar, die haben mir geführt. Aber sie wehren sich. Ja. Sie geben nicht auf. Erstaunlich, finde ich. Ich hab meinen Frieden damit gefunden, dass wir definitiv eine zweite Saison Heidenheim haben werden, wenn da nicht irgendwo eine Bombe aufs Trainingsgelände fällt oder so. Die werden nicht absteigen, mit wie die das machen. Ja, das hat der Prophet Tobi Escher auch vor der Saison schon so uns nahegelegt. Mhm. Auch wieder Dinkschi beteiligt, oder? Nein. Wer hat das Tor gemacht? Nee, das war Kleindienst, glaube ich, mit der Flanke. Ja, Kleindienst. Alter, ist das schlecht. Das muss so Bock machen, gegen die Eintracht zu spielen in der Bundesliga. Ey. Nice. Nices Ding, Heidenheim. Sind jetzt einfach auf 12 mit 17 Punkten nach 16 Spielen. Krass. Und diese Nüchternheit, dass einfach Heidenheim besser ist als Werder Bremen in der Tabelle, ist so. Also auch Werder Bremen selbst schuld, muss man fairerweise dazu sagen. Ja, klar. Das habe ich ja schon. Direkte Duell verloren haben. Die 6 Punkte gegen Darmstadt und Heidenheim, wenn du da die 4 holst, die du holen musst als Bremen gegen Heidenheim und Darmstadt in der Bundesliga, weil das direkte Konkurrenz im Abstiegskampf ist, dann wäre ich ein gemachter Mann. Wärst du ein gemachter Mann, wenn Werder Bremen in der Tabelle? Dann würde ich aussehen wie, Insider wissen, was ich meine, wie der Spieler-Agent von Tommy DeVito, Quarterback der New York Giants. Ja, das ist halt, da hat Nils schon so einen Punkt, Erwartungshaltung. Also du bist ein gemachter Mann, wenn Werder Bremen mit 22 Punkten dastünde. Ja. Etienne ist traurig, weil sein Frankfurt mit 21 Punkten dasteht. Ich meine, ich habe ja auch in meinem Umkreis Bayern-Fans, zum Beispiel Nils, die sind dann immer wenn sie einmal pro Saison verlieren, sind sie dann komplett down. Das ist immer eine Frage, was glaubst du, kann dein Verein schaffen eigentlich? Wisst ihr noch, als Bayern letztes Jahr gegen Leipzig zu Hause verloren hat und die sind irgendwie in der 70. Minute nach Hause gegangen, die Leute? Das ja. Da haben sie die Allianz-Arena leer gespielt. Ja.
Das fand ich schon echt krass. Also das, so muss sich das anfühlen. So muss man persönlich beleidigt sein, wenn man einfach 10 Jahre immer Meister wird und dann ein Jahr in Bedrängnis gerät. Ja, jetzt gehe ich nach Hause. Nee, das mache ich nicht mit. Dieses Sushi, was ich hier bestellt habe, das sind so riesige Lappen, so getränkt in so Soße. Das ist eigentlich gar kein Sushi mehr. Das ist so, und das sind so riesen Lappen. Ich muss davon, das Geile am Sushi, deswegen wollte ich Sushi, dass man kann die sich am Stück in den Mund stecken. Jetzt habe ich so Sushi, von dem man abbeißen muss. Das ist ja noch viel ekliger, das im Stream zu essen. Oh, die Bayern. Oh, 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 oh. Oh, rote Karte für Gladbach. Genau. Wöber. Nicht, ich schwöre. Nicht Wöber, nein. Wehe Wöber. Oh, ey, es könnte sein, dass er Chaibi rausverletzt hat. Offene Sohle. Das bringt aber jetzt 3 Minuten vor Schluss natürlich auch nichts mehr. Ah, jetzt. Flanke, Kopfball, Tor. Danke. Also nur gelb-rot. Kopfball. Du kannst auch glatt-rot vergeben eigentlich. Oh Mann, ey. Scheiße. Hast du Wöber in der Mannschaft? Ja. Oh, das ärgert mich jetzt. Warum? Wöber, warum tust du? Also nur noch 1500 Punkte heute gemacht wahrscheinlich. Statt 1700. Gucke ich auch mal wieder in die App rein zum ersten Mal nach 4 Wochen. I say. Ui, 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 ui. Wie heißt die App nochmal? Wöber.de. Communio. Auflaufprämie 1000 Euro. Nehme ich. Live. Oh, guck mal. 500 Punkte. Und alle Spieler haben gepunktet, immerhin. Hm. Nils einfach 1300 Punkte. Etienne 600. Aber Nils, macht dir das selber noch Spaß? Also, ja, ist, ja auch also nicht ist so, das so ist das so wie so ein Triumph, wo du jetzt so mit 3000 Punkten in die Rückserie gehst und weißt, es wird niemand mehr dich einholen, du spielst ja 17 Spieltage für dich alleine und planst die Meisterfeier? Also erstmal, jetzt machen wir es nicht so, dass ich jedes Jahr irgendwie hier gewinnen würde, sodass ich durchaus genussfähig bin, und dann ist es so, dass ich noch längst nicht an dem Punkt bin. Also klar, ihr seht das natürlich anders, aber ich sehe halt, dass Eddie auch kämpft und alles macht und auch einen sehr guten Kader hat und mehrfach 1600 Punkte gemacht hat schon. Also ich bin da noch lange nicht so, dass ich hier den Autokorso so gemietet habe, ne? Aber wenn, dann Hamburger Rathaus-Balkon, ne? Ja, also ich meine, leider wird der Rathaus besetzt sein, weil mindestens ein Hamburger Verein aufsteigt. Aber ich kann ja mal gucken, ob ich dann vielleicht das Wochenende drauf oder so den kriegen kann. Was sollte das sein, ey? Nkunku macht eine Flanke, die so flach kommt, dass sie einem Eintracht-Spieler am 16er an den Hals fliegt. Da könnt ihr euch ja vorstellen, welche Höhe die hatte. Kommt natürlich auf den Hals an, aber was ist das für eine Flanke? Der ist doch hauptberuflich Fußballer. Wenn es der Hals von Jan Koller ist. Tor! Ja, Mann! Flanke Nkunku! Man muss es jinxen! So nehme ich! Aber weil ich geschimpft habe. Ja, nur deswegen. Ja, ich habe gerade über die Nkunku-Flanke geschimpft und die nächste von ihm. Oh, abseits. Ist abseits. Oh ja, das ärgert mich jetzt hier. Bei mir kommt jetzt so langsam das Tor angerollt. Na, Nils, Alter. Das kann ich hab gesagt, ich ärgere dich mehrfach noch heute. Jesus Christ. So, jetzt haben wir noch 5 Minuten Überzahl.
Das wäre so lächerlich, wenn die dieses Drecksspiel auch noch gewinnen. Ey, wie du sogar das zerpöbeln kannst. Das ist. Ich habe das aber doch schon tausendmal gesagt, dass es mir auch einfach um die Art und Weise geht, Leute. Oh, ich sehe noch eine weitere Entwicklung kommen. Ja. Guck sie an. Wilber darf wieder aufs Feld. Guck sie an. Guckt euch an. Heidenheim oder was? Klingt das immer nach Heidenheim? Alter Schwede, Heidenheim ist so krass einfach. Das ist nicht mehr zu glauben, was sie zu Hause da veranstalten. Schon wieder Drecksflanke. Aber auch nicht zu glauben, was Ginter da veranstaltet. Alter Schwede, ey. Was macht Ginter? Was Ginter? Ist das denn? Was macht der hauptberuflich, frage ich mich da. Ach du Scheiße. Aber Atubolo sieht auch nicht gut aus. Wie krass, wie die das. Krass, wie die das spielen. Krass, wie die das spielen. Oh. Und wieder in Kunku-Flanke. So krass. Heidenheim einfach mal so ein Neunter jetzt. Oh, krasser Konter. Oh. Oh. Musst du aufs Tor bringen. Oh, schade. Zieh ab! Oh, jetzt hier nochmal Powerplay. Jetzt haben wir doch nochmal hier die Action zum Ende der Konferenz. Kommt, Jungs, 3 Minuten nochmal alles rausholen jetzt hier. Ja, ohne Wirber läuft auch nichts bei Gladbach. Ist leider so. Ja. Ja, okay. Könnt ihr jetzt mal da an den... Eines vorbei. Was meint ihr? Kovac könnte auch gehen, ne? Bayern gewinnt? Ja. Ja, Kovac, die haben, ja, also die haben jetzt ja gewonnen neulich, ne? Stimmt, ja. Gegen Darmstadt zu 10. Ja. Das war, hat denn ja ein bisschen Ruhe verschafft. Aber das ist für mich mit die Enttäuschung der Saison einfach Wolfsburg. Diese Tabelle. Das ist einfach eine Tabelle hinter Heidenheim. Hm. Das ist völlig absurd. Und das ist jetzt auch so eine Sache, die ich nicht verstehe, warum sie jetzt in der Konferenz auf Leverkusen gegen Bochum schalten. Ja, weil jetzt vorbei ist und dann machen sie die letzten 3 Minuten. Ja, aber das ist doch vollkommen egal. Also, ja, das stimmt. Na gut. Krass. Oh, was jetzt? Ermahnung für einen Frankfurter Co-Trainer. Und eine gelbe noch. Okay, das wirft die Mannschaft jetzt ein ganzes Stück zurück. Ja, weil die Gladbacher hier, Nikolas, macht hier seit 8 Minuten Zeitspiel. Ja, dann verkauf ihn doch. Darf ich was sagen? Nein. Das ist so lächerlich, wie viel Zeitspiel man. Das müsste eigentlich eine Strafe geben. Irgendwie eine Saison sperren oder so. Das sind sehr interessante 20 Sekunden gerade für mich in meinem Leben. Ich freue mich. Ja. Kennt ihr das eigentlich nicht? Ja, Mann! Ihr seid die Geilsten! Yeah!
One more, people just want more, la la la. Ich bin ein bisschen erschöpft, kein Abseits. Ja, erst rein. Und Nkunku, mein liebster Flankengeber wieder. Guck, Doppelpunkte. Ich stamm mich direkt in die Franken. Ich habe eben noch Dino rausgeschrieben in die Gruppe, muss ich kurz rück. Du bist halt so ein Spaß. Aber dass Nkunku jetzt einfach oder? Mal so beide Tore vorbereitet hat. Mhm. Zeigt auch, wie wenig Ahnung Eddie vom Fußball hat, ne? Und von der eigenen Mannschaft. Nee, zeigt, wie wenig Ahnung der Trainer hat, dass er ihn erst einwechselt 20 Minuten vor Schluss. Und die Krücke Philipp Max aufstellt. Ja, und du pöbelst die ganze Zeit über Nkunku. Und dann macht er zwei Flanken für zwei Tore. Ich sage einfach, wie es ist. Ich bin ein Real Keeper. Du bist ein Pöbel. Ich bin ein Real Keeper. Du bist ein Pöbler. Ich versuch gerade so. Das war's. Oh, ist das geil. Oh, es ist auch so geil, weil das so richtig scheiße für Gladbach ist. Wie geil die in 10 Minuten komplett alles hergeschenkt haben. Die fühlen sich richtig kacke jetzt. Es gibt mir auch ein gutes Gefühl. Warum seid ihr jetzt so leise? Ich habe das Gefühl, ihr labt euch an meiner schlechten Laune, aber ihr freut euch nicht an meiner guten Laune. Nee, das stimmt. Also wir finden das nicht so geil. Ich habe tatsächlich jetzt aufgegessen und bin jetzt gesprächsbereit, aber du kannst mir ja nicht übel nehmen. Ich habe mich gefreut, weil ich natürlich Koch habe und Koch hat gerade ein Tor gemacht, natürlich deswegen freue ich mich. Natürlich hast du Koch, natürlich. Natürlich hat er Koch. Aber ich hatte ein bisschen Angst kurz, ob die das als Eigentor werten wollen. Weil jetzt ja nicht klar zu erkennen war, wer als letztes dran ist. Oh, Christoph Kramer weint. Oh. So, das war's mit der Live-Bedudelei. Ich bin pünktlich fertig geworden. Wollen wir noch eine Folge Bundesliga aufzeichnen gleich? Ja, machen wir das doch. Oh, ich habe richtig Bock. Oh ja, ernst? Richtig Bock. Mein Warzone-Squad wartet auf mich. Ich spiele hier schon die ganze Zeit ohne Ton. Ja, so wie in der Sendung auch, ne? Ja, genau. Klar machen wir das. Nicht unsympathisch werden, Ede. Herzlichen Glückwunsch, Ede. Es tut mir leid, es ist sympathisch sein ist einfach nicht meine Stärke. sei ich ganz ehrlich. Aber freut euch, ihr habt immer jemanden, an dem ihr euch reiben könnt. Liebe Gladbacher. Ich rede einfach kurz aus und dann können wir, glaube ich, loslegen, oder? Machen wir das genauso einfach so in dem Setting hier? Ja. Nee, ich fahre jetzt ins Studio. Du drückst auf den Aufnahme-Button. Genau, für Tobi brauche ich nochmal das Mikrofon. Kannst du es auf der Webseite freigeben für mich? Kann ich nach der Eintracht-Besprechung dann gehen? Dann muss ich es aber hier, glaube ich, muten im Discord. Nein. Nee, nötig. Auf der Webseite quasi der Mikrofon aktivieren, damit ich quasi nochmal deinen Ton separat bekomme. Ja, ich versuch's mal. Weil ihr seid gerade echt, eure Gesprächslautstärke schwankt bei allen, von daher will ich das nochmal separat aufnehmen. Ja. Hast du Schmerzen dabei? Nee, aber fürs Editing später ist es ich bin sofort wieder da. Yes. Okay, dann machen wir nochmal ein bisschen hübsch hier. Ja gut, machen wir das. Ist doch sehr schön. Können wir direkt das geil. Über Fussi sprechen. So. Dann aktualisieren wir das mal. So. Habt ihr schon wen, der anmoderiert? Wenn Tobi wieder da ist, kann ich gerne Anmod machen. Mhm. Und dann legen wir los. Oh, das heißt, ich habe zum ersten Mal seit Jahren wieder einen Chat während einer Bundesliga-Aufzeichnung. Du hast sogar 4 Chats, wenn du willst. Oh ja, stimmt. Ja. Das ist, wie geil, das vermisse ich so. Ich kann dir kurz mal einen Chat-Link schicken, wenn du willst. Du musst halt alle 4 Chats gleichzeitig aufmachen jetzt. Oh, das ist hart. Nee, mir reicht der eine hier bei Nils. Okay, dann machen wir den mal. So. Na, das hat ja für den Eddie nochmal den Abend. So, ab alle zu Nils in Chat und dann kann ich ein bisschen. Oh, das ist fies. Ich mache schon mal eine Aufnahme bei Nils. So, wieder da.
Okay. Bei irgendeinem von euch ist im Hintergrund noch das Fernsehbild zu hören. Ja, ich höre das auch. Wäre cool. Sollten wir, glaube ich, mal ausmachen. Eddie, ist das, bist du das? Hä? Muss der dein... Also Donny van de Beek jetzt hier auch schon bestätigt von Krösche gerade nochmal. Also alles richtig gut, ne? Alles richtig geil. Es ist so krass, wie komplette Trauer und Euphorie nebeneinander liegen. Das ist das Schöne am Fußball. Glaub mir, das haben wir ja alle live an dir in den letzten 10 Minuten erlebt. Angefangen bei der roten Karte. Einmal kurz, Nils, lass uns doch reden über Leverkusens Herbstmeisterschaft. Lass uns reden über Terzic, lass uns reden über Baumgart. Von Freiburg hat auch verloren. Das ist ja mega gut. Das sind, glaube ich, die Themen, die wir abhandeln sollten. Ich würde jetzt sagen, peilen wir eine Stunde an, oder? Ich weiß nicht, wie eure, mein Fitnessgrad ist ja sowieso bei minus 10. Also ich richte mich nach dir. Also ich kann jeden Berg erklimmen. Aber ich will euch jetzt ja auch nicht zurücklassen im Basislager. Wenn du sagst, du schaffst eine Stunde, machen wir eine Stunde. Ja, dann lass uns mal eine Stunde anpeilen. Ein bisschen länger vielleicht mal schauen. Wir haben jetzt ja auch nicht, wir müssen jetzt auch nicht jedes einzelne Spiel abfrühstücken. Die Leute haben ja gerade gesehen, dass wir von 5 Spielen in der Konferenz nicht unendlich viel sehen konnten. Da kann jetzt keiner eine tiefgreifende Analyse erwarten. Gut. Noch Anmerkungen von den anderen beiden? Nö. Bitte? Ich habe nicht mehr ganz so damit kalkuliert, dass ich jetzt noch 1,5 Stunden rede, aber weil ich eigentlich sind meine Worte alle, aber nein, das fährt sich gleich wieder hoch. Wir können gucken, ob wir dich auswechseln können, ob vielleicht Ralf noch Zeit hat oder Gunnar. Ja. Gunnar vor allen Dingen, der gar keine Ahnung. Nico, stell's dir einfach vor. Europapokal. Europapokal. Finale, Werder Bremen. Unten Rufer. Verstaucht sich, den Finger muss ausgewechselt werden. Du wirst eingewechselt. Sehe ich nicht. Stehst da vorne drin, das Trikot, das grüne Trikot an. Mit der Rückennummer 19. Für die Anzahl deiner... auf dem Trikot. Jetzt. Meisterschale glänzt noch. Dein Körper zittert vor Energie. Jahre voller. Du bist Adrenalin pumpt durch deinen Leib. Doch Werder, wir kommen wieder. So, hast du jetzt, bist du jetzt bei mir? Nee, immer noch nicht. Aber wir machen das schon. Okay. Gut. Wenn ihr alle ready seid, dann legen wir einfach machen wir einfach eine Anmod und dann geht's los. Okay? Nicola, willst du noch irgendwas sagen? Ja, ich bin dabei. Loslegen. Aufnahmen laufen überall. Geil. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe Bundesliga. Wir haben gerade eben in dieser Viererkonstellation den Mittwochabendspieltag zu Ende geschaut und machen jetzt ganz spontan und ungeplant eine Folge Bundesliga für euch zum Anschauen. Als Abschluss der Hinserie. Ich begrüße ganz herzlich jeweils aus dem Homeoffice Tobias Escher, leicht erkrankt, beißt sich aber durch, sehr tapfer, sehr stark. Wir haben den, das emotionale Alpha und das Omega in Personalunion mit Etienne Gardet, der Achterbahn der Gefühle gerast ist. Wie geht's euch, Freunde? Habt ihr Bock? Ich hab Bock auf die Sendung. Let's go! Nice. Und wir haben das energetische Tal. Jetzt bin ich gespannt, was du daraus machst. Naja, das Tolle ist, wir alle sind dir der Sessellift. Der dich aus diesem Tal zu neuen Sphären, das energetische Tal, in dem du gerade bist, weil du bist schon den ganzen Tag am Machen, am Ackern, am Regulieren hier und wolltest jetzt eigentlich den Abend ausklingen lassen bei einer Spezi und einer Runde Call of Duty, aber du bist spontan noch bereit, uns in dieser Sendung zu bereichern und das freut uns alle sehr. Ja, und mal gucken, wie viel ich dazu beigetragen kann. Ich habe nur ein Spiel geguckt, über das habe ich ziemlich viel geflucht und gepöbelt, wollte abbrechen, wollte auch schon rausgehen und am Ende haben wir gewonnen. Okay, geil. Wir fangen aber an mit Leverkusen. Das ist nämlich unser Herbstmeister 2023 mit 5 Punkten Vorsprung, die eigentlich nur 2 sind, wenn Bayern das Nachholspiel im Januar gegen Union gewinnt. Und die haben heute auch wieder mit einem sehr souveränen 14-0 gegen Bochum, mit einem Dreierpack
von Patrick Schick, der zum ersten Mal in dieser Saison von Beginn an spielen durfte für Boniface. Ja, haben Bochum keine Chance gelassen, ne? Ja, ich fand das Spiel so mittelmäßig. Mhm. Man muss für all die Zuschauer da draußen, die jetzt nicht wissen, was Sache ist, wir haben gerade eben zusammen die Konferenz geschaut. Wir sind jetzt heute nicht in der Lage, hier einzeln auf die Spiele einzugehen. Ihr werdet für mir keine Taktikanalyse zu Leverkusen hören. Da haben sie ungefähr dreimal hingeschaltet und dreimal hat Schick ein Tor gemacht. So, das waren unsere Eindrücke von dem Leverkusen-Spiel. Aber dass Leverkusen diese Saison gegen Teams, die gegen als Außenseiter anreisen, gut aussieht, das ist ja auch kein Geheimnis. Und dass sie jetzt auch mit einer leicht veränderten Startelf mit Andrich, Schick und Stanisic so punkten und so was zeigen können, das ist ja auch nochmal was wert. Gerade Schick, der ja nochmal wichtig werden wird. In der Live-Sendung, in der Aufzeichnung der Sendung gerade. Ne? Ciao. Mach's gut. Vergiss das Essen nicht. Nimm die, ja, ja, genau, nimm mal mit. Hau rein. Ja, du hast völlig recht. Wir müssen ja gar nicht so viel jetzt über das Spiel reden, wenn wir nur die Konferenz geschaut haben. Aber auch da war ja sehr offensichtlich, dass Leverkusen Bochum ziemlich dominiert hat. Aber ich gucke mir gerade die Zusammenfassung an und ja? 4-0 ist noch geschmeichelt, glaube ich. Was da für hundertprozentige hier schon bisher verballert worden sind in den Bildern, die ich gesehen habe. Leverkusen spielt wie eine Mannschaft, die irgendwie offensichtlich Bock hat, Titel zu gewinnen. Wirkt so. Alter Schwede. Bochum wird ganz schön hergespielt. Das ist so wie, wenn ich gegen Tobi FIFA FC spielen würde. Ja, da bin ich jetzt nicht so viel überzeugt von. Aber das können wir ja mal testen tatsächlich. Wir können euch beide ja mal gegeneinander antreten lassen. Das heben wir uns auf für ein weiteres Bundesliga-Kanal-Video. Nico gegen Tobi. Tobi kriegt 4 Tore Vorsprung. Ja, lass uns dann wirklich mal über Leverkusen, nicht nur über heute, sondern über die gesamte Hinrunde sprechen. Diese Wandlung unter Alonso, der hat es ja auch Ende der letzten Saison schon angedeutet und hat quasi dann ja mit Anpfiff der Bundesliga diese Verwandlung auch schon vollzogen. Also es brauchte gar nicht so viel Anlaufzeit. Alle fehlenden Stücke hatte er ja dann über den Transfermarkt erhalten mit Xhaka, Boniface, Grimaldo. Aber was jetzt auch, glaube ich, heute nochmal klar geworden ist, und das ist vielleicht so die Erkenntnis dann des heutigen Spieltags, wenn sie nicht viel Neues beinhaltete, dann doch zumindest die Gewissheit, dass man mit Patrick Schick in Topform einen Stürmer hat, der Boniface für die Dauer des Afrika-Cups ersetzen kann. Ja, ich würde sagen, das wäre ein guter Transfer bei Bundesliga, bei Kickbase. Weil man sich das ja schon hätte denken können, dass der abgehen wird. Ich kann ja mal kurz gucken, wie viele Punkte. 350. Ah. 350, okay. Ja, okay. Also nee, 384 sogar. Ach so, ja, okay. Ja, vielleicht. Was wenn das natürlich die große Frage für diese Rückrunde ist, die wir uns ja immer wieder gestellt haben. Dieser Afrika-Cup, der ja wie ein riesengroßes Alien-Raumschiff einen Schatten über die kommende Spiele von Leverkusen legt. Mein Metapher-Game ist nicht so on point heute. Das ist natürlich jetzt die spannende Frage, wie sie das ersetzen können. Und da war das, glaube ich, enorm wichtig, dass Schick das heute gezeigt hat, dass er Boniface im Zweifelsfall ersetzen kann, dass er mit seinen tiefen Sprints da auch nochmal eine neue Facette reinbringt ins Spiel, die wichtig werden kann. Auch Stanisic, der sich das, was wir gesehen haben, keine Blöße gegeben hat. Ich glaube, das sind so kleine Dinge, die nochmal sehr wichtig werden könnten, weil sie jetzt erstmal, das haben wir auch schon oft genug erwähnt, ohne ein paar Spiele auskommen müssen. Dass eben dann Schick reinkommt. Also für mich ist Patrick Schick einer, also ich weiß gar nicht, ob Boniface gekommen wäre, wenn Patrick Schick nicht so verletzungsanfällig gewesen wäre. Weil Patrick Schick ist schon ein wahnsinnig guter Stürmer, meiner Meinung nach. Und ja, die Frage bei ihm ist eher, halten die Knochen so? Ne? Das ist eigentlich die Frage, weil von der Qualität her ist es, glaube ich, klar, dass der ja das Potenzial auch natürlich mitbringt, um Stamm zu spielen. Die Frage ist, kann Leverkusen in der wird Leverkusen in der Rückrunde eventuell das System ändern, um beide spielen zu lassen? Weil man könnte ja argumentieren, never change a winning team. Es gibt nicht so viele Argumente für Leverkusen, irgendwas zu ändern. Jetzt mal abgesehen davon, dass irgendwas Unvorhergesehenes beim Afrika-Cup oder sowas passiert oder irgendeine Verletzung. Aber ansonsten sind die ja ganz gut gefahren damit, dass sie einfach immer ihren Stiefel so durchgespielt haben. Durchgezogen, wie auch immer. Und auf der anderen Seite, wenn Patrick Schick weiter so ballert und wenn jetzt Boniface erstmal weg ist, dann wird er sich auch nicht gerne wieder auf die Bank setzen. Gesundheit.
Ja. Ja. Ich halte es für schwierig. Also klar, wir haben das in Stuttgart gesehen, da hat Hoeneß dann ja auch mit Undav und Guirassy auf Doppelspitze, beziehungsweise so, das so umgestellt, dass die beiden auch funktionieren können, miteinander spielen. Aber ich wüsste jetzt nicht in diesem brutalen System, was Alonso da spielt, da würde er, glaube ich, zu viel auch aufgeben, um das möglich zu machen. Und der Erfolg der Mannschaft ist, glaube ich, wichtiger als dann jetzt die Zufriedenheit der beiden Stürmer. Aber das ist halt die Frage, wen willst du rausnehmen? Am ehesten Hofmann vielleicht. Aber ich glaube, dass das eher so eine Situation ist, wenn der Spielverlauf es hergibt, das haben sie ja auch schon mal gemacht in der Saison, dass sie dann sagen, okay, ich wechsle jetzt mal nicht einen der beiden aus, sondern spiele dann ab der 60., 70. mal mit zwei Stürmern, wenn noch unbedingt ein Tor benötigt wird und der Gegner vielleicht irgendwie tief steht oder so. Aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass der, also weil die anderen haben ja auch performt. Ne? Wen willst du denn da rausnehmen? Also es ist auf jeden Fall ein absolutes Luxusproblem, was Leverkusen hat, weil die eh schon so gut sind. Und die haben ja auf der Bank noch mehr Spieler, die sie ja auch in den letzten Transferperioden auch für viel Geld geholt haben. Ob das ein, weiß ich jetzt gar nicht, was sie da im Einzelnen gezahlt haben, aber für einen Teller, einen Lotzek, einen Adli, das sind alles Spieler, die wahrscheinlich bei den meisten anderen Vereinen Stamm spielen würden in der Bundesliga, außer vielleicht jetzt bei den Top-3-Vereinen oder so. Also es ist schon Wahnsinn, was die für eine Qualität haben, auch in der Abwehr. Heute waren Kosunu auf der Bank, dann spielt dafür ein Hinkapier, Stanisic, der noch bei den Bayern war, Tapsoba ist nicht mal immer Stamm, also es ist schon, die haben echt viel richtig gemacht. Da kann man wirklich nur neidisch auf den Kader von Leverkusen gucken. Und ich würde mal sagen, ich glaube, da lehne ich mich auch gar nicht so weit aus dem Fenster, die Zeit ist doch auch reif für Leverkusen, oder? Wir haben sie jahrelang verspottet als Vizekusen. Wenn sie es mit dieser Truppe, mit diesem Trainer nicht schaffen, wann wollen sie es dann schaffen? Ja, das haben wir bei Dortmund auch gesagt. Da ist viel Wahres dran. Die Bayern spielen nun mal leider auch eine gute Saison. Deswegen wird es schwierig. Die müssen die Rückrunde auf ähnlichem Niveau bestreiten. Mhm. Das wird nicht einfach werden. Es ist ja aber genauso, wie ihr beschreibt, ja schon allein durch diese Stürmersituation ein so ein kleiner Zahn gezogen, dass die Tiefe und die Qualität einfach dafür sorgen kann, dass nicht nur die erste Mannschaft funktioniert, sondern die Breite vielleicht dann doch hilft. Und wer weiß, was sie im Winter noch machen. Denn ich glaube, bei Leverkusen hat man ja schon nochmal die Möglichkeit, vielleicht mal ein paar Euro für jemanden auszugeben, der einem noch weiterhelfen kann, im Gegensatz zu vielleicht zu anderen Vereinen. Und jetzt ist das Momentum. Und ich glaube, das hat Dortmund letzte Saison gezeigt. Und wenn du bei München dabei zuguckst, dass die quasi im Moment so ein bisschen, das ist ja nicht mehr richtig anfällig, aber die du so hinter dir halten kannst, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass alle Verantwortlichen in diesem Verein dafür sorgen werden, dass alle Mittel in Bewegung gesetzt werden, den Kader so aufzustellen, dass dich kein Afrika-Cup nervt, dass dich keine Kadertiefe im Herbst, im Frühjahr nervt, sondern dass du versuchst, so lange wie möglich mitzumachen. Mhm. Und ganz privat, ey, es ist ganz interessant, es ist ja einer von den Clubs, wo weniger Vorliebe für ist und die einfach auch nicht so viele Fans haben und wo auch eher ein Gefühl von, die gehört zu den bösen Retortenclubs und so, die sind halt auch seit 40 Jahren dabei, in der Bundesliga, glaube ich, so über 45 Jahre oder irgendwie sowas. Irgendwie hätte es wirklich mal den Charme, wenn sie es machen. Ist ja fast ein Traditionsverein in der Bundesliga. Ja, das, ich fände es auch irgendwie lustig, weil das halt wirklich dann auch der Fall einer so einer Klischeesäule ist. Und das ist auch verdient. Ist ja auch so ein bisschen die Art und Weise, ne, wie man jemandem etwas gönnt. Es gibt ja auch so dreckige Meisterschaften. Zum Beispiel Dortmunds Meisterschaft letztes Jahr wäre jetzt auch nicht in die Geschichtsbücher eingegangen als eine überragende Dortmunder Mannschaft. Nee. Sondern das wäre in die Geschichtsbücher eingegangen, als Bayern hat eine grässliche Saison gespielt und Dortmund war da. Ja, aber du wirst ja nicht jetzt, wie du jetzt, wenn du über die Champions League-Mannschaft redest und redest über, hey, hier sich Karl-Heinz Riedle und Matthias Sammer und kannst da irgendwie jeden Spieler aufzählen, Chapuisat und whatever. Und das ist bei Leverkusen jetzt, wenn die Meister werden, dann werden die aus eigener Stärke Meister. Und nicht, weil jemand anderes die Tür geöffnet hat. Und das ist das Beeindruckende und das wäre dann auch, wenn es so käme, das Verdiente daran. Kleine Frage kurz mal. Tobi, bei dir bin ich mir ziemlich sicher, aber hier in die Runde. Als Hoffenheim damals aufgestiegen ist und diesen Juhu-Fußball gespielt hat und sich in die Hinrunde Herbstmeisterschaft geballert hat,
mit so einer Truppe von verrückten Spielern, die alle nicht so ganz auf dem Schirm hatten. Das war ja auch ein Fußball, der ganz schön viel Euphorie ausgelöst hat, der ja aber auch Sympathien schnell gewonnen hat, weil sie irgendwie so toll da durchgetobt sind. Das war aber Hoffenheim. Das hat sich dann irgendwann relativiert, so, dass die ja halt Hoffenheim sind und das böse, böse Geld im Hintergrund. Glaubt ihr, dass das noch eine größere Euphorie entwickeln kann, dass alle am Ende wollen, dass Leverkusen, also dass alle dann Leverkusen-Fans werden fast? Das wage ich zu bezweifeln. Meinst du nicht mit so Euphorie-Fußball und Jubel und alle gegen die Bayern? Ja, natürlich kann man guten Fußball irgendwie akzeptieren. Das kann man auch bei Leipzig immer mal wieder sehen. Aber man kann den Verein trotzdem hassen. Also, und auch das, wofür die Vereine jeweils dann stehen. Es ist, Leverkusen ist trotzdem ein Cheater-Verein. Mhm. Da brauchen wir nicht um heißen Brei reden. Das ist einfach nicht fair. Es ist einfach nicht fair. Sie haben einen Geld-Cheat. Dass sie damit gute Arbeit machen, seit Jahren, ist unbestritten. Und diese Saison passt da alles ineinander, jedes Zahnrädchen. Und dann kann man sich das als Fußballfan, nicht als Leverkusen-Fan, als Fußballfan, kann man sich das angucken. Weil das Spaß macht zu gucken. Und da sind vielleicht auch sympathische Spieler dabei. Und man kann Fan von dem einen oder anderen Spieler sein. Aber es ist für mich ist es trotzdem ein Konzernverein. Es ist eine Werkself und mehr oder weniger die allen anderen auch mit die Tür und Tor geöffnet haben. Also ich kann nicht davon ab, weil ich es nach wie vor unfair finde. Ich finde es einfach unfair. Es bleibt unfair, es wird immer unfair sein. Und solange es unfair ist, kann ich diesen Mannschaften nicht mehr als Respekt geben als über das Fußballerische. Ja, aber sie spielen dieses Jahr im Konzern der Großen ganz oben mit, so wie noch nie, vielleicht damals. Im 2002. Konzern der Großen, stark, Nils. Wortspiel. Herzlichen Dank. 2002 vielleicht mal mit Ballack, Seroberto, Bernd Schneider, diese Generation. Ich weiß nicht, war Lucio schon dabei? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, du hast recht, aber es ist halt auch so, dass andere Vereine, wie jetzt zum Beispiel Wolfsburg, die vielleicht über ähnliche Grundvoraussetzungen verfügen, die machen halt weniger aus ihren Mitteln. Und da muss man sagen, dass sie dieses Jahr eben auch sehr, sehr vieles richtig gemacht haben. Und ja, bin voll bei dir, so als Fan. Aber trotzdem muss man dann diese Spiele auch erstmal holen. Da hat Simon Rolfes und sein Team einfach auch eine gute Arbeit gemacht. Das muss man dann auch ein Stück weit, auch wenn man es im Grundsatz scheiße findet, auch respektieren können, finde ich. Wenn dann mit den Mitteln, die sie haben, und vielleicht sind es dann auch zu viele, um es noch als fairen Wettbewerb zu empfinden, aber mit den Mitteln haben sie einfach auch ins Schwarze getroffen und einen sehr guten Job gemacht. Und das, finde ich, kann man auch mal so stehen lassen. Es gibt ja auch eine romantische Geschichte dahinter. Entschuldigung, wenn ich noch da einmal ganz kurz reingehe. Ja. Aber ich habe das ja vorhin hier schon auch in der Live-Sendung gesagt, diese romantische Geschichte aus, und glaube ich auch schon mal bei einer Sendung, das Alonso ist da, da ist eine Truppe da, die treffen zusammen, da ist das Siegergehen mit drin, jetzt machen die einmal ein Ding zusammen und dann verstreuen sie sich in alle Himmelsrichtungen. Ist eigentlich alles gemacht dafür, dass es eine Happy-End-Geschichte sein könnte. Und wenn es nur für die Leute ist. Und wenn die Leute das kacke finden, so wie Eddie und der alle verteufeln, weil es bei Leverkusen ist, auch fair, vollkommen nachvollziehbar in allen Argumenten. Die romantische Geschichte sind eher die Dudes, die da drin stecken, die gemeinsam einen Titel holen und dann werden sie nie wieder zusammen Fußball spielen. Ich weiß gar nicht, ob das so ist tatsächlich, weil ja, Alonso hat eine Ausstiegsklausel nach dem Vernehmen für Real, Bayern und Liverpool. Ja, und ich baue so eine romantische Skizze. So. Ja, ich kann das sagen, ich meine, aber das ist halt, guck mal, ein Boniface, Grimaldo und Xhaka sind gerade erst gekommen. Ich glaube, Frimpong hat verlängert, dann hast du hinten drin, ich wüsste nicht, wen sie gehen lassen müssen. Oder? Also, klar. Bitte? Das große W namens Wirtz. Wirtz, ja, klar, der hat zwar noch Vertrag, aber klar, wenn der jetzt sagt, komm, die Bayern klopfen an oder Real Madrid oder Barcelona oder whatever. Der geht darauf, 100 Millionen mit zu Real. Oder dann 150. Dann ist er wohl weg, aber ist ja so ein bisschen so ein Fußball-Fan-Ding, dass man das schon gegangen sieht, obwohl noch gar nichts gegangen ist, anstatt dass man den Moment geht, dass man schon guckt, okay, was ist mit nächster Transferperiode, wie lange bleibt der Trainer? Ich werde jetzt erstmal sehen, dass sie die Hinrunde in der Rückrunde bestätigen. Da hatten wir auch schon Teams, die halt eine fabelhafte Hinrunde gespielt haben. Dann haben zwei, drei Spieler weggebrochen. Deswegen auch immer, falls sie nicht mehr das Selbstvertrauen da und dann sah es plötzlich ganz anders aus. Also da bin ich sehr gespannt, ob sie das erstmal schaffen.
Da meine Frage an euch, glaubt ihr, dass sie schaffen? Also glaubt ihr, dass Leverkusen bis zum Ende Mai jetzt losgelöst, vielleicht auch von dem, was die Konkurrenz namentlich Bayern macht, glaubt ihr, dass sie dieses Niveau über die zweite Saisonhälfte halten können? Ja, bei dem Trainer ja. Mhm. Ich hoffe es, ich fürchte es aber nicht. Also für mich ist jetzt der Knackpunkt im Januar, Februar und ich dann auch noch mit der Europa League, mit dem Hassel im Pokal sind sie auch noch dabei. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann wie viele Mannschaften im Frühjahr die Knochen und Sehnen und Muskeln spüren und dann ein paar Punkte lassen. Ich glaube tatsächlich, dass das, was Tobi sagt, den Bayern passieren wird. Und deshalb wird Deutscher Meister. Deshalb wird Leverkusen Deutscher Meister. Hier zuerst gehört. Also es hängt natürlich auch so jetzt ein bisschen noch auch von diesem Wintertransfermarkt ab. Wenn die Bayern da jetzt nochmal in der Breite vielleicht investieren oder so, muss man mal gucken. Wenn der Kader der Bayern aber so bleibt wie jetzt, könnte ich mir schon vorstellen. Man sieht es ja jetzt schon, Goretzka, Kimmich, immer mal wieder Ausfälle. Sollte Kane mal was passieren, dann weiß ich nicht. Ist auch da vielleicht die Meisterschaft gefährdet? Also so breit sehe ich den Bayern-Kader diese Saison nicht. Ich will mich einfach auch jetzt mal darauf versteifen zu sagen, Leverkusen, wenn ich jetzt, wann dann? Finde ich okay. Gut. Nee, mag ich. Also ich bin auch dabei. Ich hoffe, dass es Leverkusen wird und aus dieser Hoffnung heraus sage ich einfach, sie schaffen es. Und hängt, ja, mal gucken. Ich hoffe, die kommen alle gesund vom Afrika-Cup wieder. Nicht, dass sie irgendwelche Blessuren haben. Und dann haben sie ja zumindest auch noch so einen zweiten Euroleague-Kader, was dann in dem Fall vielleicht sogar ein Vorteil sein kann, weil du auf die Art und Weise auch die zweite Garnitur bei Laune halten kannst und den zu einsetzen auf Wettbewerbsniveau verhelfen kannst. Da gibt es eine Menge Spieler, Hinkapi zum Beispiel, auch die beiden Stürmer, dann Schick und Boniface, die dann auf die Art und Weise zu Minuten kommen können, wenn sie sie in der Bundesliga vielleicht nicht kriegen. Teller, der auf die Art und Weise dann herangeführt wird, oder noch andere, Andrich, der dort Einsätze kriegen kann. Also es muss nichts um, also es kann ja auch theoretisch, oder Stanisic, oder es gibt eine Menge Leute, ne, die dann darüber im Wettbewerb gehalten werden. Kann auch ein Vorteil sein, weil wenn sie dann gebraucht werden, dann ist es nicht so, dass sie ein Jahr lang auf der Ersatzbank saßen, sondern sie sind dann den Wettbewerb gewohnt und können dann vielleicht auch eher helfen, um mal eine wilde Theorie zu schmieden. Naja, gut. Leverkusen, haben wir jetzt lange drüber gesprochen, aber natürlich auch völlig verdient. Machen wir weiter mit den Bayern, die heute 2-1 gewonnen haben in Wolfsburg nach Kopfballtor von Musiala und natürlich auch wieder Harry Kane, aber außerhalb des 16ers. Nicht die Torschützen überraschen, sondern die Art und Weise, wie sie die Tore erzielt haben heute. Das sah jetzt in der Konferenz so souverän aus, aber es war jetzt auch nicht so wirklich nachvollziehbar, wie souverän es denn tatsächlich gewesen ist. Aber ich glaube, für die Bayern zählte einfach nur gewonnen und jetzt in die Winterpause. Aber man hat ja erneut, wie schon am Wochenende mit Kimmich und Goretzka, das Mittelfeldzentrum ersetzen müssen. Und das willst du ja auch nicht auf Dauer haben. Ne? Gut, machen wir weiter. Irgendjemand? Ja, muss ja nee, ich hab einen Gedanken weiter als zu dem aktuellen Spiel, dass ich so ein bisschen aufs Tableau geguckt habe und mir eben gerade überlegt habe, dieses Nachholspiel, das sie noch haben, das dazu führen wird, dass Bayern München dann ja theoretisch wieder ganz nah ranrücken kann, dass sie das ja jetzt ja gegen eine Union haben, das nicht mehr das Union ist von noch ein paar Wochen, ob das vielleicht ein Faktor sein kann. Und dann habe ich wieder überlegt, das sind halt die Bayern, insofern ist es egal. Deswegen habe ich so ein bisschen gestockt gerade, weil ich an dem Gedanken ein bisschen rumgespielt habe. Ja, ist natürlich die spannende Frage. Willst du jetzt Union eher treffen, wenn der Trainer sich ein bisschen eingespielt hat, oder willst du ihn treffen, wenn er halt gerade die Anfangseuphorie nimmt und das sein erstes Spiel ist? Da beides. Ja. Also trotzdem ist ja beides Spiele, die Bayern gewinnen muss. Ich habe jetzt das Union gegen Köln-Spiel heute auch über 90 Minuten, also über 75 Minuten oder so gesehen. Und da ist jetzt Union kein Gegner, den du fürchten musst als Bayern. Haben sie ja, dir keine Angst gemacht? Das ist dann eher wieder das Ding, wo es denn Eddie hier gesagt hat. Das kann ja in die Müdigkeit noch reinspielen im Januar. Mhm. Dass sie dieses Extraspiel da noch bestreiten müssen. Ja, das kann es natürlich sein. Die Bayern haben ja übrigens auch Kim beim Asia Cup, ne?
Muss man auch mal dazu sagen. Also das ist ja nicht nur der Afrika-Cup, sondern wir haben den Asia-Cup. Und da haben wir, ja, Choupo-Moting ist beim Afrika-Cup. Aber ich meine, also es ist also ein Ito bei Stuttgart als Beispiel, der dort lange fehlen wird, je nachdem, wie weit die dann auch kommen. Und ein Kim, der da in der Abwehr zuletzt der wichtigste Innenverteidiger war. De Ligt, gut, wenn De Ligt dann fit ist, hast du mit De Ligt und Upamecano natürlich auch eine wettbewerbsfähige Innenverteidigung, aber dann halt nur zwei Innenverteidiger. Also entweder die machen noch irgendwas im Winter oder das ist, wird noch dünner, als es ohnehin schon ist, ne? Ja, wobei der Januar ist jetzt für die Bayern relativ easy mit Hoffenheim, Bremen, Union, Augsburg. Nimmst nicht persönlich, Nico, aber das ist jetzt nicht der, wo du sagen musst, da brauchst du Kim unbedingt. Und du hast ja gesagt, die werden noch was tun Winter, denke ich. Ja, Nico, vergiss nicht die Panzerplatten. Ja, ja, keine Sorge. Der Gag ist, dass Nico nebenbei gerne mal Call of Duty spielt, falls unter anderem durchgesickert ist, genau. Jo, lass uns dann nicht so lange da aufhalten. Das ist eine Special-Sendung heute. Lass uns dann noch über... Bitte? Man muss auch noch dazu sagen, wir haben ja auch noch eine Sendung vor Beginn der Rückrunde. Also wir haben ja noch genau. Mal, müssen wir noch mal gucken auf unsere Picks, was wir haben vor der Saison gesagt, wer wird überrascht, wer enttäuscht. Da freue ich mich sehr drauf, dieses Jahr da mal ausnahmsweise gut abgeschnitten habe. Und sowas, und das machen wir da alles. Es gibt noch aber ein paar Themen, wie gesagt, und das schiebe ich wieder zu dir rück, über die wir heute reden müssen, weil die Tagesakte brandaktuell quasi. Ja? Ton ist weg bei ihm. Okay, das, Tobi? Du meinst den Spieltag heute, ne? Oder ist da irgendwas anderes? Ja, Entschuldigung. Okay. Ach so. Wir reden über Stuttgart. Weil das, was wir jetzt über Stuttgart besprochen, über Leverkusen besprochen haben, das kann man ja dann auch ein Stück weit dann über Stuttgart machen, die ja, also 8 Punkte zwar hinter Leverkusen sind, aber nicht weniger zu begeistern wussten und zu überraschen wussten, vor allem auch. Ich weiß nicht, wie oft wir jetzt erwähnt haben, dass sie letztes Jahr Relegation gespielt haben, aber sie haben letztes Jahr Relegation gespielt. Und sie haben trotz einiger Rückschläge, sei es jetzt zu Beginn der Saison das Spiel gegen Leipzig oder jetzt auch gegen die Bayern, wo sie dann wirklich mal chancenlos waren, haben sie sich trotzdem nie selbst verloren und haben dann im Spiel drauf immer wieder gezeigt, dass das nachhaltig ist und von Dauer, zumindest mal in der Hinrunde, was sie da an Qualität und Spielwitz zeigen. Und das hat auch heute wieder funktioniert, 3:0 gegen Augsburg, die ja auch derzeit gar nicht so schlecht in Form sind. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und ja, Undav hat wieder getroffen, da kann man mal kurz über das 1-0 reden. Wie kann es sein, dass bei einer Ecke der heißeste Stürmer der Liga so 2 Meter Radius um sich herum keinen Verteidiger hat? Was ist da passiert? Das war schon die Frage wild, musst du jemandem anders stellen wahrscheinlich, ne? Ja, Ralf vielleicht oder so. Ne? Das war schon wild halt auch, wie sie diese kurze Ecke da gespielt haben. War ja auch eine Variante offensichtlich. Also das hat der Stiller offensichtlich gesehen gehabt da. Aber das sieht man ja, also es ist jetzt nicht nur im Fall von Unhoff, sieht man ja auch oft, weiß ich nicht, bei Kane oder weiß ich bei anderen Spielen, wo der Top-Stürmer dann irgendwie frei zum Kopfball kommt oder so und man sich immer denkt, ich verstehe das manchmal überhaupt nicht. You had one job. Ich weiß gar nicht, haben die Raumdeckung oder Manndeckung gespielt? Habe ich jetzt auch gar nicht in der im Eifer. Also wirkte auf jeden Fall so, als ob der linke, zumindest einer stand am kurzen Pfosten, der dann hektisch gesehen hat, dass er offensichtlich seinen Job verpasst hat und dann 2 Meter nach vorne sprinten wollte. Und das war oder war halt eine gute Variante, dass sie gemerkt haben, der Raum ist da einfach frei. Ja, stand da einfach 10 Minuten, ne? Bevor die Ecke gekommen ist. Hat er auch perfekt getroffen, auf schwierigen Winkel, muss man sagen. Ja, das den, hat er auch echt richtig gut gemacht, ja. Den macht er auch nur, weil er gerade... Und für Nagelsmann. Ja, das wird passiert. Wenn da jetzt nicht noch irgendwas Außergewöhnliches geschieht, dann wird er im März nominiert werden. Das ist, glaube ich, schon klar. Ja, aber ich meine auch, dass der auch Startelf, meine ich. Ja. Meint ihr, Duxch verliert dadurch seinen Platz in der Nationalmannschaft? Digga, hör doch mal auf mit Duxch. Das war halt mal... ernsthaft. Da macht Julian Nagelsmann einmal einen soliden Joke und... Du springst da gleich so drauf an. Ja. Ich hätte. Ja. Na. Ja, lass ein bisschen bei Stuttgart bleiben noch. Wir müssen ja nicht nur über heute sprechen, sondern auch, wie gesagt, so ein bisschen ist auch ein Rückblick auf die Hinrunde und Führich, Kirassi und Undav, da haben auch 3 Spieler getroffen, die wirklich maßgeblich prägend waren. Auch Führich über außen hat es auch zum Nationalspieler gebracht. Undav hat es zum Nationalspieler, wird es zum Bringen, vermutlich.
und Girassi, über den brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel Worte verlieren, was das für eine Wahnsinnshinrunde ist. Eventuell das letzte Spiel für Girassi im Dress, denn er hat ja auch im Winter eine gültige Ausstiegsklausel, oder? Ich glaube 17,5 Millionen sogar nur, was für die meisten Vereine in der Premier League zumindest nicht die allzu große Hürde darstellen dürfte. Allerdings muss er natürlich auch wollen. Er wird wahrscheinlich auch nicht zu jedem Verein wollen. Ja, also er geht bestimmt jetzt nicht auch nicht zu irgendeinem Mittelklasseverein in der Premier League. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich denke mir halt, der ist jetzt mega in Form. Und wenn ein unmoralisches Angebot kommt, wo er sein Gehalt vervielfachen kann und es noch ein Verein ist, der ihn irgendwie sportlich reizt, dann würde ich fast davon ausgehen, dass er auch geht. Ich glaub, da wäre meine Frage jetzt an Nico, wirst du ihn, wenn er geht, trotzdem halten bei Kickbase oder? Hundertprozentig. Ah, finde ich gut. Ja. Ich glaube aber auch ehrlicherweise, dass das, glaube ich, so eine Frage der sportlichen Perspektive vielleicht gar nicht sein kann, weißt du, weil da geht es jetzt am Ende dann für so einen Spieler um das Geld. Und mit Stuttgart die Saison gut spielen ist das eine, aber vielleicht in der Premier League einen besseren Deal kriegen ist ein anderer. Und ich glaube, bei Stuttgart sind wir ja weit über Level. Also falls die damit viel Geld machen können, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch eine ganz sinnvolle Option ist. Mhm. Bei allem, was du so im Kader hast. So, also ich gucke Stuttgart an aus Bremer Sicht. Eine Mannschaft, die ins letzte Drittel der Tabelle gehört, die auf einmal saugut Fußball spielt und dann ist ein Spieler auf einmal so viel Geld wert, dann musst du das mitnehmen. Du meinst, dass aus Stuttgarter Sicht sie ihn verkaufen sollten? Ja. Oh, da gehe ich aber gar nicht mit dem Take. Vor allen Dingen, weil das nicht so viel Geld ist. Du kriegst das Geld auch noch im Sommer. Also, ja, gut. Ich fände es schade halt, wenn er geht. Ich wollte einfach mal ein bisschen Diskussion anstellen hier. Nee, aber du riskierst ja eventuell die Champions League damit. Also, das... Ja, ich sammle meinen Take wieder ein. Gut. Sammle mal wieder ein, finde ich gut. Ja, also wenn... Ich muss nochmal sagen, Nico, das war wirklich Quatsch. Wenn er geht, dann muss Stuttgart einen Ersatz holen. Ne? Damit geht man auch in Konkurrenz zu Eintracht Frankfurt. Wenn man natürlich so denselben Markt auch abgrast. Da hat man sich mit Sicherheit auch schon drauf vorbereitet. Aber das wäre wirklich auch ein Verlust für Stuttgart, aber auch für die Liga, weil der Spiel einfach Spaß macht. Ich hoffe, dass er bleibt und dass er nicht irgendwelchen Lockrufen aus England oder so folgt und dann, was weiß ich, zu Brighton oder West Ham oder was auch immer geht, sondern dass er der Liga erhalten bleibt. Genau. Und Stuttgart ist das gleiche wie Leverkusen. Glaubt ihr, dass sie in der Rückrunde das Niveau halten können? Bei Stuttgart, das Niveau ist ja ein bisschen niedriger als das von Leverkusen. Ja. Muss man ja fairerweise sagen. Deswegen ist es auch ein bisschen leichter zu halten. Bei Stuttgart bin ich da positiv gestimmt, weil sie haben jetzt ja auch auf diese Niederlage gegen Bayern so ein kleines Ausrufezeichen folgen lassen mit diesem 3-0-Sieg gegen Augsburg. Auch das ist, glaube ich, nochmal so was ganz Wichtiges, weil das nochmal zeigt, dass diese Mannschaft auch einfach mental intakt ist. Und die haben fußballerisch genug drauf, dass sie halt jeden Gegner aktuell in der Bundesliga bespielen können. Und das ist ja schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangslage, damit du nicht komplett abstürzt. Und wenn sie halt halbwegs punkten, dann erreichen sie Europa, was ja eine Riesensache ist. Und sie haben jetzt wie viele Punkte Vorsprung? 7 Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Ja. Das ist ja schon, davon können sie erstmal auch zehren, ein paar Spieltage. Und vor allen Dingen 10 Punkte Vorsprung vor Platz 7. Und ich glaube, 7 wäre sogar noch Conference League eventuell. Also, der Vorteil bei Stuttgart ist, dass sie eigentlich, also natürlich, wenn sie jetzt einen anderen Ehrgeiz haben in der Rückrunde, aber die haben ja ihr Saisonziel schon erreicht. Das heißt, die können von allen Vereinen da oben im Prinzip am lockersten aufspielen, was natürlich nicht dazu führen darf, dass sie mit weniger Motivation und Engagement in die Rückrunde gehen. Das ist so vielleicht die einzige Gefahr, dass man, das kann ich halt nicht so richtig einschätzen aus der Ferne, ob die dann in der Rückrunde sich denken, so ja, mit 95% geht's halt auch, weil wir haben ja schon 34 Punkte und dann verlierst du halt mehr Spiele oder so. Oder ob die diesen Ehrgeiz auch aufrecht halten können und einfach sich sagen, ey, wir wollen
Wir wollen das, was Union gemacht hat letzte Saison. Wir wollen Champions League spielen und zerreißen uns bis zum letzten Spieltag, scheißegal, wo wir herkommen. Das ist, finde ich, die spannende Frage bei Stuttgart. Ja, und ich hätte eine Frage an Co-Trainer Tobias Escher. Du bist jetzt Co-Trainer von den Gegnern vom VfB. Mhm. Was ist, womit knackst du den Knoten Stuttgart? Ich will darauf, dass es in der Rückserie ja bestimmt eine Analyse geben wird, die zeigt, okay, Stuttgart spielt so Fußball und das ist ja nicht eine Übermannschaft geworden, sondern die machen das einfach sehr gut, was sie da machen, denn indem sie ja auch so dieses Überrennen und die Chancen und ja, Passspiel und so weiter und so fort. Was sind die Mittel, die du als Heidenheim und Darmstadt hast, um nicht 5 von Stuttgart zu kriegen, sondern vielleicht 1-0 zu gewinnen? Oder ein dreckiges Fußballspiel, das keiner sehen will. Das machen ja da viele Menschen schon. Also es ist ja in den Trainerstäben, die gucken sich das an und die kommen auch immer mit Ideen. Und ich glaube, der große Vorteil des VfB ist, dass das Team selber wandlungsfähig genug ist, um halt Lösungen zu entwickeln. Grundsätzlich ist, glaube ich, das Wichtige, dass du, wenn sie hinten aufbauen wollen, dass du nicht sofort presst, sondern dass du sie erstmal die ersten 2-3 Pässe spielen lässt. Dass du im Mittelfeld wirklich dafür sorgst, dass die überhaupt nicht aufdrehen können. Das haben die Bayern sehr, sehr gut gemacht. Dass du sie sehr weit nach außen lenkst, also dass du im Zentrum kompakt bist und sie halt wirklich nach außen lenkst und dann dort zuschlägst. Das sind aber so Kleinigkeiten. Also zum Beispiel Wolfsburg hat das eine Halbzeit lang genial gemacht. Haben halt wirklich all diese Talking Points, die ich gerade genannt habe, abgearbeitet. Und dann stellt halt Hoeneß in der zweiten Halbzeit einfach auf Dreierkette um. Er besetzt die Flügel anders und zack, läuft das. Also die sind ja nochmal enorm wandlungsfähig auch in dem, was sie tun. Und das macht sie so gefährlich für viele Gegner, weil sie Grundstärke haben im Pressing, aber auch im Spielaufbau. Und die dann immer an den Gegner anpassen können. Ey, ich hoffe so inständig, dass Ole Werner und sein Team sich einfach mal 16 Spiele vom VfB Stuttgart angucken. Hast halt keinen Stiller Karasor. Das ist das Ding. Werder hat auch einen guten Spielaufbau, haben sie gegen Leipzig gezeigt, aber im Sechserraum ist da halt nicht viel bei Werder. Stay macht das ganz gut, aber der ist ja auch eher, fühlt sich wohler, wenn er hochschiebt. Ja, das ist halt das Geile, weil das halt sowohl... Naja. Ja, Lin, ja. Das ist immer das Geile an Leverkusen und Stuttgart. Die haben einfach so eine geile Doppelsechs. Vor der Abwehr kaum, die du selbst, wenn du sie presst, kannst du nur dafür sorgen, dass sie den Ball nach hinten spielen. Aber eine Bällegewinne ist dagegen kaum möglich. Ja, stimmt wohl. Und die werden ja wohl über den Winter hinaus auch bei Stuttgart bleiben. Da müssen wir nichts befürchten. Und dementsprechend schließe ich mich auch an, wenn die das, wenn die weiter in dieser Form bleiben, spricht für mich nichts dagegen, dass sie auch Erfolg haben und Champions League holen können. Zumal eben auch Dortmund schwächelt und auch Leipzig nicht so konstant spielt. Sie haben auf Frankfurt 10 Punkte. Also Das kann die Saison werden, ne? Tatsächlich für Stuttgart. Ich traue ihnen das auch zu. Ich glaube auch, Champions League können sie schaffen, tatsächlich. Ich glaube, vielleicht lassen sie Dortmund hinter sich. Dortmund ist zu turbulent. Aber es kann natürlich jetzt sein, wenn jetzt Dortmund den Trainer wechseln und dann kommt irgendwie Oliver Glasner oder so und da kommt nochmal frischer Wind in die, und vielleicht nochmal 1-2 Verstärkungen im Winter, keine Ahnung. Also ich würde Dortmund jetzt noch nicht abschreiben. Wenn Terzic bleibt, glaube ich, dann sind die Chancen gut für Stuttgart. Ja, bleibt Terzic, dann lass uns doch direkt über Dortmund sprechen. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es das war. Weil, also erstens mal die Erfahrung zeigt, wenn irgendwie der Vorstand sich die ganze Nacht tagt. Also da habe ich selten erlebt, dass die rauskommen und sagen, weiter so, ja, wie stimmt, bisher. Da hast du allerdings recht. Und das Zweite ist halt einfach, dass die Stimmung schon echt, also der Baum brennt, wenn man sich mit BVB-Fans unterhält. Da gibt es einfach so gut wie keine Rückendeckung mehr für Terzic. Und der wird ja nicht nur kritisiert, der wird ja teilweise auch verspottet. Es gibt schon Memes und so weiter, die ich da gesehen habe. Also es ist richtig unangenehm. Und es ist auch, also man hat auch nicht das Gefühl, dass im Kader, also in der Mannschaft, Einigkeit herrscht, was Terzic angeht. Also da sind ja manchmal so Äußerungen oder auch dann jetzt Marco Reus zuletzt, der ausgewechselt wurde und dann irgendwie nur rotzig die Hand wohl hingehalten hat bei der Auswechslung und diese jetzt heute gar nicht gespielt, gestern gar nicht. Nee, wann war das? Gestern?
gestern gar nicht gespielt hat oder zumindest nicht von Anfang an und der ja immer noch ein hohes Tier innerhalb der Rangordnung der Mannschaft ist. Da sind auch viele Spieler, glaube ich, unzufrieden und es macht einfach keinen Sinn, jetzt diese Winterpause, das nicht anzunehmen, sondern jetzt nochmal, ich weiß gar nicht, was wäre jetzt das nächste Entschuldigung, dass ich hier dauernd aufstoßen muss. Ich gucke mal gerade, was wäre das nächste Spiel in der Bundesliga nach der Winterpause? Wie bitte? Für Dortmund meinst du? Ja, für Dortmund. Die spielen zum Auftakt in Darmstadt. Ja, also sie haben ein relativ leichtes Auftaktsprogramm. Das könnte vielleicht für Terzic noch am ehesten sprechen. Du hast auswärts Darmstadt, auswärts Köln, zu Hause Bochum, auswärts Heidenheim. Ja, ich glaube, das ist zu vernachlässigen, weil die Entscheidung muss jetzt fallen. Jeder, der über den Trainer redet, das ist bei Köln so mit Baumgart, das ist in Dortmund so, das ist beim HSV so. Wenn du jetzt darüber diskutierst und über Trainerentlassung redest, muss es jetzt passieren. Du brauchst einen Trainer, der in der Winterpause mit der Mannschaft arbeiten kann. Das ergibt gar keinen Sinn, zu sagen, du machst weiter. Und nach 2 Spieltagen entlässt du den Trainer. Das gab es auch schon in der Geschichte, aber ich halte es trotzdem für eine sehr schlechte und wankelmütige Entscheidung. Und ich gehe auch mit dir mit, wenn Kehl und Watzke und Sammer oder was auch immer da sich da die Köpfe zusammenstecken bis nachts, dann wird das ja vermutlich nicht sein, weil sie so viele Argumente sich aufzählen, warum Terzic bleiben muss, dass das mehrere Stunden dauert, diese Argumente sich gegenseitig erklären. Ich halte es auch nicht für unwichtig, dass die Fans offensichtlich, so ist das Gefühl, auch mehrheitlich nicht mehr von Terzic überzeugt sind, dass man immer mal wieder hört, so ja, der verkörpert zwar diese Leidenschaft, diese echte Liebe und so, aber es fehlt eben an anderen Stellen. Es reicht nicht, nur Fan zu sein und in der Südtribüne gestanden zu haben. Und man hat auch das Gefühl, dass er Teile der Mannschaft verliert. Dazu kommt, was du ja auch gerade schon beschrieben hast mit Reus und so. Und dazu kommt dann diese Zwistigkeiten auch mit Sebastian Kehl und den Transfers. Da gab es unterschiedliche Vorstellungen. Die Transfers von Terzic ziehen jetzt einfach nicht so, teilweise verletzungsbedingt. Ein Matcher, der verletzt ist, Sabitzer, der noch nicht so richtig angekommen ist. Ja, also da ist einiges im Argen und ich würde fast dazu tendieren, dass sie ihn gehen lassen, wenn sie einen brauchbaren Ersatz haben. Ich finde aber auch, dass mit ein bisschen mehr Glück hat Dortmund jetzt 6 Punkte mehr. Also jetzt auch das Spiel gegen Mainz, was sie da wieder haben liegen lassen, ist ja nicht so, dass sie sich keine Chancen rausspielen. Ja, aber das war halt die erste Halbzeit. Also es waren ja wirklich 2 Halbzeiten wieder und 1-2-1 hat sie ja vollkommen den Stecker gezogen. Und dann, als Mainz in der zweiten Halbzeit angefangen hat, ein bisschen früher zu pressen, da haben sie gar keine Lösung mehr gefunden dagegen. Und überhaupt diese Lösung gegen Teams, die eigentlich ihnen unterlegen sein müssten, daran hapert es. Und sie bringen aber auch nicht mal mehr die Qualität mit, um dann eben mit den Spitzenteams in der Bundesliga mitzuhalten in den direkten Duellen, weil sie halt eben ihnen momentan wirklich jede spielerische Klasse fehlt. Und da ist auch die Weiterentwicklung etwas, was in dieser Hinrunde nicht stattgefunden hat. Sie sind jetzt mit 27 Punkten noch schlechter da als vergangene Saison. Zum selben Zeitpunkt, da hatten sie einen Punkt mehr, glaube ich, wenigstens. Und da haben wir auch schon diskutiert, ist Terzic der Richtige, was war das? Mhm. Da habe ich damals, das weiß ich noch, auch die Hinrunde von Dortmund, da habe ich sie als, wer hat enttäuscht in der Hinrunde gewählt? Mhm. Und dann haben sie ja diese Wahnsinnsrückrunde gespielt. Na klar kannst du jetzt dann erstmal sagen, vielleicht schafft Terzic das wieder. Aber das ist aber auch kein langfristiges Modell, eine Mannschaft weiterzuentwickeln. Und ich glaube, eine Frage, in der man ja jeden Trainer und jeden Coach, vor allen Dingen ist er auf Englisch Coach, messen muss, ist, hat er die Spieler besser gemacht? Und mir fallen jetzt nicht viele Spieler ein, die jetzt in der Zeit unter Terzic langfristig, nicht nur mit einem kurzfristigen Effekt, besser geworden sind. Das ist ja auch noch was leider gegen ihn spricht. Ja, Bellingham? Ich glaube, Bellingham hätten wir beide besser gemacht. Ja, aber also das finde ich jetzt auch unfair dann. Also ein Spieler, der besser geworden ist, dann zu sagen, der ist aber halt nicht wegen Bellingham ihm, sondern trotz ihm. Beispiel. Aber wieso? Der hat sich doch wahnsinnig entwickelt unter Terzic.
Ich weiß aber nicht, auch Carlo Ancelotti ist nicht der Grund, warum Bellingham Julian, gerade Julian Brandt sagt der Chat als Beispiel, wo ich sagen würde, ja, interessante Idee, Julian Brandt. Julian Brandt, ja. Ne, der hat sich sehr weiterentwickelt. Aber es ist ja nicht so, dass du jetzt zum Beispiel bei Stuttgart jetzt merkst, da haben jetzt sehr viele Spieler plötzlich eine Leistungsexplosion gehabt. Und sie haben in der letzten Rückrunde, hat er sehr gute Arbeit geleistet, deswegen kann ich in Abrede stehen, aber momentan wirklich treten sie auf einem Feld, wie nennt man das? Ganz, man, sie treten auf dem Fleck der Stelle. Auf der Stelle. Auf der Stelle. Und der, was ihn ja mit dem Amt hält, ist letztlich Watzke, der seine schützende Hand über ihn hält. Sagen wir, wie es ist. Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor, ne? Ganz ehrlich. So, weil bei allen anderen Parametern, wenn du mal zurückblickst, wer bei Dortmund wann, wofür, warum geschasst wurde, ist es eigentlich ein Wunder, dass Terzic am 16. Spieltag mit der Tabellenkonstellation überhaupt noch im Amt ist. Die haben eins ihrer letzten 8 Spiele in der Bundesliga gewonnen. Ja, also das ist schon, also boah, das ist vorbei, ob er nun will oder nicht. Ja, ich glaube, ganz ehrlich, da ist doch auch die Luft raus, der guckt doch auch nur noch frustriert, die Spieler gucken frustriert, das ist doch auch, dann ist doch auch gut, hol doch einen neuen Trainer, frischen Wind, wieder mit Freude zum Training für alle samt, neue Hoffnung schöpfen in der Winterpause, das tut doch dem Verein einfach gut, da muss man doch diese Nibelungentreue ist doch Quatsch. Also ich bin mir auch sicher, dass das passieren wird, ehrlich gesagt. Je mehr ich drüber nachdenke, glaube ich, dass das passieren wird. Und können wir eine Abstimmung hier machen? Wer von euch glaubt, dass Terzic noch da ist, wenn wir die nächste Folge Bundesliga am, ich glaube, 8. Januar aufzeichnen? Dass er noch da ist? Dass er noch beim BVB ist. Nicht als Trainer. Oh, schön gesehen. Sondern? Also, man hat schon mal mit Terzic eine Lösung gefunden, dass er damals Waterboy. Als Marco Rose schon als Trainer feststand und er dann gut performt hat, den DFB-Pokal gewonnen hat, da hat man auch eine Möglichkeit gefunden, ihn im Verein zu halten, was vielleicht im Nachhinein auch die Entlassung Roses beschleunigt hat, weil er von Anfang an wie so ein Damoklesschwert über dem neuen Trainer schwebte. Und ich glaube zwar jetzt nicht, weil er ein Stück weit auch im Umfeld jetzt angeschlagen ist, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass man ihn irgendwo auf eine andere Position sitzt, einfach um diese Identifikationsfigur und vielleicht auch die Kompetenz, die er hat, irgendwo auch im Verein zu halten. Aber das wäre jetzt nur mal so ein wilder Gedanke. Ich glaube aber auch nicht, dass er als Trainer die Winterpause überlebt. Ich glaube, es ist zu viel Druck drauf. Ja. Ich glaube, niemand die Alternative ist der entscheidende Faktor, das stimmt schon, ne? Aber da wird es doch genug geben, die Bock haben, Talentschmiede Borussia Dortmund wieder zur Talentschmiede Borussia Dortmund zu machen. Ja, es ist einfach immer wieder, Chat schreibt es auch, ich habe es letzte Sache auch gesagt, es ist immer wieder krass, sich vorzustellen, dass Haller den Elfmeter gegen Mainz macht, Dortmund gewinnt das Spiel, wird deutscher Meister. Es ist unfassbar, wie so eine Situation den kompletten Verlauf von Dingen ändert. Wir würden ganz anders reden, wenn die den Meistertitel geholt hätten. Das ist Wahnsinn. Haben sie aber nicht. So ist es halt im Fußball. Und wir müssen feststellen, Dortmund bleibt in der Hinrunde unter den Erwartungen, müssen aber auch feststellen, dass sie eben auch sehr viele Verletzte immer hatten, dass die Neuzugänge nie richtig durchspielen konnten und sie eigentlich jedes Wochenende eine andere Elf aufs Feld schicken müssen, teils gewollt, meistens gezwungenermaßen. Machen wir weiter mit... Wollen wir bei der Trainerfrage bleiben oder wollen wir in der Tabellenregion? Bleiben wir bei der Trainerfrage, weil die nächste, also ich hatte ja 3 Szenarien mal so zur Auswahl gestellt. Die eine ist zweite Liga, die vernachlässigen wir jetzt erstmal. Aber dann hätten wir mit Baumgart und dem 1. FC Köln eine ähnliche Situation, wo man auch einen Trainer hat, der eigentlich fest im Sattel sitzen könnte, sagen wir mal, der ja Köln auch reformiert hat und wach geküsst hat und der jetzt eben aber auch in einer sehr brisanten sportlichen Krise steckt und auch bislang es schuldig geblieben ist, eine Weiterentwicklung auf den Platz zu bringen, die eben sich löst von diesem Plan A, der ja nicht mehr funktioniert derzeit in Köln. Glaubt ihr, dass Baumgart nach der Winterpause noch auf dem Kölner Trainerstuhl sitzt? Ich glaube, dass Baumgart morgen nicht mehr auf dem Trainerstuhl vom 1. FC Köln sitzt.
Ich glaube aber, dass er das selber entscheidet. Ich weiß gerade nicht. Ich muss ehrlicherweise nicht gestehen, dass ich nicht so viel mitgekriegt habe gerade. So. Also ich weiß nicht, ob das, ich habe eben bei Twitter mal rumgeguckt, aber da sind so Videos, wo er danach was sagt und so. Ich habe keine Ahnung, was er da sagt. Das würde jetzt helfen, was einzuordnen. Mein Bauchgefühl sagt aber, dass der diese Entscheidung mitträgt. So. Mhm. Wäre das einer für den HSV? Ja, also du, ich weiß nicht, ob du die Frage ernst meinst. Ich glaube ja. Also dein Gesicht sieht eher aus, wie als wenn du es ernst meinst. Deswegen, mit dem steckt der HSV sofort auf. Grundsätzlich zu 100%, weil er diese, das was auch Walter hat, diese Emotionalität, diese Glaubwürdigkeit, das bringt er alles mit und ist deswegen, hat so eine ähnliche Farbe wie auch ein wie ein Walter. Das Ding ist, in der Situation jetzt, wenn er aus dieser Situation in Köln wirklich gehen sollte, vielleicht aus eigenen Beweggründen, dass er auch zurücktritt oder den Rücktritt zumindest anbietet, weil er ist auch ein Ehrenmann, oder ob er entlassen wird, aber so kurzfristig dann meinetwegen 2 Tage, nachdem er in Köln raus ist, zu sagen, ich fange jetzt an beim HSV, hab den Kopf frei, hab einen Plan und übernehme diese Mannschaft, das halte ich für sehr, sehr schwierig. Jetzt, er ist HSV-Fan. Bist du davon aus, dass Walter morgen gefeuert wird? Ja, und lass mich das doch, gib mir die 2 Sätze, dann höre ich auch auf. Ja. Wobei ich stehen mit ihm. Genau, ich. Er ist HSV-Fan. Er ist HSV-Fan und er hat eine Verbundenheit zum Verein. Ne? Und deswegen glaube ich, wenn er sowas macht und dann auch in die zweite Liga geht, dann zum HSV. Aber ich glaube, der Zeitpunkt ist verdammt schwierig. Selbst wenn wir das Fell des Bären verteilen, bevor halt der Bär überhaupt erlegt wurde, wie man so schön sagt. Heute bin ich hier im Metapher-Game drin. Ja. Gefällt mir. Müssen wir die Frage stellen, ob er überhaupt entlassen wird. Haben wir ja schon beschlossen gerade. Ja, haben wir gerade schon beschlossen, aber natürlich, ja. Ihr habt ja auch schon gesagt eingangs, er hat natürlich einen großen, hohen Stand in Köln und wir haben ja auch mehrfach schon die Frage gestellt, würde ein anderer Trainer einem Kader mehr, aus diesem Kader mehr rausholen? Das finde ich eine sehr gute Frage. Wenn du das Unionsspiel gesehen hast, dann war es auch nicht so, dass Köln da komplett unterlegen war. Also die haben schon dann das Heft des Handelns geführt. Also sie haben das Spiel in die Hand genommen. Sie haben auch ein paar Chancen erarbeitet. Das war natürlich alles Stückwerk und das war nicht schön anzusehen. Aber hatten dann doch ihre Möglichkeiten. Da musste Renault 2-3 Mal reinhalten. Und dann gehen dann halt mit dem ersten halbwegs ordentlichen Angriff einer bis dahin unterirdischen Union-Mannschaft gehen sie 0-1 in Rückstand und kassieren dann später noch das 0-2. Also da war auch so ein bisschen Pech dabei. Also die Mannschaft lebt. Das ist ja das, was man Baumgart immer auch nicht ankreiden kann. Man kann nicht behaupten, da spielt irgendjemand gegen den Trainer. Du merkst halt deutlich, dass die das nicht tun. Aber er schafft es halt nicht, da die Facetten reinzubringen, dass die Mannschaft spielerisch überzeugen kann. Ja, da sind wir jetzt wieder bei dem Ausgangspunkt. 10 Punkte nach 16 Spielen ist nicht nur gerade eine Bewerbung, aber wer soll es besser machen? Das ist ja die Frage, die du über Trainerentlassung eigentlich immer als erstes stellen solltest. Friedhelm Funkel. Es gibt ja aber schon noch eine Frage, die man sich wahrscheinlich stellen muss, inwiefern die Art, wie Baumgart eine Mannschaft führt, motiviert, so ins nächste Spiel bringt, vom Abgrund bewahrt und sowas alles, ob sich das abnutzt. Es passt vor allen Dingen, glaube ich, auch nicht zu jeder Mannschaft, das muss man ganz klar sagen. Also dieses etwas cholerischere Anbrüllen und noch so vielleicht ein bisschen oldschooligere, das passt ja nicht zu jeder Mannschaft, würde ich mal sagen. Also da muss man schon. Deshalb war meine Frage auch absolut ernst gemeint, ob der zum HSV passt, ob das auch charakterlich ein Match ist. Jetzt nicht nur vom System oder. Ja, also Spieler. Unter damals unter Hofmann und so diese Ära, als man nur hanseatische Trainer wollte, von der Mentalität her, da hätte ich vielleicht gesagt, ja, nö, vielleicht nicht. Aber jetzt würde ich sagen, auf jeden Fall. Passt der sehr, sehr gut zum HSV. Also, aber bevor ihr ihn schon zum HSV verteilt, meine Frage hat darauf abgezielt, ob diese Kölner Mannschaft, wie sie aktuell da ist, die Kölner Mannschaft ist, die auf Baumgart so reagiert, wie die Kölner Mannschaft, die vorher da war, mit der er erfolgreich gewesen. Ja, aber du hast ja auch einen Punkt. Entschuldigung. Du nicht. Nee, ich wollte einfach nur sagen, ich glaube, das habe ich letzte Woche auch gesagt, aber ich bleibe dabei. Ich glaube, dass die Qualität in Köln einfach nicht ausreicht und klar kannst du eventuell mit einem anderen Trainer und einer anderen Herangehensweise nochmal in die Wettbewerbsfähigkeit zurückfinden, ähnlich wie das Bochum auch gelungen ist letzte Saison, die dann ja auch schon als Absteiger fast feststanden und dann auf einmal den Turnaround geschafft haben.
diese Chance hat jede Mannschaft, dann nochmal über zu performen. Aber ich sehe nicht viele Mannschaften, die schlechter sind als Köln. Und ich glaube auch ein neuer Trainer, der würde vielleicht, keine Ahnung, vielleicht schafft er es irgendwie die Klasse zu halten mit Ach und Krach. Aber ich sehe jetzt nicht dieses gigantische Potenzial, was in dieser Mannschaft schlummert. Ich finde aber, du hast da einen sehr guten Punkt gebracht, Nico, mit deinem, die können das vielleicht nicht mehr hören. Weil das ist ja auch so ein Punkt, den unterschätzen wir dann manchmal natürlich, dass die ja jede Woche, Woche seit 2,5 Jahren teilweise mit dem Trainer zusammenarbeiten, auch dessen Ansprachen immer anhören. Man wiederholt sich dann als Trainer vielleicht auch irgendwann mal. Irgendwann, wenn du dann in so einer Krise bist und es halt nicht mehr läuft, dann kannst du da halt, glaube ich, auch mit den geilsten Ideen der Welt reinkommen. Da kannst du den Fußball revolutionieren, da kannst du halt super geile machen, aber die Leute hören dir nicht mehr so zu, wie sie es vielleicht gemacht haben im ersten halben Jahr, wie sie es vielleicht gemacht haben, als es noch lief und als du halt der Prophet des Guten warst und jetzt bist du halt der Prophet des Schlechten. Das kann ja manchmal passieren. Gleichzeitig, wie gesagt, die Auftritte der Mannschaft deuten halt nicht darauf hin. Es ist nicht so wie jetzt bei anderen Bundesliga-Teams, wo wir heute schon Trainerdiskussionen gehört haben, um das mal verklausuliert zu sagen, dass du da das Gefühl hast, da brennt nicht jeder dafür, diesen Trainer zu behalten. Das Gefühl habe ich in Köln gar nicht. Man muss aber auch fairerweise sagen, also ich kann das natürlich nicht beurteilen, ich bin ja auch nicht beim Training oder so dabei. Oftmals wird dann so ein Trainer natürlich dann auch auf so ein, zwei Szenen oder so reduziert. Und ich weiß nicht, ob das dann dem Trainer gerecht wird. Ich kann es bei Steffen Baumgart jetzt nicht sagen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass der nicht die ganze Zeit im Training die ganze Zeit nur an den Spielern rüttelt und denen ins Ohr brüllt oder so. Wahrscheinlich wird es da auch mal ruhigere Phasen und so geben. Und dieses Abnutzen von Motivationsreden und so ist ja jetzt auch nichts, was nur ein Steffen Baumgart dann hat. Also was macht Christian Streich dann in Freiburg? Zumal da ja sogar oft noch die Spieler sind, die auch schon lange dabei sind. Also es kann ja auch ein Vorteil sein, dass man, weiß ich nicht, ein freundschaftliches oder ein enges Verhältnis zum Trainer aufbaut oder Vertrauensbasis. Es ist immer schwer, von außen sowas zu beurteilen. Ich finde aber, die entscheidende Frage ist wirklich, welcher Trainer und was könnte der mit dem Kader machen? Ich denke dann zum Beispiel, so ein Urs Fischer würde ja vielleicht ganz gut passen zu Köln jetzt. Aber würde ein Urs Fischer mit dem Kader so viel mehr reißen? Also warum? Es wirkt ja auch nicht so, als ob Köln gegen den Trainer spielt oder ob das, also das ist halt einfach, normalerweise müssten sie vielleicht Bochum und weiß ich nicht, Darmstadt, Heidenheim hinter sich lassen, aber schon bei Vereinen wie Mainz und Bremen oder so sehe ich Köln also maximal auf Augenhöhe. Also so viel, wen sollen sie vor allen Dingen jetzt in dieser Saison noch, was soll ein Trainer, der kommt, also da müssten die ja schon eine richtig krasse Winstreak machen. Also schwierig, für Köln tatsächlich eine schwierige Situation. Trotzdem, muss ich sagen. Ich nehme mal einen aus dem Chat mit. Hier schreibt gerade jemand, Baumgart hat vor ein paar Wochen in einem Interview gesagt, dass er nicht zaubern kann, wenn er mal die Besten wechselt und man von der Zeit nichts nachlegen kann, reicht es ja irgendwann nicht mehr für die erste Liga. Wenn Baumgart, so wie wir ihn einschätzen, das sagt, dann ist das wie, Leute, wollt ihr mich ja eigentlich verarschen, dann lassen wir das doch am besten einfach. Und ich glaube, das wird das, was jetzt ein paar Tagen passieren wird. Und die Frage dann, wer ist denn der Richtige dafür, die muss Köln ja beantworten und nicht Baumgart. Und ich glaube... Kannst du natürlich dann immer gegenhalten. Heidenheim ist mit 20 Punkten auf Rang 9. Und die haben einen schönen Kader, aber ob jetzt der Kader von Heidenheim, wenn ich mir die Viererkette angucke, ob das jetzt dann die allerhöchste Bundesliga-Regal ist, ist es nicht, aber der Trainerteam weiß halt, was sie draus rausholen können aus dieser Mannschaft. Und das ist vielleicht auch ein bisschen intelligenter zusammengestellte Mannschaft als das, was Köln zu bieten hat. Ja, vor allem haben wir auch sagen, diese Standardgefährlichkeit, ne? Ja, die einfach eine brutale Waffe ist. So, da, also jetzt Beste ist ein super Spieler, aber sein größter Wert sind die Standardsituationen. Und ich glaube, die Hälfte aller ihrer Tore sind nach Standards oder sowas Absurdes. Ja, geht's nach heute nicht mehr, glaube ich, oder? Heute waren. Ja, weil sie heute drei gemacht haben, okay. Ja. Ja. Ja, nee, aber ihr wisst ja, was ich meine. Also, du kannst ja immer noch ein bisschen was rausholen, vielleicht, wenn es nur halt dieser Effekt ist des Trainerwechsels. Aber ja, ich stimme euch da schon zu. Dieser Kader, gerade wenn ich mir angucke, Spielaufbau immer, wer soll den ersten Pass spielen? Da ist halt niemand da mehr. Da ist niemand da, der das in der Viererkette besonders gut kann.
Auch Martel ist da nicht der fähigste Spieler. Husin Basic flitzt da irgendwo auf dem Feld rum, ist ein freies Radikal, der aber manchmal noch Entscheidungen trifft, die eben nicht erstligareif sind. Ist eine ganz, ganz schwierige Kiste, da jetzt irgendwie was bauen zu wollen. Ist auch der Kader, wo ich jetzt am wenigsten sicher wäre, was eigentlich Fußball der spielen können sollte. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Wir wissen es zu Beginn der Rückrunde, wer wo noch sitzt und ob neue Leute Platz genommen haben. Lass uns mal ein bisschen weiterkommen. Wir haben ja noch ein paar Vereine, über die wir vielleicht sprechen könnten. Frankfurt, heute mit einem Last-Minute-Sieg. Du hast über 90 Minuten durchgemeckert und dann mit zwei Toren kurz vor Feierabend dann nochmal die gute Laune initiiert bekommen. Aber ändert das jetzt was an der Grundanalyse, dass Frankfurt nicht gut gespielt hat? Nö, ne? Nö, eigentlich nicht. Also das muss man ganz klar sagen, das ist mit viel Glück passiert. Rote Karte, ich weiß gar nicht, in der wievielten, ja, für Wöber, in der wievielten, das war auch relativ vor Schluss, ich glaube 10 Minuten vor Schluss, nee, 88. war das sogar, glaube ich. Es gab halt viele Unterbrechungen, deshalb gab es 7 Minuten Nachspielzeit, das war das Glück im Prinzip, dass dann noch mal 7 Minuten auf der Uhr waren. Normalerweise, wenn du dann in der 88. 0-2 hinten liegst und eine rote Karte kriegst, denkst du, ja gut, das wird trotzdem nicht reichen. Und dann wurde halt schnell der Ausgleich erzielt und dann guckst du halt auf die Uhr und sagst, okay, wir haben noch 6 Minuten Überzahl. Und dann haben die Wechsel auch ganz gut gezogen, von Dino Topmüller, der in Kunku reingewechselt hat und der noch mal richtig Gas gegeben hat auf der linken Bahn. Da hast du auch gemerkt, der hat dann da die Flanken reingeschlagen, gerade beim 2-1, da ist dann, ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieler von Gladbach das war, der konnte da nicht, ist nicht mehr ins Duell reingekommen, ne? Weil Nkunku ist auch ein schneller Spieler und ist dann schnell vorbei gewesen, hatte einen Platz für die Flanke und Koch wirkt den dann da irgendwie rein und ja, das ist das Lustige am Fußball, dass du irgendwie hätten sie jetzt verloren, wäre komplette Krisenstimmung. Und jetzt gewinnen sie und jetzt stehst du sogar auf Platz 6. Irgendwie knapp hinter BVB, trotz dieser ganzen Mängel, die man sagt. Ich habe dir das ja auch neulich schon gesagt. Ich habe wenig richtig gute Spiele gesehen von der Eintracht diese Saison. Und ich bin der Meinung, dass da bei der Kaderplanung sowohl in der Breite als auch im wahrsten Sinne des Wortes in der Spitze einiges schiefgelaufen ist. Und trotzdem ist dieser Verein momentan Sechster hinter Dortmund. Mit. Das sagt auch ein bisschen was über die Liga aus, finde ich. Mhm. Und ich bin natürlich jetzt happy und hoffe jetzt auf interessante Transfers. Donny van de Beek wurde bestätigt von Krösche. Ist natürlich ein schönes Weihnachtsgeschenk, weil ein Riesenname, zumindest für die Eintracht, vor 3 Jahren einer der heißesten Mittelfeldspieler in ganz Europa gewesen, aus dieser legendären Ajax-Truppe, die 2019 dann da im Halbfinale in der Champions League ausgeschieden sind, ganz knapp. Und der ganze Kader ja sich dann mehr oder weniger verteilt hat auf die Weltspitze. Allerdings auch 3 Jahre lang quasi nicht gespielt, verletzt gewesen. Also ist ein Gamble, wenn sie den hinkriegen, was die Eintracht ja, ist ja so ein Transfer, wie sie es gerne mal machen, so Spieler wie ein Rebic, ein Kostic oder so, die irgendwo anders nicht funktioniert haben, aus welchem Grund auch immer, und dann aber bei der Eintracht nochmal so einen zweiten Frühling erlebt haben, dann ist es natürlich ein komplett geiler Transfer-Coup und wird auch helfen, aber kann man nicht seriös bewerten, finde ich, ist ein Gamble, muss man ganz klar sagen. 6 Monate ausgeliehen und haben dann eine Kaufoption, das ist eigentlich alles, es ist ein super Deal für die Eintracht, muss man sagen. Manchester übernimmt, glaube ich, über 60% des Gehalts. Also ein super Deal für die Eintracht, können ihn jetzt 6 Monate lang testen und aufbauen und dann können sie sich im Sommer entscheiden, ob sie den dann kaufen wollen oder nicht. Ansonsten zum Spiel kann man nur sagen, Gladbach hat Bus geparkt, Eintracht hat sich die Zähne ausgebissen, wie immer, ist ja auch klar, die haben da vorne ist momentan Flaute. Und ich glaube, Gladbach muss sich vorwerfen lassen, dass sie dieses 1-0-Führung einfach nur noch über die Zeit bringen wollten. Natürlich hat diese rote Karte dann, ohne die rote Karte wäre es wahrscheinlich nie so weit gekommen, aber sie haben sich dann doch sehr, sehr hinten nur noch aufs Zerstören und Verteidigen konzentriert. Und ich meine, man weiß, oft fliegen dann die hohen Bälle rein in den Strafraum und dann passieren Sachen. Aber insgesamt war das kein Spiel, was man sich angucken sollte, wenn man nicht Fan einer der beiden Mannschaften ist. Und selbst dann gibt es vielleicht auch noch bessere Alternativen. Weiß ich nicht.
Frühjahrsputz. Ja, oder wäre auch eine Möglichkeit für eine Überleitung gewesen. Na, ja, oder zum Beispiel FC Heidenheim gegen SC Freiburg gucken. Ja, haben wir eben auch gerade in der Konferenz zusammen geschaut. Das Match Heidenheim ist schon, sag ich mal, in der unteren Tabellenhälfte die Überraschung der Hinrunde, die jetzt auf Platz 9 mit 20 Punkten stehen. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Wenn sie das wiederholen, sind sie sicher in der Liga. Und der Klassenerhalt wäre eine große Überraschung. Also sieht aber ganz gut aus. Du hast es ja gesagt. Ich sehe das auch, aber ich werde mir diese Krone erst aufsetzen, wenn wir dann unsere offizielle Hinanalyse machen. Da werde ich dann eine schöne Krone mir aufsetzen. Aber wirklich auch eine Krone, ne? Heidenheim. Aber auch wirklich eine Krone. Und Maria Kron vielleicht. Was natürlich in diesem Spiel jetzt auch etwas Glück dann mit dem Ding, wie es nachher passiert ist. Also Freiburg war ja schon das, was wir gesehen haben, das auch, was die Daten ergeben, lange Zeit dominant. Dann kurz vor Schluss dieser entschuldigt, dieser Aufsetzer von Ginter. Das war schon der Hammer. Das bringt dich zum Bein. Aber Heidenheim, ich gucke mir gerade wieder genau in dieser Sekunde die Zusammenfassung. Heidenheim hat Chancen, drückt, will Tor, steht 2-2 und sie laufen nach vorne. Also die wollten dieses, was ist das? Ist das ein Derby eigentlich? Wollten sie gewinnen. Und ob sie es nicht ganz unverdient gewonnen haben, das müssen die Leute sagen, die es am Ende geguckt haben. Aber es sieht auf den Bildern hier so aus, als ob sie es auch ehrlicherweise verdient haben am Ende. Das Spiel gab es noch nicht allzu oft auf jeden Fall. Mhm. Trotz Ginter. Ja, wollen wir das nicht zu einem Derby hochjazzen hier? Oh, lass doch mal. Nee, ist nicht mal alles ein Derby. Die haben da so richtige Fankurve hat richtige Banner hochgezogen und so. Das sah aus, als ob sie da irgendwie die AKN zwischen beiden Orten abgemalt haben. Freiburg Hools gegen Heidenheim Hools, weiß ich nicht. Ja, irgendwie sowas. Vielleicht irgendwie so, ist Heidenheim Studentenstadt, dass sie sich so einen akademischen Wettbewerb liefern oder so, keine Ahnung. auf jeden Fall die Überraschung. Und Tobi, du kannst ja noch mal ganz kurz sagen, was du ja auch vor der Saison schon gesagt hast. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Heidenheim und Darmstadt, weshalb die eine Aufsteigermannschaft sich so gut schlägt und die andere doch sichtbare Probleme hat? Heidenheim hat halt einen ganz klaren Kern. Ihr merkt schon, meine Stimme geht weg. Ich versuche es jetzt so. Wir kommen zum Ende gleich. Der Heidenheim hat einen ganz klaren Kern erstens in der ersten Mannschaft. Die ändern sie relativ selten. Sie haben ein ganz klares Erfolgsrezept. Das sind Standardsituationen. Das sind das erfolgreichste Teams nach Standards in dieser Bundesliga. Da haben sie dem Darmstadt in dem Sinne was voraus, dass beide Teams es eher sich schwer tun, aus dem Spiel heraus Chancen zu erarbeiten, aus dem Spiel heraus Tore zu erzielen. Heidenheim hat halt dieses Mittel noch mit den Standardsituationen. Und Heidenheim hat natürlich auch ein bisschen mehr Glück, weil Darmstadt hattest du immer das Gefühl, wenn es gerade so ein bisschen lief, dann kam eine Verletzung hier oder eine rote Karte, eine Sperre dort. Da musste Lieberknecht sehr, sehr häufig strecken. Und ich finde auch Heidenheim, das hatte ich auch schon vor der Saison gesagt, hat ein bisschen mehr individuelle Klasse. Da hat einfach Darmstadt bluten müssen vor der Saison. Heidenheim hat wo man jetzt schon drüber diskutiert, ob der nicht zur Nationalmannschaft gehört mit seinen Standardsituationen, Brille, der ja da auch eine Farbe reinbringt, vielleicht fehlt. Das sind so die Faktoren, finde ich, die beiden Teams unterscheiden. Gut. Ein paar Honorable Mentions vielleicht noch, um den Spieltag mal abzuschließen. Dann haben wir noch, wie gesagt, Union Köln haben wir besprochen, wo man ja auch noch gar nicht über Union gesprochen hat, aber es legt dann doch den Verdacht nahe, es war auch ein Stück weit die Kölner Schwäche, die Unioner Tore dann begünstigt hat. Dann haben wir noch ein Spektakel von eben jenen Darmstädtern, die dann doch einen Punkt holen in Hoffenheim. 3-3, wildes Spiel hin und her, 1-0 Hoffenheim, 1-1, 2-1 Hoffenheim, 2-2, 3-2 Hoffenheim, 3-3 in der 85. dann der Schlusspunkt, das war ein wildes Spiel und ein Punkt, der Darmstadt, glaube ich, gut tut, der zeitweise die Tabelle auf 4 Teams gestellt hat mit 10 Punkten. Oder waren es nur 3? Ich glaube, es waren sogar 4. 4 sogar, ne? Genau, mit Union, ja. Sah ganz gut aus. Haben sich, glaube ich, dann mit einem schönen Punktgewinn verabschiedet, dann in die Winterpause und für Hoffenheim ist das natürlich eigentlich zu wenig. Wenn du Ambitionen hast, dieses Jahr um die Euroleague mitzuspielen, kannst du natürlich zu Hause nicht 3 Dinger kassieren gegen Darmstadt.
Es war auch selbstverschuldet. Also sie hatten genug Chancen gehabt und dann hat der Brooks diesen Fehlpass gespielt, völlig ohne Not und dann auch das Tor von Darmstadt damit eingeleitet. Dass sie Darmstadt da dreimal ins Spiel zurückkommen lassen, spricht nicht gerade für Hoffenheim. Ja. Bei Darmstadt darf man natürlich nicht den Fehler machen, immer nur diesen Heidenheim-Vergleich zu sagen. Aber guck mal, Heidenheim ist so gut. Darmstadt ist da unten zwar Tabellenletzter, aber die haben immer noch alle Möglichkeiten eben. Ja. Sie sind nicht komplett abgeschlagen, wie das in Fürth beispielsweise war, als sie in die Bundesliga gekommen sind, sondern sie behalten immer noch die Distanzen. Sind jetzt zwar ganz unten, aber eben ein Sieg und sie sind da wieder ein bisschen unten raus. Ist auch schon aller Ehren wert, was ja, unbedingt, aber es wird trotzdem schwer, weil ich sehe, dass Darmstadt auch ja, von der Spielanlage, von der Mannschaft her, wird es einfach verdammt schwer. Dann, wenn du jetzt auch nicht in der Hinrunde irgendwie mit so einem Aufstiegsbonus überperformst, sondern wenn du dann nach der Hinrunde auch noch Letzter bist, jetzt der Punkt hin und her, das wird einfach schwer. Ich glaube nicht, dass Darmstadt noch Bäume ausreißen kann. Glaube ich nicht. Gut. Dann machen wir mal Feierabend für heute, wa? Alle ein bisschen müde. Gestern Weihnachtsfeier. Ich finde überragend, dass du Bremen einfach ignorierst, aber lassen wir mal so stehen. Ja, dann sag doch mal was. Sag doch mal. Meld dich doch mal zu Wort. Ich dachte, du bist schon in der Lobby und wartest nee, auf. Ich bin bei euch die ganze Zeit. Ja, come on. Bremen, Punkt zu Hause gegen Leipzig. Erzähl mal. Genau, Punkt. Freue mich, reicht mir. Nee, komm, jetzt musst du ja mehr vergessen. Jetzt sagst du mehr. Nee. Am Ende des Tages ist ein Bremen-Punkt gegen Leipzig und den habe ich nicht einkalkuliert und den nehme ich gerne. Und wenn du dir die Mannschaft anhörst, wie sie, oder vor allem die Stimmen drumherum, dass sie dann sogar fast unzufrieden damit sind, so ist halt diese Wundertüte Werder Bremen, die zum Glück noch einen Punkt mehr gegen die Abstiegsränge gesammelt hat, aber die jetzt sich so darstellen und wie das Tobi vorhin auch gesagt hat, ja auch schon irgendwie Spielaufbau haben und irgendwas mitmachen wollen und auch ein schönes Tor machen und so und trotzdem halt nächste Woche dann wieder gegen Darmstadt verlieren oder so. Aber ich hoffe drauf, dass sie das mitnehmen, was sie da jetzt rausgeholt haben, denn das sah ja wirklich eigentlich, also was ich gesehen habe, sah gut aus. War angetan von meinen Bremern gegen das große Leipzig. Gut. Reicht. Gut, wenn dir das reicht. Dann ja, gut, wenn dir das reicht, wenn du sonst nichts mehr sagen willst. Eddie, ich wünsche mir gerade so, dass Gladbach das 2-1 in der 97. Minute macht. Ja, es ist ja auch Weihnachten, da kann man sich auch Sachen wünschen. Ja, genau. Ich würde mir wünschen, dass ihr zur Ruhe kommt, euch ausruht, ein wunderschönes Weihnachtsfest oder Ferientage habt und einen guten Rutsch ins neue Jahr, das 2024 für euch wunderbar beginnt. Und ihr ausgeruht und voller Lust auf Bundesliga wieder einschaltet, dann auf unserem neuen Bundesliga-Kanal. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage. Ich hab euch lieb. Das glaube ich dir nicht. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Das glaubt ihr niemals, Eddie, das weißt du. Ciao, Leute! War doch gut, oder? Ja. So, mach mal hier Aufnahme beenden. Du machst mal eine ganze Festplatte voll mit dem Kram. Nikola. Nee, seh das doch. Das ist schon jetzt sofort. 8000 Gigabyte also, aber groß. Aber sag mal, kannst du nicht selber auf diesen großen Knopf drücken, wo drauf steht Aufnahme beenden? Ich mach's. Ja, ich wollte nichts drücken, weil dann mache ich wieder irgendwas kaputt. Was? Nein, du musst erst vorher oder so. Wollte ich das Risiko nicht eingehen. Aber ich muss es gleich nochmal hochladen bei euch. Also ihr müsst euren PCs anlassen. Und kannst mir meinen Kaffee mal gerade umrühren? Vielleicht noch. Ja, das gerne. Ich bin raus, Leute. Ihr merkt, meine Stimme ist schon komplett. Ja, Tobi. Tschüss. Gute Nacht. Frohes Fest. Starke Leistung. Gute Besserung. Gute Besserung, Tobi. So, ich würde jetzt aber, glaube ich, auch hier Schluss machen jetzt. Willst du noch weitermachen? Soll ich dir noch ein paar rüberschicken? Das lieb, aber ich bin, um ehrlich zu sein, bin ich sehr, sehr müde. Ich habe auch nicht so viel geschlafen. Heute Nacht. Ich hätte noch Bock, was zu machen, tatsächlich. Ich habe irgendwie noch eine gewisse Zocklust, aber ich bin einfach zu müde. Mach die paar, schick die Einladung ab nach Verdansk oder wo es immer ist. Ja, nee, geht jetzt nicht. Ich würde dann auch gleich Feiern machen. Aber Nico, nice, dass du dabei warst. Hat Spaß gemacht. Gute ich Nacht. Sag noch kurz meinen Leuten Tschüss und so und dann, du machst dann auch Feierabend, Eddie, ne? Ja. Okay, dann sage ich euch jetzt Tschüss. Nico? Tschüss. Tschüss, Leute. Vergiss die Panzerplatten nicht. Immer 3 aufladen.
Das ist wichtig. Es wird oft unterschätzt. Das ist wirklich so. Tschüss, Nils. Tschüss, Leute. So. Sind die weg? Aber man sieht sie noch. Einfach hier so. Zack. Ja, was für ein schöner Bundesliga-Tag heute, oder? Das war mal Bundesliga live, aber diesmal wirklich live. Live-Konferenz und dann haben wir auch noch live eine Sendung gemacht. Ist doch ganz geil, oder? Oder wie oder was? Wie seht ihr das? Sollen wir das mal öfter machen? Ich weiß, Fußball immer Streitthema. Manche können mit Fußball nichts anfangen. Aber. Ich fand das ganz nett. Mir hat das Spaß gemacht. Oder? Können wir nochmal, also. Wirklich, abonniert mal den neuen Bundesliga-Kanal. Wir wollen da im Januar wirklich reinstarten. Und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Dabei. Jo, hab nebenbei Forza gezockt, konnte euch aber gut zuhören. Ja, ist doch cool, ey, ist doch nice. Wir sind auch gerne Second Screen. Vielleicht ist ja auch Forza. Forza? Forza. Der Second Screen, das kann man natürlich so oder so sehen. Jetzt mache ich hier nochmal zum Abschluss ein bisschen Werbung für einen meiner Partner. Warte, ich mache einen Bumper. Und zwar geht es um Löwenanteil. Ihr kennt meine Kochstreams ja hoffentlich und ihr könnt Löwenanteil und bei mir auf dem Channel könnt ihr runterscrollen. Und hier seht ihr ein Panel zu der Löwenanteil-Seite und da seht ihr es auch schon. 10% gibt es mit dem Rabattcode Eddie. Fallt nicht auf Scam von anderen Streamern oder Streamerinnen rein. Ja, viele sagen euch, gebt Nils Bohmhoff ein oder weiß ich nicht was, Simon Kretschmer, ist alles falsch. Es gibt nur diesen einen Code, alle anderen sind nicht gültig. Eddie müsst ihr eingeben. Und dann kommt ihr auf die Löwenanteil-Seite und dann seht ihr hier die verschiedenen Gerichte. Ja, ich habe ja eigentlich schon alles schon 10-mal dazu gesagt, aber ich sage es auch gerne nochmal. Der Vorteil für mich persönlich bei Löwenanteil ist, ich mache mir das in der Mikrowelle warm. Es dauert 2 bis 3 Minuten, dann mache ich mir dazu ein bisschen Brot noch oder Reis und fuck, habe ich ein richtig geiles Mittagessen oder Abendessen. Meine Lieblingssorte ist übrigens Chipotle, Chili. Aber ich habe auch die anderen Sachen schon probiert, also fast alle und schmecken eigentlich alle sehr, sehr lecker. Gibt auch hier vegane Sachen und so eine Dose, würde ich sagen, sind so 1,5 Mahlzeiten. Hier auf der Seite steht, glaube ich, 2 Mahlzeiten. Würde ich jetzt nicht so ganz unterschreiben. Je nach Hunger natürlich. Also ich komme sind für mich so 1,5 Mahlzeiten. Aber das macht auch echt satt. Also das kann ich schon sagen. Also wenn man so ein halbes Glas gegessen hat, damit hat man schon erstmal, das merkt man richtig, das gibt einem schon Energie und Kraft und ist echt, man merkt, man hat was gegessen, was dem Körper gefällt. Für mich ist es vor allen Dingen gut, einfach auch mal was zu haben, was ich schnell zubereiten kann, ohne irgendwie mir groß Gedanken machen zu müssen, was mir lecker schmeckt. Also checkt es ab. Ihr kriegt 10% auf euren Einkauf, wenn ihr Eddie eingebt. Sollte überall in der ganzen Welt sollte das ein geflügelter Code sein. Geflügelter Code. sollte man irgendwo Eddie eingeben oder sagen, sollte es immer 10% geben, finde ich. Sollte so ein Gesetz einfach werden. Aber momentan ist es nur bei Löwenanteil so, also checkt es einfach ab. Es gibt ja auch so Probierpakete oder ihr stellt euch selber was zusammen, kann man alles machen. Hier gibt es einen Kalorienrechner. Dann seht ihr, dass das auch echt gut ist, um abzunehmen, weil es eben nicht so viele Kalorien hat, logischerweise. Löwenanteil. Und vielen Dank für den Support auch an die Kollegen von Löwenanteil, dass sie mich hier und meinen Kanal supporten. Dankeschön.
So. Wenn man jetzt Schluss. Gestern, wie gesagt, Nils hat es schon gesagt. Weihnachtsfeier. Oh, mir tut alles weh. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Ede, guck mal kurz bei Milchbaum rein. Hä? Wieso habe ich keinen Ton? Achso, ich habe den Ton, glaube ich, ausgemacht. Hä, wieso höre ich sie nicht? Was macht sie? Ich meine, huch. Macht sie gerade sich über Streamerin lustig, die... Ich mag den Gesichtsausdruck von ihr. Achso, jetzt macht sie. Okay, wenn ihr subbt, mache ich noch zwei weitere Kniebeugen. Die Oberweite wächst. Ja, sehr gut. Dann weiß ich ja jetzt schon, wen ich raide. Ich schicke euch direkt zum Milchbaum. Und, wünsche euch, na, wir sehen uns ja. Ich muss euch, glaube ich, gar nichts wünschen, weil wir uns noch vorher sehen. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Abend. Und wann geht's mit GTA 5 weiter? Ich denke mal diese Woche noch. Aber auf jeden Fall, ich habe auch wieder Blut geleckt jetzt bei Baldur's Gate. Muss auch weiter gezockt werden. Ich habe richtig Bock auf jeden Fall jetzt die Winterfeiertage. Ich habe jetzt auch 2 Wochen Urlaub und werde aber natürlich streamen und zocken. Also wir sehen uns hier noch im Stream. Morgen hat erstmal mein Sohn Geburtstag. Da weiß ich noch nicht, ob ich morgen Abend zum Stream komme. Aber vielleicht schon. Der geht ja auch dann irgendwann pennen. Mal schauen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, noch eine erholsame Woche. Ich sage noch nicht schöne Feiertage, weil ich mir sicher bin, dass wir vorher noch mal uns hier sehen im Chat hoffentlich. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Tag mit Bundesliga live. Und jetzt viel Spaß mit der durchgeknallten Milchbaum. Und bis wahrscheinlich morgen, sage ich jetzt mal. Gute Nacht, Chat. Lord Stromberg, Dankeschön. Das muss ich noch sagen. Lord Stromberg hat wieder gegiftet. 5 Subs. Sagt ihm Danke, wenn ihr 1 bekommen habt. Kuss auf die Nuss, ich bin raus, Leute. Ciao.